Hallo, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zum 62. Plankenschnack. Hi, na? Heute Spoiler Alert. Mit folgenden Gesichtern, wollte ich immer sagen. Wir bleiben dabei. Mit folgenden Gesichtern. Tada! Hallo. Hi. Na? Na, wie ist die Lage? Ja, wundervoll. Ja, gut. Und selbst? Ja, cool. Im März kommt Folgendes raus. Genau, bin da. Ja, war schön. Was Mann. Gibt's? Und, wie war's so die letzten zwei Wochen? Wir gehen knallhart rein heute, ihr seid so gesprächig. Dali, hm? Geht ganz schnell. Monster Hunter, Beholder und Krippebett. Super. Ich habe das erste Mal Beholder gespielt. Beholder ist nämlich für die PlayStation erschienen im Januar. Und das gibt es für PC, gibt es das schon seit über einem Jahr. Und ich war damals ein bisschen eifersüchtig. So, oh, das würde ich auch gerne spielen. Und jetzt habe ich es gespielt, 3 Tage mit ein paar verschiedenen Szenarien. Es ist großartig. Sehr, sehr gutes Spiel. Und ansonsten Monster Hunter. Hast du denn alle eingebuchtet oder kamst du in moralische Dilemma und wolltest die Leute gar nicht einbuchten? Ich sag's dir. Ich bin ja nicht zimperlich, ne? Aber wenn sich dann jemand erhängt wegen dir, fand ich dann nicht so. Das hat mir dann schon leid getan. Ich so, oh Gott. So, ich hab in dem Abend nicht mehr in den Spiegel geschaut. Da habe ich mich ein bisschen geschämt. Aber der Gedankengang war, ne, man ist ja am Überlegen, wie könnte man was machen. Man schaut durch die Schlüssellöcher und versucht eben nicht zu sehr dem Regime in die Hände zu spielen. Und es ist ein verdammt gutes Spiel. Und das Add-on habe ich dann auch noch gespielt davon. Ist das mit viel Lesen verbunden? Ja. Okay. Du musst das lesen, was die sagen. Das ist, ja, was heißt viel Lesen? Also es ist nicht komplett vertont, es ist in dieser Brabbelsprache. Ein Teil ist vertont, ich glaube teilweise sogar, ich weiß nicht, ob es ein bayerischer oder österreichischer Synchronsprecher ist. Der spricht viele halt, sagen österreichisch, ich habe das gar nicht gehört. Ist auf jeden Fall, man fühlt sich halt direkt halt eben erinnert, dass es eben so in diese ne, Stasi-Schiene halt gehen soll. Also ist schon ein ziemlich cooles Spiel. Aber großartig. Soll halt eben so ein moralisches Dilemma aufwerfen und man muss sich dafür halt die Zeit nehmen, halt eben die Textboxen zu lesen, weil sonst geht halt sehr viel verloren. Absolut. Und du musst halt auch zeitlich, ne, wenn du es das erste Mal gespielt hast und beim nächsten Mal weißt du genauso, okay, diesmal mache ich das so und so und so und dann triggerst du die Sachen zu früh und dann geht auch wieder alles den Bach runter. Also es ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, die Menschen auflaufen zu lassen. Ist traurig, aber es ist ein echt gutes Spiel. Kann ich empfehlen. Fand ich großartig. Und im Gegenzug habe ich mir dann, während ich krank war, habe ich mir bei anderen Streamern Papers, Please viel angeschaut. Finde ich auch gut. Und dann den Kurzfilm von Papers, Please. Habt ihr den gesehen? Mm-mm. Großartig. Ja. Ein großartiger, auf YouTube, ein großartiger Kurzfilm, den die selbst gemacht haben, zum Dank für, weiß ich nicht wie viel, Follower. War sehr gut. Ja, das war's schon. Hast du Orwell gespielt? Nein. Dann guck dir das noch an. Das ist im Prinzip das nur in futuristisch. Du spielst halt jemand, der so eine KI überwacht, die in Großbritannien Leute überwachen soll und dir die ganze Zeit Infos gibt und du sollst eben in diesem Überwachungsstaat quasi Verbrechen aufdecken, ich glaube, bevor sie überhaupt passieren. Mhm. Ziemlich gut gemacht. Minority Report. Quasi, nur du bist eben die ja, nicht die KI, aber derjenige, der das eben zusammensetzt. Interessant. Und über was quasi Smartphones, E-Mail, so zwischen Leuten. Und dadurch wirst du halt auch an die Story herangeführt. Hm. Auch ziemlich gut gemacht. Fand ich persönlich sogar besser als Beholder. Bei Beholder hat mir ein bisschen der Stil nicht so gut gefallen. Muss ich mir sehr. Sagen. Ich mag das sehr, wenn das so ein bisschen düster. Tim Burton jetzt nicht richtig, aber es ist halt schon sehr düster. No? Und ich mag das sehr gerne. Fand das sehr gut. Orwell geht halt so ein bisschen in die 1984-Schiene. Spielt Dings auch, Beholder. Ja, ja, genau. Nur halt das mehr so auf Stasi. Oh. Und das eben mehr auf Großbritannien. Und das so quasi was V wie Vendetta quasi auch ein bisschen darstellt. Ah, verstehe. Mal gucken. Das habe ich, mehr habe ich nicht gemacht. Schlafen.
Das ist auch wichtig. Ich habe sehr viel geschlafen. Ich habe nicht gewusst, dass man so viel schlafen kann. Habe ich auch den letzten Monat gemacht. Ja, Slappy, was hast du denn gemacht die letzten 2 Wochen? Und du? Und du? Ich habe nach dem letzten Plankenschnack habe ich mich für eine Woche eingesperrt und lag im Bett. Weil man konnte noch exakt, wenn ihr die VOD geguckt habt, man konnte exakt den Moment sehen, in dem meine Gesundheit von gerade besser werdend zu, oh scheiße, noch eine Woche im Bett liegen, sich gewandelt hat. So, man hört einfach, wie meine Stimme in dem Moment wegbricht und ich gemerkt habe, oh fuck. Ja, dann habe ich eine Woche noch im Bett gelegen. Aber ich habe dann, als ich dann so langsam wieder im Bett aufrecht sitzen konnte, habe ich trotzdem weitergespielt in Monster Hunter und bin schon fast durch die Story tatsächlich. Also ich, ganz faul war ich dann doch nicht. Ein bisschen faul. Ich habe nur gespielt. Aber ich habe Celeste gespielt. Für mich. Oh mein Gott. Einen Tag lang. Das war sehr schön. Also ich habe jetzt nicht die B- und C-Sides gespielt, aber ich habe so die Story durchgespielt. Und mit wie viel tausend Toten? Nicht so viele. Also am Ende ist es dann doch schwierig. Aber wenn du jetzt nicht die B- und C-Sides spielst, dann ist es noch ein einigermaßen angenehmes Plattform-Adventure. Celeste ist halt ein Spiel, was ich halt gerne spielen können würde. Ist so von der Aufmachung und der gesamten Art finde ich sehr, sehr geil, aber das ist halt eben so viel Skill-Jump-and-Run halt mit Doppel-Dash und hast du nicht gesehen, da würde ich wahnsinnig werden. Also das heißt, da brauche ich nie anfassen, würde ich nie zu Ende bekommen. Aber er hat ansonsten ein sehr cooles Game. Ja. Habe ich mir morgens immer bei Men vs. Games angeschaut. Ja, der spielt ja die B und mittlerweile, glaube ich, sogar die C-Sides. Nein, danke. definitiv unglaublich nein. Gerne. Ja. Aber das geht gar nicht. Naja, aber wie gesagt, es ist halt in drei Schwierigkeiten, also es gibt halt drei Welten quasi, wie du die durchspielst und, oder nee, es gibt 8 Welten und jede Welt hat quasi diese drei immer tiefer gehenderen Formen sozusagen. Und in der tiefsten Form ist es halt super schwierig. Dann geht es schon tatsächlich in Richtung Fangame, also I Wanna Be The Guy oder I Wanna Be The Boshi Fangame. Ja. Aber die erste Schwierigkeit ist halt eigentlich halt ein angenehmer Plattformer. Also lohnt sich. Man spielt so 1 bis 2 Tage. Ich glaube, ich habe 8 Stunden gebraucht, um es das erste Mal durchzuspielen. Und das ist schon echt spaßig. Und danach ist man schon eigentlich ganz gut und versucht eben die B-Sides. Und also ich habe die erste Welt zumindest schon mal in B-Side gespielt. Und das war eigentlich ganz angenehm, also es ging noch. Ja, ich weiß nicht, welche Welt, ich habe es bei Holly gesehen, wo ich ja schon verwundet habe, dass er spielen wird. Ich weiß nicht, welche Welt das war, keine Ahnung, aber da halt allein schon, dass du halt eben quasi irgendwie runterspringen musst an eine Wand, um zu springen, um zu dashen. Ja. Das Ganze 3 Mal und am Ende ist irgendwie so ein kleines Loch, wo du dann irgendwie dazwischen passen musst. Ja, ja. Ja. Das heißt, du brauchst Hand-Augen-Koordination aus der Hölle, um das halt irgendwie zu schaffen, weil sonst landest du an den Spikes, die dich halt jedes Mal rippen. Da würde ich wahnsinnig werden. Ja, ich habe den Fehler gemacht. Du saß da so völlig gechillt, ja, wir machen das jetzt. Let's go, Boys. Ich dachte mir so, okay, mach mal. Ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe es mir auf der PS4 geholt und ich habe halt den normalen DualShock halt von der PlayStation. Und der ist halt für solche Spiele echt am unangenehmsten, weil einfach der DualShock ist für mich so der unergonomischste Controller, den es gibt, weil einfach dass der linke Analogstick einfach in der Waagerechten mit dem rechten ist schon unangenehm. Und ich habe einfach nach 4 Stunden unfassbar krasse Handkrämpfe bekommen. Wenn du halt nicht Kinderhände hast, dann ist der DualShock einfach nicht für Erwachsene, so nicht für dich gemacht. Ich hätte es mir auf der Switch holen sollen, wo ich halt den Pro-Controller habe oder direkt auf dem PC, wo ich halt einen Xbox One-Controller habe, meine ich. So, weil die sind halt um einiges ergonomischer. Also falls ihr etwas größere Hände als ein 12-Jähriger habt, dann solltet ihr euch vielleicht nicht auf der PlayStation kaufen. So mein Tipp, nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe. Oder ihr habt halt einen DualShock von Nacon oder so, die halt naja, für einfache Spiele geht's. Aber wenn du halt eben verkrampfst mit der Hand und versuchst wirklich diese pixelgenauen Abstände zu treffen, dann ist der DualShock einfach kacke. Ey, ohne Witz, ich habe du hattest ja gerade das Pro-Pad erwähnt. Ja. Von dem Switch-Moped. Ja. Da habe ich Bayonetta mitgespielt und ohne Scheiß, ich hatte nach Bayonetta hier unten einen blauen Fleck und hier oben einen blauen Fleck. Ich weiß nicht, den seht ihr sogar vielleicht noch so halb. Wow. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe das Ding so verkrampft gespielt und auf die Tasten gehauen, weil Bayonetta meine Hand gerippt ist.
Das hatte ich noch nie bei der PlayStation. Also ja, vielleicht ist deine Hand vielleicht an den PlayStation-Controller. Ja, ich bin halt mit dem PlayStation-Mob jetzt halt groß geworden. Okay, dann revidiere ich meine Aussage, sondern spielt es auf dem System, auf dem eure Hand am besten klarkommt, auf dem Controller. Sagen wir es mal so. Also, für mich sind einfach wo der Analogstick oben ist, für mich gehört der Analogstick einfach nach oben und nicht nach unten. Ja, bei mir ist es halt genau umgekehrt. Also, ich glaube schon, dass es halt super Gewöhnungssache ist und alles andere halt eben eine Umstellung ist, weil der Pro-Controller von der Switch ist halt eben genau deswegen erstmal ein Fremdkörper und PlayStation liegt bei mir halt, das Ding kann ich im Schlaf halt bedienen, relativ locker, ohne da halt irgendwie so einen Krampf in der Flosse zu kriegen. Ja. Aber ja, Celeste, gutes Spiel. Also das ist tatsächlich so in den letzten 2 Jahren der erste Plattformer gewesen, der mich wirklich ein bisschen, obwohl ja gut, Hollow Knight war auch ganz gut, aber das sehe ich weniger als Plattformer, das ist für mich mehr Metroidvania. Ja, so. Als Metroidvania hätte ich Hollow Knight durchgespielt. Ja. Es war aber doch schon sehr viel Plattforming, wo du halt auch so Skilljumps aneinander rein musstest mit Dashen. Echt? Und Zwischendingern. Deswegen habe ich Hollow Knight nicht zu Ende gespielt. Okay. Die Metroidvania-Aspekte haben mir super viel Spaß gemacht. Die Boss-Battles, das Backtracking, die Gadgets halt finden. Aber halt diese Skilljumps dazwischen, die du machen musstest, um halt erstmal da wieder hinzukommen. Ja. Das hat für mich den Spielspaß gekillt, weswegen ich irgendwann gesagt habe, ich muss abbrechen, sonst fange ich an zu ragen, weil ich genau das halt eben nicht kann. Ja, ja gut. Aber ja, das wäre noch einer. Aber Celeste ist, das wollte ich nur sagen, ist ein sehr guter Plattformer. Kann ich nur empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht. So, noch was gespielt? Monster Hunter und am Freitag habe ich mir, aber da werden wir gleich noch drüber sprechen, weil das kommt tatsächlich erst im ersten Quartal, der ja jetzt im März endet, planmäßig raus, habe ich House Flipper gespielt. Aber da reden wir gleich. Mehr dazu später. Genau. Nein. Ja, es ist ein sehr schönes Spiel. Oh, Shadow of the Colossus. Ja, richtig. Das habe ich auch gespielt. Und, wie fandest du? Sehr gut. Also das habe ich auch gespielt, kann ich schon mal vorweggreifen. Also Shadow of the Colossus haben wir auch durchgespielt. Ich fand es mega. Und es war halt auch wirklich gut steuerbar im Gegensatz zum PS3 Remake. Nee, Remaster war es ja da. Mhm. Jetzt war es ja das Remake. Und ich hätte mir gewünscht, dass Last Guardian dieselbe Steuerung gekriegt hätte wie Shadow of the Colossus, weil ich fand die nochmal, Gesundheit, besser als Last Guardian. Also sie war halt deutlich fluffiger, fand ich. Und es hat richtig Bock gemacht. Also wir hatten ein paar coole Streams. Ich habe trotzdem immer noch über Kamera und Steuerung geraged ein bisschen, aber nee, gut. Ich tatsächlich gar nicht. Es also das war für mich völlig okay. Ja. Es ist ein schönes Spiel. Wunderschönes Spiel. Ja. Kurz und knackig. Und die Story nimmt tatsächlich so zum Ende hin dann auch einen mit. Ja, wenn du fertig bist. Ich hab jetzt und du? Ja, und ich, genau. Dann triggere ich jetzt direkt mal den Chat. Ich habe Monster Hunter durchgespielt. Soll heißen, tatsächlich halt, bis zu den Credits halt. Sehr cooles Game. War mein erstes Monster Hunter. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Für mich hätte es tatsächlich eine Spur schwieriger sein können. Insgesamt bin ich, glaube ich, nur 3-mal gestorben. Gestorben heißt für mich tatsächlich Mission abgebrochen, zurück, nochmal neu starten. 3-mal und das war am Ende vom Normal Rank und den gesamten High Rank halt nicht einmal irgendwie gefailed. Hätte eine Spur schwieriger sein können, war ein cooles Game, knapp 200 Stunden, gut, zieh mal irgendwie ein paar Stunden AFK, Idle Time ab, aber so roundabout um die 200 Stunden damit verbracht. Ja, would play again, also definitiv ein cooles Game. Ja, ein bisschen erholt nach Leipzig, nach der Remake, weil auch angeschlagen gewesen mit Erkältung, da ein bisschen auskuriert, dann noch Kurzurlaub gewesen, Hasi hatte Geburtstag, da waren wir dann tatsächlich noch beim Kurzurlaub. Zwischendurch einen neuen Streaming-Rechner noch gebaut. Das hat auch jetzt 14 Tage gedauert, bis er so eingestellt war, wie ich das haben will. Da fließt dann auch immer viel Zeit rein. Ja, und ansonsten noch Shadow of the Colossus hatten wir. Bayonetta 1 und 2 auf der Switch habe ich halt noch durchgespielt. Fand ich sehr, sehr geil. Performance war richtig gut. Ich kannte es vorher nicht. Ich hatte es kurz mal auf der PlayStation 3 damals gestartet. Da im Intro war Framerate von unter 20 FPS, wo ich gesagt habe, okay, das brauchst du hier auf der PlayStation 3 nicht spielen, weil das macht keinen Bock bei dem Game. Auf der Switch war es, ich will jetzt nicht sagen rock solid, aber mir ist halt wirklich nicht viel an Framedrops aufgefallen. Also sehr, sehr fast stabile 60 FPS in beiden Teilen. Erster hat mir ein bisschen besser gefallen als der zweite. Der zweite ist optisch, technisch schöner, aber so vom Gesamtpaket fand ich den ersten halt ein bisschen geiler. Freue mich auf den dritten, den würde ich dann auch definitiv dann sofort spielen, wenn er rauskommt. War ein cooles Erlebnis, halt totaler Overkill.
du kriegst irgendwann so einen Tunnelblick und starrst nur noch in die Mitte, um halt auszuweichen, um zu kloppen, ist wahnsinnig schwierig zum Streamen, weil du halt null auf den Chat halt achten kannst, weil permanent irgendwas passiert. Aber ja, war verwirrend, aber geil. Und das war eigentlich dann auch schon der März. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch was gespielt habe. Ich glaube nicht, weil wir hatten eben mit Rechnerbauen, Krankheiten, Urlaub ist auch ein bisschen was ausgefallen zwischendurch. Aber wie gesagt, das waren so die Games, die wir uns halt eben angeguckt haben. Du würdest auch wahrscheinlich WoW Classic bis 60 spielen und in dem Moment, wo du Level 60 bist, hast du es durchgespielt. Nein, da gab es ja noch die Instanzen. Naja gut, es gibt auch noch Bosse, die du noch nicht gesehen hast in Monster Hunter World. Was ja nicht wahr ist. Es ist derselbe Mob, nur noch mal schwieriger. Nee, ich meine auf Level 50 wird dann tatsächlich ein komplett neuer freigeschaltet. Also Chat meinte, dass es derselbe ist, nur noch mal in quasi schwerer. Okay. Ich bin geendet mit Jagdrang 44, 45. Das heißt, ich müsste halt eben noch mal jetzt 5 Level irgendwo grinden oder farmen. Mit halt eben Content, den er mehr oder weniger schon mal gesehen hat, ist nur um dann nochmal die Quest machen zu können. Ja, wir spielen zwischendurch abends immer nochmal ein Stündchen im Multiplayer, hängen mal hinten dran irgendwo, wenn halt gerade nichts zu tun ist. Würde ich mir gerne eben nochmal angucken, weil viele gesagt haben, das Ding soll schwer sein. Ja gut, aber nur weil jetzt nochmal ein Mob dann irgendwo kommt, ändert sich nicht das komplette Meinungsbild oder das Review, dass das Spiel halt insgesamt für mich persönlich eine Spur hätte schwieriger sein können, auch wenn der Mob hier bummschwer ist. Das ist aber ja mehr oder minder optionaler Content, der hinten dran kommt, wie in Xenoblade, wenn du sagst, ja, du willst halt den 99er T-Rex noch umhauen. Ja, klar, ja. Da musst du dann auch erstmal farmen gehen, aber brauchen tust du den halt nicht. Ja. Ich verstehe, was du meinst. So, bei Monster Hunter World fällt mir halt auf, dass es eins dieser wenigen Spiele ist, bei dem mir der Gameplay-Loop schon direkt am Anfang eigentlich bewusst ist und ich ganz genau weiß, ich mache jetzt eigentlich die ganze Zeit nur das Gleiche. Und ich mache eine Mission, dann besiege ich den Boss, ob ich es jetzt mit anderen gemacht habe oder alleine. Ich habe ihn besiegt, bekomme die Sachen dafür, die ich dafür haben möchte, komme dann wieder zurück ins Hub, lauf da meine Orte ab, also hol die Ernte ein, die Palikos hole ich nach Hause, wenn die wieder angekommen sind. Wenn dir das Schiff gerade im Hafen ist, dann kaufe ich die Sachen ein. Das sind immer wieder die gleichen Sachen. Aber es macht trotzdem unfassbar viel Spaß, sodass man nach 100 Stunden, obwohl man die ganze Zeit nur das Gleiche macht, trotzdem es immer wieder machen möchte. Weil man wird die ganze Zeit halt so langsam immer besser. Und dass es zu leicht ist, kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht ein bisschen mehr zwischendrin gegrindet hast, aber ich habe tatsächlich bei den vorletzten Bossen, also diese drei Drachenältesten, die man Ältesten legen muss, bei denen habe ich wirklich Probleme. Also zum einen bei Nergigante, der ist ja jetzt, glaube ich, doch, der ist auch ein Drachenältester, ne? Der gilt, glaube ich. Nergigante hat mir wirklich Probleme gemacht, aber da war ich sehr unvorbereitet. Also dann musste ich tatsächlich Nergigante erstmal aufs Abstellgleis stellen und erstmal ein bisschen Rüstung grinden gehen. Und dann habe ich ihn gerade so gekillt mit 2 Toten. Und hier der Windkollege. Also der war richtig, den will ich auch nie wieder machen. Also den habe ich einmal gemacht. Um deine Frage zu beantworten, nein, ich wurde schon geflamed, weil ich keine großartigen Waffen und Rüstung gefarmt habe. Okay. Viele haben das halt eben gemacht und spielen halt eben so als Farming-Simulator-Game. Und ich bin tatsächlich so gefühlt 3/4 des Games mit Knochenrüstung rumgelaufen. Hab die halt immer nur mit den Rüstungskugeln aufgewertet, aber ich habe die halt komplett getragen und ging trotzdem. Okay. So im Nachhinein haben viele halt gesagt, ja, eventuell liegt es halt eben so ein bisschen an der Dark Souls-Erfahrung, dass man halt weiß, wann man, ne, ein bisschen Gegner beobachten, Moveset, Openings raussuchen, kloppen, zurückziehen. Ich habe es halt sehr, sehr defensiv halt gespielt, wie ich halt eben auch Dark Souls gegen Bosse halt spielen würde. Mhm. Und welche Waffen hast du benutzt? Ich wollte gerade fragen. Morph-X-Dings. Ah, okay. Ich habe Dual-Kling. Wenn ich dran bin, bin ich dran. Geh nicht mehr weg. Ja, gut. Absolut. Greedy und dann bin ich auch mal tot. Das ich habe angefangen mit der komischen Insektenglaive, die ich eigentlich vom Moveset ganz cool finde, weil ich halt eher so schnelle Waffen mag. Da mochte ich halt diese Buff-Mechanik halt nicht, weil ich hatte am Anfang das Problem, du stackst halt die 3 Buffs hoch, das dauert halt, sage ich mal, jetzt gefühlt so 20, 30 Sekunden, dann klopfst du auf den Mob rum und dann geht er und dann läuft der Buff wieder aus und dann fängst du wieder an hoch zu stacken und das war mir irgendwie zu müßig und dann haben wir so nach irgendwie, was war das, keine Ahnung, 20 Stunden irgendwie auf die Morph-X gewechselt und die habe ich dann bis zum Ende halt durchgezockt. Okay. Ja, ich habe halt auf den Hammer gewechselt, der sehr offensiv ist. Das Problem beim Hammer ist, wenn du einmal im Angriff bist und was ich mit dem Hammer mache, ist diesen 360-Grad-Angriff.
wenn ich in dem Dreh drin bin, dann habe ich halt diese 3-4 Sekunden, wo sich mein Charakter dreht, wo ich nichts anderes machen kann. Spin to win. Ja, genau. Es ist tatsächlich Spin to win. Aber ich kann halt währenddessen nicht ausweichen oder sonstiges machen. Das heißt, während ich angreife, greife ich auch an. Und wenn sich der Boss, und der Gigante ist halt so jemand, der hüpft hoch, fliegt hoch und kommt direkt auf einen zu und ist super schnell hin und her auf der Map. Und ja, dann ist man halt tot, ehe man überhaupt ausweichen kann. Das ist das Problem. Ist wahrscheinlich auch sehr abhängig von den Waffen, die man benutzt. Das kann natürlich sein. Also Kleve hatte ich ausprobiert und Kleve ist nicht so ganz meins. Bogen ist auch nicht so ganz meins. Aber Jagdhorn. Dieses Dudelsack-Teil. Jagdhorn. Du spielst Melodien und buffst damit die komplette Gruppe. Das Ding ist mega. Ich habe diese Arenen gemacht. Die finde ich halt gut, aber ich selbst möchte das Ding da nicht blasen. Das ist mega. Nee. Das ist echt gut. Ne, du haust auch gleichzeitig den Schaden raus, klar, während du das spielst. Nee, das fand ich eine sehr interessante Waffe. Wahrscheinlich von vielen unterschätzt, aber eine sehr interessante Waffe. Ja, im Gruppenspiel halt super nützlich. Also wenn du halt von 4 Leuten halt einen dabei hast, der das Ding halt eben hat, was mit Ohrstöpsel-Buffen, mit HP-Regeneration, ist es halt super nützlich. Also klar, hätte ich gerne immer einen dabei. Aber selbst spielen, nein. Ich hoffe, dass als nächstes ein Monster Hunter MMO für den PC rauskommt. Nach Europa. Ja, das wollte ich gerade sagen. Gibt's ja schon, nur jetzt halt hier nicht im Westen. Bringt mir ja nichts. Nix MMO. Ja, Monster Hunter ist ja schon ein halbes MMO. Also, nur dass man halt immer nur zu viert alles machen kann, vielleicht. Zum Glück. Und es gibt keine Instanzen. Stell dir vor, es wird noch Instanzen geben. Alles ist eine Instanz in Monster Hunter. Nein, aber so im Sinne von WoW-Instanzen, dass du halt anfängst und dann zwischendurch halt eben Boss hast und dann den Endboss der Instanz, der dann nochmal wieder was Besonderes droppen kann. Vielleicht jetzt halt eben nicht nur Crafting-Zeug, sondern vielleicht auch direkt schon komplette Waffen oder so. Mit einer gewissen Chance oder so. Ja, genau sowas. Oder Rüstungsteile oder was weiß ich. Also Skins, verschiedene Skins oder sowas. Also das wäre schon noch besondere Haustiere für sein Zuhause. Für Pugi. Oder für Pogi, da habe ich jetzt gerade alle Klamotten. Ne? Ich wollte es die ganze Zeit nicht machen, jetzt habe ich es halt doch gemacht. Ja. Gibt schon genug zu tun. Ich hätte trotzdem gerne noch mehr. WoW-mäßig mehr. Ich hätte halt noch weitergespielt, um jetzt nochmal ganz klar meine Motivation bei solchen Spielen halt zu sagen. Mich motiviert halt, ich messe mich gerne mit Gegnern oder Bossen. Das heißt, wenn ich die halt nicht schaffe, mich darauf vorzubereiten, um sie dann umzuhauen. Ja. Und wie gesagt, so großartig, wenn halt eben nachher nichts mehr kommt oder es nur noch dieselben Mobs nochmal schwieriger sind, weil sie mehr Schaden rausdrücken, Schwanzfeger mehr haben oder weniger Schaden kassieren, das finde ich dann nicht mehr so super motivierend. Hätten sie jetzt einfach nochmal 20 neue Mobs, wie vielleicht mit dem DLC irgendwann kommen, klar, dann gucke ich auch nochmal gerne halt rein und möchte die Mobs halt eben auch nochmal umhauen. Aber jetzt halt nur nochmal eben dasselbe um des Farmens willen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich brauche alle Sets, alle Waffen. Wofür? Es gab ja in den vorigeren Teilen für die Wii gab es sogar Unterwasserkämpfe. Ja, das stelle ich mir schwierig vor, muss ich sagen. Ja, so 360 aber das wünsche ich mir noch. Finde ich cool. Das würde ich mir noch wünschen. Total lost. Und mehr Monster. Mehr Monster. Ich meine, sie kriegen es jetzt schon ganz gut hin, Leute einmal die Woche zurückzuholen, weil sie immer diese Event-Quests raushauen und die Beutezüge, die begrenzten und so. Wenn man wirklich das Spiel mag, hat man auch jede Woche was Neues zu tun. Das ist schon ganz cool, jetzt quasi dieses Horizon Zero Dawn Skin freischalten, dass man halt als Häuschen so rumrennen kann. Genau. Schon ganz gut. Also man fühlt sich schon so ein bisschen wie in einem MMO, aber so ein richtiges MMO wäre schon cool. Ja, und DLCs kommen bestimmt dann auch noch. So, ich spiele jetzt erstmal die Story durch. Ich weiß auch noch nicht, ob es mich genug motivieren wird, dann noch nach der Story noch weiter zu spielen. Ich glaube, ich bin dann so ein bisschen wie Sleth. Ich muss jetzt nicht auf Level 100 dann leveln und diese ganzen gehärteten Bosse auch nochmal durchspielen, weil dann habe ich auch wirklich genug gesehen. Aber ich habe trotzdem 100 Stunden Spaß gehabt an dem Spiel. Also. Ja, eben. Ich war ja auch bei 200 Stunden und es war toll. Und es kommt, denke ich mal, auch bei mir so auf die Top-10-Liste der Game of the Year-Kandidaten. Ja. Weil es war für eines der ersten Spiele jetzt direkt im Jahr schon ein sehr, sehr starker Titel. Weil so mal eben 200 Stunden irgendwo drin versinken macht man nicht, wenn das Spiel halt kacke ist. Ja. Cooles Spiel. Sehr cooles Spiel. Hat nicht enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir noch Nils. Und du? Hast du gespielt? Alles Mögliche. Ich habe diesen Monat, ich habe diese Woche, die letzten 2 Wochen echt viel gespielt, weil gerade so ein klaffendes Loch ist, finde ich.
Ich habe von Bayonetta bis hin zu Zelda bis hin zu Dark Souls. Alles einen Tag? Ja. Ja, es ist halt, wenn dann, also jetzt gerade ist so eine Phase, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt, wo ihr gar nicht wisst, was ihr spielen sollt. Ja. Und irgendwie alles erscheint euch uncool. Und ich habe mich gestern, nee, vorgestern habe ich mich dazu entschieden, ich mache jetzt nie wieder länger als eine Stunde IRL maximal. Weil mich das auch ankotzt. Ich habe die letzten, ich glaube, ich habe 1180 Stunden IRL. Und das ist zu viel. So. Witzig, dass du das sagst, ging mir auch letztens. Also ich starte momentan sehr viel schneller das Spielgeschehen. Also es Ich sag macht. hallo, da bin ich drin. Ja, nee, ich rede noch so 20 Minuten, dreiviertel Stunde, wenn ich lange weg Plant ihr war. das Aber wirklich? ansonsten, Also. nee, plan nicht, aber Nee. ich versuch einfach ein bisschen zackiger zum Weil ich Zocken finde, zu das kommen. ergibt sich. Wenn halt coole Themen da sind, mache ich gerne länger am Anfang IRL. Wenn halt eben keine Themen da sind, dann geht es halt schneller ins Spiel. Ich mache das halt Aber ich glaube, situationsabhängig. dein IRL geht trotzdem noch nicht so lang wie unser. Ja, gut, das ist richtig, Drei, weil ich halt vier irgendwann spielen. Stunden. Nee, ich will ja auch irgendwann spielen. Ja, siehst du, das kann halt doch mal passieren. Also von dem her. Aber mein Wobei. absoluter Favorit war, um das noch zu sagen, ganz Goran Ganoli. Das hast Eins du heute und, gespielt, ja, ne? und gestern. Unglaublich geiles Spiel. Das hat so viel Bock gemacht. Das ist ein 12-Euro-Titel. 9,99 der erste und 13, 12,99, 13 der zweite. Puh, war das gut. Also das Kommt da war nicht ein wirklich ein zweiter Spiel. Teil oder gibt's den nicht Der schon? ist schon draußen, ja. Ah, okay. Das war so, glaube ich, das Highlight über die 2 Wochen. Der Rest war alles so, dieses klaffende Loch, ich brauche was Neues. Oder sagen wir mal so, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Und die Leute schlagen dir 300.000 Spiele vor und die sind eigentlich alle cool, aber dann so, nee, hab ich keinen Bock drauf. Hab ich auch keinen Bock drauf. Nee, will ich auch nicht. Wobei Ja, Zelda war cool. es ist halt so die Back-Catalog-Zeit. Also das heißt, es ist jetzt kein Hype-Game, wo du sagst, hey, yo, let's go, das machen wir jetzt, sondern eher so, ja, könnte man machen, ist halt Back-Catalog. Aber wie Der gesagt, Katalog ist aber schon sehr dünn bei mir. Da ist echt? nichts mehr. Ja, Ja. gut, bei mir nicht. Ich habe noch so viele Spiele, die da letztendlich drinstehen. Es fehlt dann letztendlich so der finale Anreiz zu sagen, okay, das machen wir jetzt, weil es halt eben jetzt nicht super gehypt ist. Aber klar, einfach irgendwann dann hinsetzen, anfangen, durchspielen. Sie hat gesagt, Zelda ist cool. Unterbrecht ihn bitte nicht. Fahre fort. Oh Mann. Ja. Ich habe gestern bei Zelda reingeguckt und habe es jetzt das erste Mal, glaube ich, 2 Stunden alleine gespielt, also selber. Das ist gut. Also gameplay-technisch bietet das schon. Kann man nicht sagen. Ist nicht scheiße. Obwohl Nintendo trotzdem Kackverein ist, ne? Das sage ich jedes Mal. Aber das ist echt nicht schlecht. Kann man nicht sagen. Also, wobei ich muss, bei der Switch muss ich gestehen, es ist ein Handheld und auf dem Bildschirm, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mein Bildschirm 1440 ist, aber das Kantenflimmern ist ja unter aller Sau. Das war im Bayonetta, war das auch so. Und Bayonetta hat mich auch echt ganz schön aus der Latschen gekracht. Das war ein unglaublich tolles Spiel. Ist Na, nur ist leider, muss halt. ich gestehen, nichts für den Stream, weil da einfach zu viel passiert und du da epileptische Anfälle kriegst. Und Ist halt sobald du den Controller in 720p der Hand hast, halt, ist ne? es halt was anderes, weil du weißt, was auf dem Bildschirm passiert. Wenn andere Leute das sehen, ist ungefähr so ist Bayonetta beschrieben. Also ich habe mir das danach versucht, nochmal selber bei mir anzuschauen und habe auch festgestellt, nee, das spielst du nicht nochmal. Ja, aber Das ist dasselbe too Problem much. habe ich, Nils, um das mal zu sagen. Viele Leute sagen ja, sie gucken oder spielen selber gerne PC Gaming, Shooter oder whatever. Und ich kann zum Beispiel sehr, sehr schlecht im Stream PC Gamer gucken, weil die rennen durch diese Spiele nur am gucken, links und rechts in 60 FPS. Der Spieler selbst weiß natürlich in dem Moment, wo er hinguckt mit der Maus, du aber als Zuschauer nicht und du sitzt da und denkst dir nur so, oh mein Gott, ich krieg Motion Sickness. Also. PC-Gamer gucke ich wirklich nicht gerne, wenn die halt so rumrennen wie die letzten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da gucke ich dann lieber wirklich Leute, die halt mit einem Pad spielen, weil da ist halt das Aim, also das links und rechts hin und her gucken, deutlich gechillter, wo man halt als Zuschauer deutlich mehr folgen kann. Das ist halt nicht nur bei Bayonetta, sondern auch bei vielen PC-Spielern, die halt eben mit ihren Maus und 12 Milliarden DPI links und rechts in einer Sekunde hin und her gucken. Hast du mich aber noch nicht Dark Souls spielen gesehen? Da Aber kriegst du auch Motion Bayonetta ist schon Sickness. noch dreimal schneller so. Ja, also um das abzurunden, dass wir in die Spiele kommen, wir sind schon so lange am Quaken. War eine interessante Woche.
freue mich, wenn neue Sachen rauskommen. Warte, sehnsüchtig. Nachdem Was jetzt... kommt denn so Neues raus? Oh, ich freue mich auf, am 15. kommt, ach so, nein. du bist doof. Wow. ich wollte schon mit einem Monat rein. Ah, schön. Ja, Mensch, Spoiler Alert. Spoiler Alert, piep! Ey, wir können hier leider nicht rauspiepen. Ja, dann mach ich mal den Anfang, wenn wir so weit durch sind, wa? Fängt direkt tatsächlich so das erste Spiel im März, was rauskommt, werte Freunde, ist tatsächlich direkt mal schon mal nichts für mich. Und zwar am 6.3. Das heißt, jetzt direkt kommende Woche geht's los. Für viele wahrscheinlich ein absolutes Highlight, die es auf den Konsolen vorher nicht spielen konnten. Final Fantasy 15 kommt endlich auf den PC. Ja, war jetzt nicht unbedingt mein Spiel, aber ich denke mal, viele wird es freuen. Ich glaube, bis zu 4K-Assets soll das Ding haben, also eine native 4K-Auflösung soll auf dem PC halt möglich sein. Also schön sieht das Spiel definitiv dann aus. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Eventuell haben wir hier von den anderen dreien noch Final Fantasy. Ich glaube, Dizzy ist Final Fantasy-Fan, oder? Ich? Ja, die Scheiße kannst du nehmen und dir durch den durch die Po-Ritze ziehen und dann kannst du halt im Klo runterspielen, den Scheiß. Also 15 jetzt, ne? Die anderen kenne ich nicht. Ich rede nur von 15. Entschuldigung, ich mag Final Fantasy 15 nicht, nein. Ich werde das aber auch nicht abfällig betiteln, weil ich selber schuld bin. Ich habe es falsch gespielt. Hast du nicht die Kreistaste gedrückt gehalten und bist durch das ganze Spiel durchgewandelt? Jetzt mal ganz kurz, unter uns, ne? Was zur Hölle ist mit Nintendo los? Warum müssen die wie Apple ihre eigene Scheiße machen? Diese Tastenbelegung ist so ultra nervig, dass ich heute in Gunscore und Gagnoli nicht A gedrückt habe, sondern die ganze Zeit B gedrückt habe. Und du sitzt da und denkst so, Nintendo, alle machen das so, aber du nicht. Naja, ich weiß, was du meinst, Dizzy. Die Sache ist nur, die Nintendo hat es als allererstes gemacht und das, wie sie es heute noch machen, immer noch so, wie sie es auf dem Super Nintendo hatten. Als Xbox dann kam, haben sie es umgedreht und alle anderen haben es dann von der Xbox kopiert. Aber eigentlich ist Nintendo und das Original. Kurz erklärt, in Japan bei der PlayStation ist der Kreis bestätigen und X ist abbrechen. Und für uns Wessis haben sie es tatsächlich umgelegt. Also das heißt, die PlayStation-Belegung in Japan ist sogar gleich zu Nintendo. Also das liegt bei uns an dem Westen. Frag mich nicht, warum. Ja, Entschuldigung, fahr fort, also Final Fantasy. Ja, ich selbst kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, PC bzw. PlayStation ist es halt ja schon super lange draußen. Die Leute, die es halt da eben aufgrund von keiner Konsole nachholen wollen, werden sich wahrscheinlich freuen. Ich hatte es auf der Konsole gespielt. Ich fand es jetzt persönlich, wie Nils genau auch gesagt hat, war nicht mein Spiel. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. War mein erstes Final Fantasy und es hat mich jetzt nicht so gut unterhalten. Es sah schön aus, keine Frage, aber da war es dann auch für mich dann schon vorbei. Und deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob Sali da mehr gespielt hat. 100% gemacht. Ich habe mir die Platin geholt im Final Fantasy. Das ist ordentlich. Boah. Aber auch nur, weil du die Dodos reiten wolltest und angeln, oder? Ja, angeln war schon ziemlich geil. War's cool. Das Angeln war halt richtig gut. Das hat mir mega Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich hätte das die nonstop. Ich bin so mit mir am Kämpfen, mir so eine VR vielleicht zu holen. Weil es ja das Angelspiel gibt von Final Fantasy und noch zwei, drei andere Sachen, aber das hat schon Spaß gemacht. Das war okay. Ich habe Spaß gehabt. War unterhalten, aber es ist jetzt keins, wo, wenn ein Remake irgendwann für die PlayStation 6 rauskommt, wo ich sage, naja, vielleicht auch, weiß ich noch nicht. War eine leichte Platin, also von dem her war jetzt gar nicht so lang für die Platin. Oh mein Gott. Mal gucken. Die ganzen Add-ons dazu, sind, glaube ich, schon alle erschienen, ne? Ich habe kein einziges Add-on gespielt. Das heißt übrigens Chocobos, nicht Dodo, Entschuldigung. Ich weiß, dass das Chocobos heißt, ja, aber ich lasse dir Dodos doch deinen Spaß. Ja, passt schon. Ihr wisst doch, was ich meine, diese ollen Viecher, die man da anmalen kann. Entschuldigung. Anmalen kann? Ich bin ungebildet. Da konntest du nicht anmalen irgendwie? Die Vogelstrauß-Mopeds oder was? Ja. Der Chocobos. Ja. Ja, whatever. Warum hat man, das habe ich auch nicht verstanden, ne? Aber warum hat man so ein richtig fettes Cabrio mit der Stereoanlage des Todes mit Dolby 7.1 Atmosphäre und dann reitet man auf einen Dodo? Weil du mit denen fernab der Straße reitest und nicht mit dem Auto. Ja, das ist sowieso auch so ein Quatsch. Warum machen sie die Straße rechts und links zu? Das Autofahren hat gar keinen Spaß gemacht.
Das war Open World und man kann damit nicht so von der Straße runter. Oh, ich erinnere mich, das Autofahren war zwischendrin anstrengend, besonders wenn es abends geworden sind und dann sind die Viecher auf die Straße gesprungen, dann konnte man nicht weiterfahren. Ja. Und ja, ich erinnere mich, das war nervig. Richtig. Einfach durch oder ab in den Pampa mit den Viechern. Braucht man auch die Schokobos nicht. An ein, da bin ich wirklich fast geraged. Szenario war, wir hatten irgendwo eine Nebenquest am Arsch der Welt in Final Fantasy, ja? Aber bitte nicht über den Content reden, weil... Nee, ich bin morgens losgefahren. Die Autofahrt dauerte 10 Minuten, die konntest du nicht skippen, weil du das erste Mal dahin gefahren bist. Saß halt 10 Minuten und musstest die Zeit totlabern. In der Zeit ist natürlich die Ingame-Zeit weiter fortgegangen. Dann bist du halt zu dieser Quest gegangen, was auch nochmal so gefühlt eine halbe Stunde war, bis du angekommen bist. Dann ist es dunkel geworden, aka Nacht, und die Quest musste tagsüber gemacht werden. Das heißt, du musstest dann wieder zurück zu Erzsovka Camp die Zeit verstreichen lassen, dass du am nächsten Morgen dann wieder hochlaufen konntest. Ich habe gedacht, ich flipp aus. Also das war auch so eine Designentscheidung, wo ich dachte, Alter, warum? Ist mir einmal passiert. Das Auto, die Boyband... Das Ach, gegen die Taste gedrückt halten, um das Spiel zu gewinnen. Das sind alles so Gründe für mich, so ein Spiel nicht zu spielen. Da spiele ich lieber 10 oder 12 und habe halt mehr Spaß. Obwohl das Kampfsystem tatsächlich in 15 für mich persönlich interessanter aussieht, als in den Vorgängern, aber Die Cutscenes waren gigantisch gut. Ja, Final Fantasy. Das ist, ja. Da also brauchen wir nicht drüber reden. Da hatte ich schon ein Ständerchen. Oh, und Cindys deutsche Stimme. Fandest du die gut? Diese dunkle? War das wo sie klingt wie eine Cracknote. Das fand ich jetzt also... Nee. Ich habe ihre dunkle Stimme gemocht. Alle so boah, die klingt... Ach so, die vollbusige Dame, die wie Scarlett Johansson klingt. Ja, Scarlett Johansson in 50 Jahren vielleicht. Was so schlimm, wir waren wenn doch sie Zigarre raucht. Ja, was denn, die war ein bisschen ölig, war ein bisschen rau und Kreide war auch noch drin. Ein bisschen ja, aber hier. Sie sieht aus, als wäre sie halt gerade so 17 Jahre jung. Ja, ist doch alle Johansson ist doch genauso. Ich erinnere mich gerade, immer wenn ich Pause gemacht habe, um mal aufs WC zu gehen oder zur Küche, habe ich mich immer dort... Ja, aufs WC. Wie waren eigentlich die Toiletten auf der DreamHack dieses Jahr? Sehr gut, genauso wie letztes Jahr. Was sagst Samstag du denn? Ein bisschen sagst voll. Du nicht WC? Ja. Nee, das war so... Ich sag Klo. Du gehst aufs Klo. Oder Scheißhaus. Ja, also als ich Pause gemacht habe und zur Latrine geschritten bin oder zum Kühlschrank, habe ich mich immer dorthin und habe in den Ausschnitt so reingezoomt. Ich gesagt, so, kurz Pause. Du, war keiner weg, ne? Ansonsten, wenn du so 5 Minuten Pause machst, sind immer so 40 Leute weg, aber da war alle waren da, war super. Danach habe ich einen Screenshot gemacht und habe einfach den Screenshot nur noch. Da musste ich nicht mehr den Weg dahin machen. Du bist ja ein kleiner Fuchs, du. Hat gut funktioniert. Kurz Pause und dann die Brücke so, ne, in den Ausschnitt. Klingt ja. Per soliden Pause-Idee. 6.3. Final Fantasy. Können jetzt dann auch die PC-Spieler ihre Pause-Button selbst designen? Das nächste Spiel. Eventuell hat es von euch schon einer gespielt. Es ist nämlich schon länger im Early Access draußen. Hört auf den Namen Northgard. Ist ein Echtzeitstrategiespiel. Kommt jetzt als Full Release. Tatsächlich nach nur 8 Monaten Early Access. Was relativ kurz ist für einen Early Access. Kommt es jetzt tatsächlich am 7.3. final raus. Und da würde ich dann auch ganz gerne reingucken. Ich habe es im Early Access ausgelassen, weil es mittlerweile so viele Early Access Titel gibt. Dass ich dazu übergegangen bin, zu warten, bis sie halt final released werden. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, sah ganz cool aus. Ich weiß nicht, ob es einer von euch tatsächlich schon gespielt hat und mehr sagen kann. Ansonsten, ja, halt eben tatsächlich Aufbaustrategie. Wie ich auch jetzt im Spiel zu sehen. Und? Ja, ist geil. Also, kann man machen. Ich finde, mir fehlte da so ein bisschen die Story. Multiplayer habe ich jetzt auch mal ausprobiert gegen andere. Das war auch eigentlich sehr schön und solide. Es hat Spaß gemacht. Also es ist grundsätzlich ein gutes Spiel. Und ich muss sagen, es ist bemerkenswert, dass das nur 8 Monate Early Access waren. Ja, deswegen habe ich es eben ja auch nochmal jetzt erwähnt, weil in der heutigen Zeit, wo 2, 3, 4 Jahre mittlerweile ja eher so die Regel werden, also sprich, die hatten halt eben anscheinend ein gutes Konzept, haben da durchgezogen und sind dementsprechend dann jetzt auch fertig geworden. Ich wünsche denen viel Erfolg. Also ich hoffe, es kommt gut an.
Ja, ich werde mal reinschauen. Also, wie gesagt, früher habe ich solche Titel gerne gespielt und das so, was man eben von den Videos und den Streams halt sehen konnte, hat mich halt eben gehuckt. Da mal ein bisschen Zeit halt drin zu versenken, why not? Kann man machen. Aber eine Story ist eigentlich geplant, oder nicht? Ja, Ist die noch nicht für mit den drin? Release soll Story kommen. Ach so, Genau. okay. Und die ist dann auch komplett da. Nicht jetzt wie bei Long Dark, wo dann irgendwie nur die Hälfte Das ist die geliefert wird. Frage, das ist die Frage. Deswegen nochmal nach dem Release halt reingucken, was letztendlich wirklich dann drin ist. Weil selbst Long Dark, ich dachte, es wäre auch fertig, bis ich dann halt von den Leuten, wo ich es geguckt habe, gehört habe, nee, nee, es ist nur der erste Akt oder so, der jetzt halt drin ist und der zweite Akt kommt dann irgendwann soon. Okay, warum? Das fand ich dann auch nicht so gut, dass sie es dann halt eben Full Release nennen, wenn es halt ja noch gar nicht full ist. Das hat mich auch geärgert. Ich weiß noch nicht mal, ob es fertig ist bis jetzt. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, keine Ahnung. Long Dark habe ich nichts von gehört bis jetzt. Muss ich zugeben. Also Das wahrscheinlich dann übernehme immer ich. noch nur Akt 1. Ja. Oh. Ersten zwei Episoden von vier, Ja. glaube ich. Ich warte, bis alles raus ist dann. Ja, genauso mache ich es mittlerweile halt auch. Also, weil ich finde es halt schwierig. Du spielst es halt, dann bist du ein halbes Jahr raus und dann kommt irgendwie ein Update, dann kannst du wieder von vorne anfangen, weil dein Savegame natürlich nicht mehr funktioniert. Ja. Dann spielst du es nochmal, ist aber immer noch nicht fertig. Nach einem weiteren halben Jahr, du spielst die Spiele ja dann quasi drei, vier Mal. Deswegen einmal, wenn es halt fertig ist und dann go, go. Ist noch nicht draußen übrigens. Also 3, 4 und 5 Episode von Long Dark wird noch nachgeliefert. Ja, dann. Aber gut, wir reden jetzt von Northgard, ne? Ja. Also Eben. vermutlich. Wie wär's denn mal mit einem neuen Battle Royale? Ja, habe ich im Angebot Das, für dich. worauf die Welt gewartet hat. Ich Endlich. fand, es sah interessant aus. Ich fand es schon interessant, als ich es auf der E3-Präsentation gesehen habe. Das Ding, was am 9.3. rauskommt, hört auf den Namen Darwin-Projekt. Klingt ja so ein bisschen nach Evolutionstheorie. Kommt in den Early Access. Ein weiteres Battle Royale-Moped. Mit Pfeil und Bogen und ziemlich stilisierter Grafik, würde ich mal nennen. Also, ich fand, es sah cool aus, weil ich diesen Grafikstil halt sehr, sehr mag. Ich bin nur leider kein Battle Royale-Fan. Eventuell können wir das vielleicht bei Dizzy dann irgendwann mal im Stream sehen, wenn er sich das anschaut. Wobei er rümpft gerade die Nase. Er mag den Ziel anscheinend nicht. Ich mag halt so dieses Quietschbunte. Das ist halt, keine Ahnung. Er hat mich so ein bisschen an No Man's Sky erinnert. Spielt irgendwie in so einer Polarwelt, wo halt irgendwo die Menschen abgesetzt werden und da ums Überleben halt kämpfen. Und das Ganze kommt wieder am 9. in den EA. Ja, okay, vielleicht gucke ich mir. Ja, ich gucke mir das bestimmt mal an. Ich habe ja eh gerade nichts, von daher. Ja, komm, aber nur weil du so nett gefragt hast. Ich packe mir das jetzt zu der Liste und dann. Hey, Ich gucke mir das mal an, okay? Vielleicht ist das ja cool. Okay. also Okay, für dich. ich persönlich muss sagen, ich gucke Fortnite gerne momentan. Und zwar den Battle Royale Mode. Ich weiß, Fortnite ist eigentlich was ganz anderes und alle reden von Fortnite nur von Battle Royale, weil es kostenlos ist und bla bla bla. Das Wenn ich andere gibt es doch Fortnite gar nicht sage, mehr. meine ich den Battle Royale Modus, weil alle den Battle Royale Modus meinen. Und das kommt gerade im richtigen Moment raus, weil Fortnite wirklich hier oben gerade ist. Fortnite peakt gerade. Kann nicht weiter runterfallen, weiter hochsteigen. Das Kann kommt noch, eigentlich warte nur mal. fallen. Warte mal ab. Mit Twitch Prime gerade, mit den Loots und so, das geht richtig nach vorne. Warte mal ab Ja, jetzt. eben. Ja, aber meinst du Deswegen nicht, die sind steigt ja aber, gerade? die Das. machen bei Fortnite, um das kurz mal den Bogen zu legen, die machen halt gerade alles richtig, weil die laden sich Influencer ein, die arbeiten mit den Influencern und da wird regelmäßig gepatcht, viel gearbeitet und so, haben nicht so viel Cheater. Aber meinst du nicht, dass jetzt das neue H1Z1 Auto Royale alles hier verändern wird? Oh nein. Das Gut, aber was? zurück zu Darwins Project. Die Auto Frage. Royale, Battle Royale mit Autos. Das hat doch ein neues Update bekommen, wo du halt mit vier Leuten in einem Auto sitzt. Einer fährt die Karre und drei andere schießen aus dem Auto. Das Und du letzte kannst nicht Auto, was überlebt, aussteigen, hat oder was? gewonnen. Ja, Nee. genau. Ach so. Das ist eine gute So, Idee. ja, Also. H1Z1. Mal Go, gucken, also go. ich meine, da bei Battle Royale wollen ja sowieso, denke ich, viele mit auf das Brett aufspringen. Ne? Ja, Der Hype klar. ist da, so, die Leute sind gierig da drauf. Was ich gesehen habe von Darwin Project, sieht es gar nicht so uninteressant aus. Es ist bunt, quietschig, so wie eben Fortnite auch. Das passt natürlich gerade. Und es hat halt, also was ich gesehen habe, es hat momentan nur tatsächlich Pfeil und Bogen wohl. Das finde ich interessant, weil ich bin persönlich mag ich Pfeil und Bogen sehr gerne im Gegensatz zu automatischen Schusswaffen, was ich nie so gerne Ja, ist gucke. vielleicht so eine Mischung aus The Culling und Fortnite in einem, so Genau. irgendwie. Ja. Genau so sieht es nämlich aus.
Könnte einschlagen. Das auszuprobieren, Mann. Es muss natürlich bugfrei sein, es muss cheaterfrei sein und es muss halt einen guten Netcode haben. Das eben, womit Fortnite am Ende eben PUBG abgelöst hat. So. Weswegen mittlerweile jeder Fortnite spielt. Der PUBG ist gerade auf dem absteigenden Ast, so, ne? Also auf einem sehr arg absteigenden Ast. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es ein bisschen daran liegt, dass die ganzen Promo-Verträge mit Twitch ausgelaufen sind und Fortnite eben jetzt abgelöst hat. Weil vor einem halben Jahr hast du noch bei Prime alles für PUBG bekommen und die ganzen Streamer haben halt PUBG gespielt. Jetzt hat sich Epic Games die geschnappt, offensichtlich. Das ist halt viel... Da wird halt nichts gemacht, so, ne? Die grundlegenden Probleme werden scheinbar nicht gefixt. Ich habe letztes Mal nachgefragt, so, ein Haufen Cheater, keine Patches, keine Fixes, so. Und ja, die ganzen Patches, was ich jetzt gehört habe bei PUBG, wurden nach hinten abgestellt, damit sie erstmal das Cheater-Problem angehen können. Keine Ahnung. Ja, aber schon interessant. Also für mich jetzt als Nichtspieler, Rise and Fall quasi auf so'm, von so einem Spiel, quasi aus dem Nichts gekommen, wie Phoenix aus der Asche, andere Genre-Vertreter halt eben abgelöst. Ziemlich hoch aufgestiegen und dann kam irgendwie ein anderes, was eigentlich ja super rumpelig gestartet ist, Fortnite, hat ja irgendwie keinen interessiert. Ich hatte es mir halt eben auch angeguckt, also den Basismodus, wo Fortnite eigentlich für gedacht war, halt mit Basebuilding gegen Zombies, hat halt wirklich niemanden so geflasht, weil es halt eben Free-to-Play war, was halt ganz klar auf Lootboxen halt aus war. Ja, und plötzlich kommt halt der Battle-Royale-Modus und der löst plötzlich wieder alles andere ab. Halt eigentlich Wahnsinn, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie schnell sowas geht. Das hatten die, glaube ich, aber, also würde ich mal vermuten, hatten die schon noch in der Pipeline. Meinst du? Ja. Aber ich hatte eher so das Gefühl nach dem Motto, ja, das Spiel läuft nicht, wir müssen daraus was anderes machen. Was läuft? Kartengames? Ja, ein Kartengame kriegen wir jetzt nicht rein. Dann machen wir Battle Royale. Naja, war einfach für Epic, weil sie sowieso schon mit Bluehole zusammengearbeitet haben. Ja. Die ganze Technik hinter PUBG kam ja schon von Epic. Das ist so der einzige negative Beigeschmack, den ich so dabei habe, dass halt quasi jemand, der die Engine nutzt, quasi die Ideen hat und sie das Ganze sich halt angeguckt haben, wie die es umsetzen und sie es halt eben als Inhaber der Engine halt nur noch mal besser machen können, weil sie haben halt den Source Code. Mir als Spieler ist es vollkommen Wumpe, wer es macht. Wenn mir das bessere Produkt gibt, dessen Produkt kaufe ich. Und wer es als erstes gemacht hat oder wer es als zweites, wer da der Nachmacher ist, ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe Spaß am Spiel. Ja, bin ich gespannt, wenn diese halt spielt, definitiv mal reinschauen, wie Darwin Projekt ist. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Das nächste Spiel. Um das nochmal zu korrigieren, weil du das gerade gesagt hast, der normale Modus von Fortnite war nicht Free-to-Play. Also, weil das er sollte Free-to-Play werden. Ja, richtig. Der sollte. Ja, richtig, ja, das ja. Early Access Einkaufen, das war ja sowieso die Story, war mehr oder minder kostenpflichtig, aber das eigentliche Spiel, wenn es mal final rauskommt, soll ja Free-to-Play sein und es soll sich komplett ja nur über die Lootboxen finanzieren, dass du halt Lamas kaufst, um halt eben bessere Waffen, Legendaries zu bekommen oder Gebäude-Upgrades für Fallen etc. Das war ja sowieso so ein bisschen abstrus. Du kannst das Spiel ja schon fertig, was heißt fertig, also du kannst die Box kaufen, Retail, wo minimalistisch unten drauf steht dann Early Access. Boah, lass uns das fast nicht schon wieder aufmachen. Ja, egal. Sonst kriegen die Leute gleich wieder die Krise, weil ich durch die Decke springe. 13.3. für die kreativen Waldmenschen? Waldmenschen klingt scheiße, oder? Waldmenschen kann man nicht sagen. Für die Farmer. Farmer, genau, danke, das Wort habe ich Bauern. Gesucht. Bauern. Für die Bauern. Pure Farming 2018. Tatsächlich nicht meins. Ich war damals schon auch auf der Gamescom und so zu etlichen Konferenzen von diesen Farming Games eingeladen. Spricht mich halt null an. Aber es scheint einen Markt dafür zu geben, dass das halt eben viele gerne zum Chillout nutzen, um da ihr Feld zu bestellen, Kartoffeln zu ernten, whatever. Die neue Auflage 13.3. Pure Farming 2018 für die, die eventuell selbst oder mit Kind und Kegel sich hinsetzen und mit dem Trecker über irgendwelche Felder heizen wollen. Kommt die nächste Version davon. Landwirtschaftssimulationen sind mega. Ich spiele das sogar auf der Vita. Oh, das ist so mega entspannt, weißt du, so, yay, und jetzt baue ich meinen Raps an. Oh, und jetzt ein bisschen Mais. Das ist mega entspannt. Das macht echt Spaß. Da fehlt mir, glaube ich, ein Gen für. Ich weiß nur nicht, ob das so in für mein Empfinden ist das jetzt absolut keine Konkurrenz zu dem Landwirtschaftssimulator. Warte mal, Landwirtschaft.
Landwirtschaftssimulator heißt er, ne? Ja, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, von jeder der kleineren Software-Schmieden irgendwie so ein Landwirtschaftsding. Wie gesagt, da gibt es ja mittlerweile unzählige. Ja, welche da jetzt die besten sind, sage ich ganz ehrlich, kann ich nicht beurteilen, weil ich habe noch nie einen richtig gespielt. Ich habe mir die halt eben auf Pressekonferenzen eben präsentiert bekommen oder angeguckt. Ja, okay, es kommt. Das weiß ich, aber ich muss es da nicht spielen. Ja, wenn du bei Steam mal Farming eingibst, dann wirst du sehen. Ja, vor allem, es gibt zu jedem Ding dann halt auch so gefühlt 10, 15 oder gar 100 DLCs, wo du dir dann halt eben noch bessere Gestelle für dein Farming-Gerät, ne, weißt du schon, 1000 DLCs gibt's halt für die ganzen Klamotten, sei es jetzt neue Trecker oder neue Gerätschaften. Darüber finanzieren die sich die Dinger auch, weil die halt im Anschaffungspreis meistens recht günstig sind, also Nice Price, Indie Price, und dann gibt's halt eben eine Tonne von DLCs. Und der Landwirtschaftssimulator hat halt die Lizenzen, also von Lamborghini und wie sie nicht alle heißen, die. Also mir fällt jetzt gerade nur, ich weiß, dass es extra Lamborghini-Paket gegeben hat. Wie die ganzen Trecker halt heißen. Da hast du die wirklich, die Original Deutz und das Ganze. Also, die sind da schon führend. Ich schaue das morgens manchmal bei dem einen oder anderen. Ja. Ja, es gibt halt die definitiv Markt für, sonst würden sie sich halt nicht halten und immer neue Auflagen rausbringen. Aber ja, da gehöre ich halt eben nicht zu dem Publikum dazu. Da muss ich passen. Super entspannt. Ich bin da immer ein, sodass der Trigger dann irgendwann nirgendwo landet. Ich bin auch schon ins Wasser gefahren damit. Ich habe immer nur Angestellte. Also ich habe einmal gespielt und habe meinen ganzen Kredit für Angestellte ausgegeben. Nur selber gemacht. Oh, sag ich hier. Weg den Scheiß. Kein Bock haben. Ich bin eine Bahn gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, wow, Leute, krass. Also ich meine, ich bin ja im Real, im realen Leben habe ich ja schon auch Felder bestellt, ja, und bin selber Trecker gefahren. Und das ist genauso langweilig. Weil, also heute ist das ja auch so, dass die meisten Trecker, also wenn das Geld vorhanden ist, schon per Autopilot Gas geben. GPS. Ja, und dann sitzt du da so, hey. Und da hast du nicht mal einen Chat, den du dann lesen kannst. Oh, nee. Also, ich habe gespielt, ich glaube, den 17er, ich komme da gar nicht ran. Also, da kann man mir auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man zu wenig Mist machen. Mir fehlt immer die Komponente, das ist die wichtigste, ich muss Mist machen können in dem Spiel. Also, richtig schön Blödsinn. Also ich habe Mist gemacht, ich war Bäume fällen, habe dann mit meinem Trecker die Bäume in den Fluss geschubst, weil es dann irgendwie Geld gab und. Also man kann ja, der Farming Simulator ist schon ziemlich groß, man kann ja nicht nur sein Feld bestellen, sondern eben auch so ein bisschen Landwirtschaft war mit, ein bisschen Bäume fällen und Pflanzen war mit dabei und Viecher kommen dazu, ob Hühner, Schweine, Kühe. Aber was Dizzy Bienen meint ist, mit dem Güllewagen zum Nachbarn zu fahren und sein Auto voll zu tanken mit Gülle, weil er einen auf den Sack geht. Ja, sowas möchte ich nämlich auch machen, so bei Summer Car mäßig. Saints Row 2 gab's das. Saints Row? Saints Row 2 gab's das mit dem Güllewagen. Ja, genau, sowas. Ja gut, aber das war jetzt ja nicht ein Farming Simulator. Das war ja doch ein bisschen was anderes. Ja. Genau das brauche ich nämlich auch in so einem Spiel. Ich muss auch Mumpitz machen können. Mumpitz. Next. Meistermecker. Ja, das nächste Spiel bin ich tatsächlich gespannt drauf, aber man weiß nicht, wie es wird. Denn es ist ein Mobile-Port. Es kommt ursprünglich vom Handy. Und das ganze Ding heißt Beast Quest. Kommt am 13.03. raus für PC und ich glaube PlayStation, ich will jetzt nicht Konsole sagen, weil ich weiß, dass es für PlayStation kommt. Ich weiß nicht, ob es für Xbox und oder Switch kommt. Sieht relativ günstig aus, aber ist für mich erstmal kein K.O.-Kriterium, weil es gibt tatsächlich gute Mobile-Ports, wie zum Beispiel Oceanhorn, was tatsächlich ein sehr solides Spiel ist, was man halt eben auf der Konsole dann auch ganz gut daddeln kann. Gut, wenn man jetzt sagt, es gibt auch eben nicht so gute Ports, wie jetzt jüngst Chrono Trigger, was dann vom Mobile-Device auf Steam geportet wurde und nicht ganz so geil war, muss man abwarten. Wie gesagt, 13.03. kommt es raus. Wenn es halt tatsächlich solide ist,
würde ich mir das ganz gerne angucken wollen. Wenn es natürlich irgendwie ein Flop wird und er so ein absolut 0815-Port-Moped ist, dann eher nicht wert. Muss man abwarten. Das kann man halt vorher sehr schwer beurteilen. Kommt übrigens für die Xbox. Ja, auch? Okay. Weil es sieht halt eben nach so einem, ja, ein bisschen Zelda-like vielleicht, ein bisschen halt Welterkunden, ein bisschen Combat sieht ist drin. Und wie gesagt, sowas spricht mich halt prinzipiell halt an. Erinnert mich an Xbox 360-Spiele. Ich kann dir gar nicht sagen, an welche gerade, aber wenn ich das so die Bilder einzeln schon sehe, muss ich an Xbox 360 denken. Ich weiß nicht warum. Ja, oder so ein bisschen Fable-like, whatever. Sowas in der Richtung halt. Ich bin auch gespannt drauf. Also ich habe es auch im Auge. Haben wir uns letzte Woche haben wir uns so ein paar Trailer im PSN-Store angeschaut. Ja, wie der Chat sagt schon, wie Secret of Mana, Chrono Trigger, das waren jetzt halt eben so die jüngsten Ports, wo man halt sagt, okay, warum mussten die sein? Waren jetzt nicht ganz so golden. Was halt eben ein bisschen schade ist. Vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand hätten sie da halt eben was Vernünftiges hinbauen können. Statt das, was sie jetzt da eben rausgehauen haben. Aber es waren halt eben irgendwie Low-Budget-Sports, leider. Sieht sehr janky aus. Also, sehr schwierig. So, allein aus den Videos sieht man schon, die Kamera wird sehr komisch funktionieren und die Steuerung wird sehr komisch funktionieren. Charaktere bewegen sich seltsam. So, da muss man. Wo weit bist du gekommen? Mit rechnen. Ich hab einen Screenshot gesehen. Aus. Tschüss. Weg. Wow. Deswegen kenne ich ja wahrscheinlich auch nicht so viele Spiele, wie du jetzt zum Beispiel, Markus. Das ist für mich so visuell. Man hatte halt schon so viel gesehen und dann sieht man schon, kann es vergessen. Ja gut, das liegt aber, glaube ich, daran, wo man die Prioritäten setzt. Ob man halt wirklich, sag ich mal, technikaffin ist und dementsprechend erstmal ein grundsolides Technikgerüst braucht. Ja, Grafiktechnik ist mir erstmal gar nicht so wichtig, wenn das Spiel für mich in dem Fall das Gameplay halt cool ist. Für mich steht immer Gameplay first und alles andere, ob jetzt das halt, sage ich mal, 4K-Grafik hat oder Pixel-Art, das ist mir erstmal egal. Und wenn es halt eben ein Handy-Game ist, was trotzdem gut spielbar ist, weil das Gameplay cool ist, ja gut, dann ist es vielleicht halt eben nicht super geile Polygone und hochauflösen. Solange wie ich mich darin ganz gut bewegen kann und Spaß dabei habe, ist mir das egal. Sehe ich genauso. Ja. Ja, das will ich nicht abstreiten. Ja, wie gesagt, Beast Quest werde ich im Auge behalten, ob es halt tatsächlich spielbar und gut ist oder ob es eher tatsächlich auch wieder leider dann ein Flop wird. Wird Oceanhorn 2, wo wir gerade Oceanhorn genannt haben, ist ja auch in der Entwicklung, auch eigentlich ursprünglich. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon Oceanhorn 2 für die Mobile Devices gibt und ob es ein Port wird oder ob sie es diesmal exklusiv direkt für die Konsolen und PC entwickeln. Weiß ich gar nicht. Hey, müsste ich mal nachgucken, vielleicht für nächstes Mal irgendwie vorbereiten, weil Oceanhorn war tatsächlich ja eher großartig. So ein positiver Vertreter des Mobile-Port auf was anderes Vertreter-Dingens. Absolut. Habe ich mega Spaß dran gehabt. Und war ich jetzt gerade, wo ich krank war, es gibt Oceanhorn nochmal für die Vita. Habe ich schon überlegt, ob ich es mir nochmal für die Vita hole, um nochmal 100% zu machen. Es ist Oceanhorn war richtig gut. Hoffen wir mal. Würde mich freuen, wenn es was Gutes ist. Hätte ich Bock drauf. Ob ich auf das nächste Bock habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bitte? Devil May Cry HD, 13.3. Drei Teile nochmal remastered. Nicht remaked, sondern remastered. Die ja schon mal remastered wurden für die PlayStation 3, kommen jetzt nochmal remastered für die PlayStation 4 raus. Ja. Die Steuerung. Oh, ich habe es gespielt auf der PlayStation 3 schon, das Remake. Ich habe es auch schon vorher gespielt gehabt und ich bin eigentlich ein Devil May Cry Fan und dann habe ich es lange, lange Zeit nicht gespielt. Und dann kam das Remake für die PlayStation. Ich so, yay, geil, alle drei Teile rein. Ich habe den ersten reingemacht. Ich so, Alter, diese Steuerung, ne? Also die hat mich zwischendrin, hat sie mich schon fuchsig gemacht. Das ist, deswegen bin ich nämlich auch noch nicht sicher. Ist das Ganze jetzt halt eben nur mit HD-Grafik, sonst ist nichts geändert. Ich weiß es nicht. Ich habe die HD-Collection für die PlayStation 3. Ich würde es mir dann nochmal, wenn dann holen, für die PlayStation 4, eben für stabilere FPS und so. Aber nachdem man halt jetzt Bayonetta gespielt hat, was mehr oder minder ja ein ähnliches Gameplay ist, nur halt eben nochmal etwas neuer, vielleicht nochmal ein bisschen mehr over the top und mit Brüsten, weiß ich nicht, ob ich Devil May Cry halt nochmal unbedingt spielen muss. Ich weiß es nicht.
Ich habe sie damals gespielt, die ersten drei Teile waren cool. DMC fand ich tatsächlich überhaupt nicht gut. Da ging mir Dante halt derbe auf den Keks, weil er so, es hat einen, finde ich, nicht gezündet. Ich wurde nicht warm mit dem, der war mir unsympathisch, die Sprüche gingen mir auf den Nerv. Also wenn die alten Teile, die schon eher als nochmal die neuen DMCs. Der letzte DMC hat, die Musik hat's rausgerissen. Also ich bin... Ja, die war gut, ja. Ich habe den gesehen, den jungen Kerl, habe ich gesagt, Moment mal, was? Der ist nicht weißhaarig, der raucht. Oh nö, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe mich auf das Spiel eingelassen und von der Geschwindigkeit her und von der Musik her war es klasse. Da hat das wirklich mega Spaß gehabt, gemacht. Und dann kam das für PlayStation 4 und dann konntest du den Turbo-Modus einschalten und da war der ganze Spaß, nicht lügen, nochmal 30% schneller. Du, da, mit der Musik dazu, da lese ich halt absolut keinen Chat mehr, weil dann bin ich nur noch am Kombos machen. Ja, Dribbel, ey. Das ist, ich fahre mega drauf ab. Und bei mir ist die Nostalgiebrille eben so. Ich habe damals unglaublich viel Spaß gehabt bei diesen Spielen. Und man will sie wieder mit dieser Geschwindigkeit spielen, wie man das Feeling hatte, aber das lässt die Steuerung von damals, was man heutzutage gewohnt ist, lässt es nicht mehr so zu. Muss ich zugeben. Also ich habe mich sehr schwer getan, es zu spielen. Befürchte nämlich auch, dass damals toll, dass die HD Collection eben eher was für Leute ist, die halt gerne nostalgisch nochmal sein möchten, es sich nochmal antun wollen. Ich habe Devil May Cry damals nicht gespielt. Ich habe immer nur zugeguckt bei Freunden, wenn sie es gespielt haben. Es sah cool aus. Super episch für die damaligen Verhältnisse. Ich glaube, auf der PS2 habe ich mal einen Teil gesehen, so ein Helikopter irgendwie runtergefallen ist und alles explodiert ist. Und das sah super geil aus. Aber heutzutage hat man halt A, eine Kamera und B, eine Steuerung, die halt die Spiele damals noch nicht hatten. So, ich glaube, in Devil May Cry 1 bis 3 hat man immer noch diese feste Kamera, die immer nur wechselt, wenn man quasi aus dem Bild rausläuft, immer auf eine neue Position und so. So, sie müssten es tatsächlich genauso machen wie damals Kojima oder Konami oder wer auch immer dafür zuständig war, mit Metal Gear Solid 3. So, Metal Gear Solid 3 hatte damals auch eine feste Kamera, die unfassbar schlecht war. Und als sie es dann geremaked haben, haben sie die Kamera eben losgelöst und dem Spieler quasi in die Hand gegeben. Und das müssten sie mit Devil May Cry auch machen. Dann wären es vielleicht wieder spielbare Spiele auch für Leute, die es heute nochmal neu anfangen. Aber ich glaube, wenn man sie damals nicht gespielt hat, sollte man sehr vorsichtig sein. Ja, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal Back-Catalog, wenn... Aber so, dass ich jetzt sage, instant zuschlagen, aus genau diesen Gründen halt nicht, weil ich es eben damals gespielt habe und man mittlerweile heute viel, viel anderes halt eben gewöhnt ist. Ja. Lieber DMC und Bayonetta. Ja. DMC hat übrigens einen sehr guten Soundtrack, den höre ich auch manchmal. Oh, yeah. Wenn ich den höre, habe ich sofort Lust aufs Spielen, ne? Ja, sofort. Aber dann höre ich den Dante quatschen und dann habe ich wieder keine Lust mehr. Ich habe tatsächlich das gleiche Problem wie Slath. Ich kann dieses pseudo-coole Gequatsche einfach nicht leiden. So wie Spider-Man. Ich meine, es gibt Leute, die das mögen. Kann ich verstehen. So, Spider-Man ist dabei wenigstens noch witzig. Nee. Der ist auch super cringy. Ja, aber das ist halt Peter Parker. Der ist halt so. Das ist cool. Bei Spider-Man funktioniert es komischerweise bei mir. Also da würde ich halt... Also ich würde es vermissen, wenn in Spider-Man, in dem neuen, was jetzt irgendwann dann rauskommt, keine solche dummen Sprüche drin wären. Weil es ist halt die nette Spinne von nebenan, die halt irgendwie mal einen coolen Spruch hat. Ja. Ist ein Teenie, der darf blöde Sprüche machen. Ja. Also bei Remastered hat es bei mir schon aufgehört. Ach, sei doch nicht so. Doch, ich kann das nicht mehr haben. So. Die Leute wissen sollen wir. Die sollen abhauen mit ihrem scheiß Remastered. Ich möchte gerne alles geremastert haben. Vor allem für die Switch möchte ich alles remastert haben. Was soll denn das so? Ich habe heute bei Alexi Bexi zugeguckt. Das ist, der hat da was sehr Schönes gesagt. Es ist einfach so, dass sie die suggerieren wollen, wie es früher einmal war. Und es ist aber nicht mehr so wie früher. Es ist halt 2018. Wir brauchen nichts mehr remastered. Du weißt doch gar nicht, wie es früher war, weil du früher noch gar keine Videospiele gespielt hast. Was, Devil May Cry oder was? Ja. Ja, aber das ist das. Ja, wenn ich. Pass auf, gib mir einfach Wolfenstein Enemy Territory. So, wenn sie das remastern mit HD-Grafik, so, dann sage ich auch, was soll das? Come on, Leute. Oder bei den ganzen anderen remastered Geschichten, wenn du dir jetzt Nathan Drake zum Beispiel reinziehst, das ist remastered mit HD so und
ist trotzdem ein Unfall. Also es war früher war es cool, aber es entspricht den heutigen Standards nicht mehr. Und das sind so Dinge, wo ich mir sage, das brauchen wir nicht mehr. Dass mir einer suggeriert, dass alles so wie früher ist. So, es ist halt nicht mehr früher, es ist jetzt und nicht früher. Ich kann das verstehen, aber ich tauche trotzdem gerne ein in diese Nostalgiewelt. Kann ja jeder machen so. Ich brauche das nicht halt. Ich bin dafür, dass Leute anfangen, endlich mal im Hier und Jetzt zu leben. Im Endeffekt ist es sowieso alles nur Marketing. Ich meine, was soll das Remastered vom Remastered des Remasters so? Das ist einfach nur, weil Leute halt so jetzt in dem Moment, wie ihr seid, und sagen, oh geil, das war früher so toll, das kaufe ich mir jetzt auch noch ein viertes Mal. Und ja, ich kaufe mir Skyrim, kaufe ich mir auch noch auf der Wii U kaufe ich mir das auch noch. Und Doom in 30 FPS, weil Bethesda, ich liebe euch so sehr, dass ihr die Spiele gemacht habt früher. Ja, ja, Betonung ist auf früher, macht was Neues. Und genau das ist halt das, was das... Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt jemand hergeht und sagt, der jetzt beispielsweise reinkommt ins Gamen und sagt, boah, das gucke ich mir jetzt an. Und der das toll findet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Viele Leute haben aber jetzt da auch erst angefangen zu gamen. Das heißt, das Alter, eben, wo halt Spieler oder Nichtspieler zu Spielern werden, wird halt immer jünger, und die kennen die alten Plattformen nicht. Ich sage jetzt einfach mal Demon's Souls. Wenn ich halt irgendwie über das Spiel rede, habe ich super viele Leute im Chat, die halt sagen, ja, meine erste Konsole ist jetzt die PlayStation 4. Boah, ich würde liebend gerne irgendwann mal Demon's Souls spielen, aber ich habe keine PlayStation 3. Was glaubst du, was passiert, wenn die das Game irgendwann mal remastern würden für die PlayStation 4? Das würde wahrscheinlich jeder, ich auch, instant kaufen und spielen. Und das hast du halt eben bei vielen Spielen. Es kommt Uncharted 4 raus und du redest halt darüber, boah, es war halt damals geil, ich habe 1 bis 3 gespielt auf der PlayStation 3. Ich habe aber keine PlayStation 3. Ey, aber jetzt gibt's ja das Remaster für die PlayStation 4. Und bevor ich jetzt vielleicht mit 4 anfange, kann ich dann auch nochmal die ersten 3 Teile spielen. Also ich find's nicht schlecht wert. Es nimmt ja jetzt nicht den Platz weg für neue Spiele, weil sich ja mittlerweile ein kompletter Industriezweig aufgetan hat, die halt nur diese Spiele halt remastern oder remaken. Das sind ja Firmen, die sonst nichts anderes machen. Bluepoint macht nichts anderes. Die remastern halt nur. Das heißt, die machen nichts Eigenes. Das heißt, da kommt nichts Neues von denen. Also von daher ist nicht so, dass man sagt, nur weil jetzt mehr Remaster kommen, kommen weniger neue Spiele. Das ist Blödsinn. Das Einzige, was wäre, wenn die Remaster wegfallen, wir hätten halt wirklich noch mehr Löcher, wo halt gar nichts mal rauskommt, außer Indie-Games. Das heißt, du hast dann wirklich mal ein halbes Jahr nichts an AAA-Titeln. Ich finde auch das Remaster gerade für die Konsolen, gerade da gehört es hin. Ne? Du hast eben die alte Konsole nicht mehr wie die PlayStation 1 oder die PlayStation 2 und hast jetzt die 4 und würdest dieses Spiel trotzdem gerne spielen. Bei PC, das ist, ne? PC kann man modden, da sehe ich die Remaster nicht ganz so sinnvoll. Das ist eben die Frage, Dark Souls Remaster auf dem PC, braucht man das? Naja, wenn du GD Sato oder SweetFX bedienen kannst, ein bisschen weiß, wie halt eben Upscaling funktioniert, glaube ich, brauchst du es nicht. Für die Konsole ist es sinnvoll, weil da war es damals 720p 30 FPS mit Frame Drops in Schandstadt auf 20. Wenn du es jetzt nochmal in 60 FPS dann eben spielen kannst auf Full HD oder was weiß ich, Checkerboarding 2 oder 4K, klar, oder das sieht schöner aus. Überhaupt spielen kannst. Das ist noch dazu, ja. Also Dark Souls kannst du so viel modden, wie du willst. Blighttown wird eine Dia-Show bleiben. Immer. Egal, ja, guck, wie werden wir ja sehen, wie es dann mit der neuen Engine halt aussieht, dann mit der DS3-Engine. Genau. Also wenn sie Blighttown tatsächlich in 30 oder 60, je nach Konsole, FPS hinbekommen, das wäre schon schön. Da hätte ich nichts gegen. Und da freue ich mich tatsächlich über ein Remaster. Das Spiel ist gerade mal 11 Jahre alt und es steht immer noch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Wind Waker denke, also Zelda, dann ist das immer noch auf dem Gamecube unfassbar schön und spielbar, aber kaum jemand hat einen Gamecube. Oder nehmen wir Bayonetta 2. Wer zum Teufel hat eine Wii U? Ich, weil ich bescheuert bin und ein Nintendo-Fanboy, aber sonst hat keiner eine Wii U. Ja, du, warum auch immer du jetzt eine Wii U hast, aber mein Beileid. Ich habe auch eine. Und Bayonetta 2. Ich hab Mario Kart gespielt, okay? Ja, genau. Aber Bayonetta 2 gibt's halt sonst nur auf der Wii U. Und deswegen freue ich mich, dass sie es dann für die Switch geremaked haben, weil die Switch haben einfach Leute. Und endlich kommen Leute in den Genuss von Bayonetta 2. Und das finde ich wiederum gut. Also. Ja, Nintendo ist eben bei mir auch so ein Beispiel. Hatte halt nie was von Nintendo, jetzt die Switch. Und wenn halt eben die ganzen Zeldas oder Xenoblades oder was weiß ich für die Switch rauskommen würden, würde ich die Dinger auch eben nochmal spielen, weil ich vorher nicht die passende Hardware hatte. Plus die Hardware, selbst wenn du sie hättest, gut, Wii U geht, glaube ich, das Ding hatte noch HDMI, ne, als erste Konsole von Nintendo. Alles darunter wird halt schon wieder super schwierig fürs Streamen, wenn du es capturen willst. HDMI macht es halt eben deutlich einfacher.
Stimmt, die Wii hatte auch kein HDMI. Nee. Dann lass mich das mal so ausdrücken, ich habe auf die Scheiße keinen Bock. So, ich will die Kacke von früher nicht spielen, so, weil ich krieg da die Krätze bei. So, sagen wir einfach so, wie es ist, so, die Leute können sich darüber freuen, ich kann das schon verstehen, wenn jetzt jemand sagt so, oh geil, Secret of Mana, der 25. Remake, oh, yes. Das war übrigens der erste Remake. Und ja, es war jetzt ein übertriebenes Beispiel. Okay, ja. Ich kann es verstehen, für die Konsolen macht das auch, ergibt das auch Sinn, aber ich brauche das nicht, ich kann damit absolut nichts anfangen, wenn ich mich schon immer an diese Steuerung... Ich will jetzt endlich Virtual Console für die Switch haben. Naja, aber ich glaube, wenn tatsächlich die Remaster oder Remakes so gut ankommen, wie sie es im Moment tun, werden sie die wahrscheinlich eher für Fullpreis verkaufen. Also ist so meine Vermutung, dass halt tatsächlich irgendwann vielleicht ein Bundle rauskommt mit Zelda, Wind Waker und dann andere, weiß ich nicht, wie sie es, beide für Fullpreis zusammen im Bundle oder so. Ja, ja. Wind Waker haben sie ja für die Wii U schon geremaked. Und in HD sah es ja nochmal um so einiges schöner aus. Das ist halt ein schönes Spiel. Ja, aber ich rede von Super Mario Brothers 1 und 3 und Zelda 1 und solchen Geschichten. Also die NES-Spiele, die hätte ich gerne auf der Switch. So, ich verstehe, dass sie es noch nicht machen, weil sie gerne die NES Mini und die SNES Mini und Classic und weiß ich nicht verkaufen wollen. Aber so langsam wird es mal Zeit für Virtual Console auf der Switch. Ich möchte gerne die NES und Super Nintendo-Spiele im unterwegs spielen. Sehr gerne. Gut, das nächste Spiel, das habe ich tatsächlich schon gespielt. Und zwar war es halt fast 2 Jahre im Early Access. Am 13.03. kommt es dann jetzt final raus. Also der Full Release, fertige Release. Ghost of a Tale heißt das ganze Ding. Du spielst quasi eine Maus, die irgendwo gefangen ist und muss aus so einem Kerker flüchten. Ich habe das Early Access, das erste Kapitel gespielt, was es gab, weil das war das einzige, was damals verfügbar war, als ich es gespielt habe. Das ist mittlerweile fast... ein Jahr her, über ein Jahr, anderthalb. Wie viel da jetzt noch dazugekommen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht an Kapiteln. Das Spiel war relativ cool, hat Spaß gemacht, gerade wer halt eben, sage ich mal, süße Mäuse mag, wobei das jetzt schon merkwürdig klingt. ja. Ghost of a Tale. Also wie gesagt, wer halt eben solche Maus-Games mag oder so ein Cuteness-Faktor, ist so ein bisschen mit Stealth-Elementen, ein bisschen Roleplay-Elementen, gibt halt verschiedene Sets, die du der Maus anziehen kannst. Absolut, zumindest das erste Kapitel war kampflos, also ein friedliches Spiel, du konntest halt nicht kämpfen oder so, war nichts mit Combat. Ich denke mal, ich werde irgendwann nochmal reingucken und das Spiel dann nochmal spielen. Wie gesagt, der ersten Teil, den du dann gespielt hast, weißt ja so ungefähr noch, wie er war, kommst wahrscheinlich relativ schnell durch, um mal den letzten Teil dann eben anzugucken, was halt eben noch dazugekommen ist. Das ist so ein Spiel, das ich von vornherein süß fand, interessant fand, es aber nicht spielen wollte, bis es komplett draußen ist. Und ich denke, ich werde es mir jetzt auch angucken, wenn es rauskommt. Das sieht nämlich sehr, sehr gut aus. Und viele Leute, die es eben schon vorher gespielt haben, feiern es ja auch. Ja, war halt offenbar süß. Auch zu Recht. Ja. Sieht sehr schön aus. Ja, sieht sehr schön aus. Werde ich mir angucken irgendwo. Du spielst das, Labby? Ja, ich denke schon. Wenn es gerade passt, dann werde ich es auf jeden Fall spielen. Les spielt's auch? Irgendwann. Das erste Kapitel habe ich gespielt. Mich würde erstmal interessieren, wie viele Kapitel dann halt eben noch folgen, wie lang das Spiel halt ist. Das kann ja dann eventuell Slabby dann mal irgendwann die Info droppen. Weil das endete dann halt sehr abrupt irgendwann. Weil, ne, danke fürs Spielen im Early Access. Ja. Guck ich mir an. Die sieht auch gar nichts dazu. Nee, es sieht gut aus, aber nichts für mich. Also. Das nächste Game ist ein bisschen nischig. Konsolengame und dann auch direkt wieder VR-only. Also PlayStation VR in dem Fall. Das Ganze wurde irgendwann, ich glaube, auf der PlayStation Experience vorgestellt. Heißt Golem. Sieht interessant aus. Da ich mittlerweile ja so ein VR-Moped habe, werde ich mir dann irgendwann in den Abendstunden mal anschauen. Ja, im Endeffekt geht es halt um diesen Golem, der halt eben durch die Welt geht und das Ganze halt eben in VR. Ob es halt eben was wird, wie lange es wird. Ich gehe mal davon aus, die üblichen PlayStation-Erfahrungen bei solchen Games liegen zwischen 3 bis 6 Stunden. Das ist so mittlerweile anscheinend der Standard oder die Standardlänge bei PlayStation VR-Games. Klingt relativ kurz, aber ich sage dazu, aus Benutzersicht, es dürfte auch nicht länger sein, weil irgendwann, es wird schon halt eben anstrengend, mit diesem VR-Moped zu spielen. Ich könnte es persönlich nicht, weil ich irgendwann auch Motion Sickness bekomme. Das heißt, wenn man halt so ein 3 bis 6 Stunden Spiel, sind bei mir meistens 2 Sessions. In einer würde ich es nicht durchbekommen und das finde ich für so ein PlayStation VR-Spiel in Ordnung. Bin ich gespannt drauf, was das halt wird. Werde ich mir halt definitiv anschauen.
Es sieht sehr interessant aus. Und das sieht mir nach einem Spiel aus, das VR-only ist, weil es eben VR-only nur funktioniert. Also, um es mal zu erklären, man spielt quasi diesen kleinen Jungen, der irgendwie verletzt ist oder halt ans Bett gebunden ist und sich nicht bewegen kann, weil er einen Unfall hatte. Und der baut eben diese Golems und steuert die eben. Und man sieht quasi, also, und er kann quasi durch die Augen, durch die der Golems sehen. Und deswegen ist man quasi der Junge, der eben diese Golems steuert. Und man sieht sozusagen aus dieser Sicht. Und das würde halt gar nicht anders funktionieren. Natürlich könnte man es jetzt auf dem großen Bildschirm spielen, aber der Effekt wäre halt ein ganz anderer. Das heißt, während man eben in seinem Stuhl sitzt oder vielleicht selbst in dem Bett sitzt, kann man dieses Spiel halt tatsächlich immersiv halt durchleben. Genau das, was man da quasi spielt. Und das sind so Ideen, die braucht halt Virtual Reality, weil sie eben nur in die Virtual Reality passen. Na, hatten wir letzten Monat ja auch zwei PlayStation-Only, die habe ich jetzt noch nicht gespielt. Moss und Apex Construct. Die beiden waren ja auch exklusive VR-Games für PlayStation, wobei Apex Construct, weiß ich nicht, hatten wir das hier noch auf dem, glaube ich, kam oder kommt auch noch für die, also für PC raus, für, ich weiß nicht, Vive oder Oculus. Das sollte dann eben danach kommen. Es war halt kurzfristig irgendwie einen Monat PlayStation Exclusive. Das waren ja auch komplette VR-Erlebnisse, die halt für VR nur gemacht wurden. Und die funktionieren halt meistens besser mit weniger Motion Sickness als eben Spiele, die nur adaptiert werden. Ich sag mal Resident Evil 7 in VR, das Spiel an sich, wenn du in der Geschwindigkeit spielen kannst, wie du willst, ist okay. Aber gerade bei den Bosskämpfen hast du gemerkt, okay, das ist nicht unbedingt für VR gemacht, wenn du halt dich schnell drehen willst, irgendwie komplett 360 Grad, weil der Boss dich verfolgt, umdrehen, schießen, umdrehen, rennen. Das habe ich aber gut gemerkt. Also das war halt nicht so optimal in VR. Ja. Und wie gesagt, ja, Moss und Apex Construct will ich mir halt eben noch angucken, ist jetzt bei mir halt eben noch nicht gekommen. Wegen krank gewesen und VR möchte ich halt spielen, wenn ich fit bin, weil sonst wird es halt doppelt anstrengend. Ja. Macht mich traurig, dass ich kein VR habe. Aber. Ist gerade im Angebot, glaube ich, sogar für. Soll ich dir meine ausleihen, Slappy, für ganz lange? Ich glaube, Saturn. Ich schicke dir die per Post. Gerne. Bei Saturn? Ja, 325 mit Kamera, dem VR-World-Spiel und das Headset, 325. Also fast. Das würde normaler immer so ein Preis, oder? Nee, ich glaube, der war 3,99, oder? Echt? Mein schon. 2,99 war letztes Jahr im Cyber Monday. Also 3,25 ist okay. Ist jetzt nicht kein Top-Schnäppchen, aber ist halt eben okay. Nee, 3,25 kriegst du gerade. Ja, dann haben sie nachgezogen. Die letzten zwei Tage hatte ich so ein bisschen geschaut wegen VR. Ja, Amazon zieht ja auch dann auch nach, preislich. Mit Kamera und World, genau. Bla bla bla. Genau. Ja. Aber das ist ja nur PlayStation, oder? Ja. 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 Ja, es gibt wohl mittlerweile, das habe ich noch nicht getestet, das wollte ich immer mal machen, es gibt mittlerweile irgendwie Treiber-Hacks, die du auf dem PC installieren kannst, weil das Ding wird ja nur mit USB angeschlossen, was dann irgendwie auch mit dem PC funktionieren soll. Wie gut, das habe ich noch nicht getestet, aber einfach mal googeln PlayStation VR an PC, da findet er dann irgendwelche lustigen Treiber-Hacks. Also ich kann dir die wirklich ausleihen, Slappy, wenn du jetzt für einen, sagst, du willst das mal einen Monat ausprobieren, dann schicke ich dir die vorbei. Sehr gerne. Weil meine liegt gerade nur rum. Ich hab, welche hast benutzt du? Ich nicht. Ich habe die Vive, die Oculus. Ja. Ich würde Elite Dangerous nur noch spielen. Also, holy. Oh man. Über Elite, aber Virtual Reality macht das, glaube ich, gerne. Aber können wir gleich drüber quatschen. Ja. Ja, sieht schön aus. Nächstes Spiel, Long Reach. Ja, Long Reach ist ein Pixel Art Adventure, würde ich es einfach mal nennen, ganz im Stile von Lone Survivor. Ich weiß nicht, wer das Spiel kennt. Es ist jetzt ja eher schon mehr Richtung Indie und Nische. Kommt am 14.03. raus. Ich mag solche Spiele. Ich habe Lone Survivor noch nicht gespielt. Das möchte ich irgendwann spielen. Ich weiß, was das ist. Und daran erinnert halt eben auch The Long Reach extrem. Also für alle, die halt eben solche Pixel Art Klamotten mögen und eben Adventure-Form, was ja nicht ganz so oft ist, weil meistens sind es ja dann doch irgendwie Roguelite-Plattforming oder Metroidvania. Das geht dann eher so hier in die Richtung narrative Erzählung. Also ich habe Lone Survivor gespielt, tatsächlich. Erinnere ich mich jetzt gerade dran. Es ist ein sehr cooles Spiel, aber es ist halt dieses klassische Zombie-Survival-Spiel. Richtig. Und das Gameplay, egal wie es aussieht, ob es jetzt zweidimensional, dreidimensional, Pixel, Full HD, was auch immer ist, ich komme einfach nicht rein, weil ich einfach dieses durch diese Zombie-Apokalypse durchrennen und mir Sachen aus irgendwelchen Schubladen raussuchen, Schlüssel finden, damit ich
rauskomme und so. Sowas macht mir halt leider keinen Spaß. Und dann währenddessen halt läuft der Hungerbalken runter und du musst die ganze Zeit an Essen denken. Du musst deinen Tag planen. Sowas macht mir eben keinen Spaß. Es ist aber trotzdem, und das weiß ich für jemanden, der... Leben. Bitte? Und so nah ans reale Leben, ne? Ja, ja gut, du hast Zombies und so. Ich meine, wie Tagplan, Mann. Ja, ach so, ja, genau. Das mag ich ja schon in der Realität nicht. Ja, eben deswegen, ja. Genau. Und warum soll ich das dann eben spielen? Entschuldigung. Ja, richtig. Und deswegen, also es sieht süß aus. Ich kann verstehen, für Leute, die eben solche Spiele mögen, spielt Lone Survivor, spielt wahrscheinlich auch Long Reach. Das sieht sehr gut aus. Aber für mich ist es nichts. Long ja. Reach sieht ehrlich gesagt aus wie Lone Survivor, nur halt in 16-Bit statt 8-Bit. Halt. So. Ja, das sieht gut aus. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Das nächste Spiel finde ich auch aufgrund gerade genau des Stils sehr, sehr interessant. Und zwar am 15.03. Surviving Mars. Sowohl für die Konsolen, zumindest in PlayStation. Entschuldigung, wenn ich die Xbox immer vernachlässige. PlayStation weiß ich, dass es kommt. Sowie auch PC. Ist halt ein Strategiespiel, was auf dem Mars spielt. Und man soll den Mars kolonisieren, um da halt eben Dinge halt zu exportieren. Erinnert so ein bisschen, wenn man das so erzählt, so Offworld Trading Company, wenn man das so, ne? Und das Ganze halt in einem Grafikstil, den ich halt sehr, sehr ansprechend finde. Und das würde ich mir ganz gerne angucken wollen, weil ich so Aufbauspiele müssen für mich immer eine besondere Note haben, damit sie für mich halt interessant werden. Also ich sag mal, ich könnte jetzt nicht SimCity 5000 spielen, weil das hat man halt schon 5000 Mal gespielt. Dann muss es halt irgendwas sein, was so ein bisschen catchy ist. Und das ist genau halt Surviving Mars für mich, von der Machart halt. Wenn das Spiel jetzt an sich noch, sag ich mal, eine gewisse Tiefgang hat, dass es nicht nur einfach nur, ne, baue quasi ein Solarkraftwerk und alles läuft. Das ist ein Paradox. Könnte das halt sein, dass ich mir das halt eben dann anschauen werde? Das ist von Paradox. Wie kannst du sowas sagen? Was? Wie kannst du sagen, dass das keinen Tiefgang haben wird? Das ist von Paradox. Es ist von Paradox gepublished, ne? Also. Ja, weil die werden halt schon ihre Finger da drin haben. Ja, ja. Es ist von dem gleichen Entwickler, glaube ich, wie Tropico. City Skylines. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es ist halt auch City Skylines, die Jungs. Paradox ist City Skylines. Ja, Paradox ist aber trotzdem nur der Publisher. Es geht ja um den Entwickler. Haben ja auch ihre Kinder. Ja. Die können ja sagen, vielleicht. Hey, wir hätten da eventuell einen Tipp für euch. So. Aber nur vielleicht. Muss nicht sein. Muss nicht ja, sein. Muss nicht. Ich hoffe, dass es hat. So. Als ich das gelesen habe, war so gleich, ah, ich komme. Let's go. Das also du großartig. Schaust auch rein? Na sicher. Ja, das ist eigentlich das ist mein Steckenpferd, diese Spiele. Sehr Aufbau. Nice. Aufbaustrategie, ja. Ich muss auch mal wieder eins spielen. Ich glaube, pack mir das auch mal auf. Ich recherchiere das kurz, von welchem Magern das ist hier. Hemimond. Ich werde das gleich rausfinden. Hemimond. Sei ruhig jetzt. Die Entwickler von Tropico. Psst. Und Imperium Romanum. Ja. Also das wird Templar. Gut. Das wird gut. Omerta. Also wenn sie es nicht gut machen, dann haben sie verschissen. Ganz einfach. Heute ist übrigens Autofokustag. Was? Heute ist Autofokustag. Der Fokus? Ja, meine Kamera. Nein, nicht deiner, meine. Die auch. Er ist halt nässiger. Ja gut. Wer hat Surviving Mars? Werden wir sehen. Kommen wir wieder zu was remastered wird. Das ist, glaube ich, eher stabiler. Ja. 16.03. Da freue ich mich tatsächlich warum. Paradise Remastered. Ja. Ich glaube aber nur für die Konsolen. Ich habe zumindest nicht auf Steam gefunden. Ja. War eines der ersten PlayStation 3 Spiele, die mir damals ein Kumpel ausgeliehen hatte. Ist halt ein Racing-Game und kommt jetzt halt eben nochmal remastered. Ob man das jetzt braucht, da bin ich... Ich glaube, das geht an mir vorbei, sage ich einfach mal. Das ist so ein Remaster, wo ich mich frage, warum, weil... Also es ist ein cooles Spiel. Ich habe es gerade gespielt übrigens. Ja. Bei Steam ist das Einzige, was du dir noch kaufen kannst. Burnout Paradise. Ja. Warum remastert man das? Ja, aber damit man es auf der Xbox One und PS4 auch nochmal spielen kann wahrscheinlich. Da haben sie ja nicht mal... Das Problem an der ganzen Sache ist, bei der Burnout-Serie, da haben sie ja nicht mal das Coolste genommen. Könnt ihr euch noch an das Burnout Paradise erinnern, wo man auf die Kreuzung zuballern konnte und so viel wie möglich Schaden anrichten musste? Ja, das war nämlich Burnout Paradise.
Nee, das war nicht Burnout Paradise, nein. Das ist Burnout. Also, das ist Burnout. Ja, warum ist das nicht auch da drin? Sowas? Ist das warum? Da nicht drin in Paradise? Ich meine, das habe ich früher auch gemacht. Nein, das ist nicht in Paradise drin. Nicht? Genau, Burnout 3 Takedown ist das. Weil das... So, und warum remastert man ein Spiel, was sowieso schon da ist? Also spielbar. Ah, Chat sagt, es kommt auf dem PC, allerdings nicht über Steam, sondern Origin, sagt zumindest der Dexter. Ja, das kann sein. Origin habe ich nicht gecheckt, weil Origin halt. Was Origin? Ja, gut, können Sie meinetwegen gerne machen. Also ich kann es immer noch spielen auf dem Computer bei Steam. Ja. Und da sah es nicht schlecht aus. Nee. Wobei ich immer meinem Kumpel erklären muss, dass Grafik besser geworden ist. Er erzählt mir immer, dass seit Half-Life 2 Grafik nicht besser geworden ist. Er soll mal zum Optiker gehen. Ja, das sage ich ihm auch immer, weil ich glaube, er braucht wirklich eine Brille. Shots fired. Ja, also das Remaster lässt mich kalt. Wahrscheinlich für Racing-Game-Enthusiasten, die nichts anderes spielen, vielleicht interessant auf den Konsolen. Ansonsten, ja. Ich sag mal so, Burnout Paradise wurde abgelöst von Forza Horizon 3 als besseres Arcade-Racer-Game. So, ich würde es jetzt... Der Soundtrack ist ganz cool mit ganzen Roses, Paradise City und so, aber... Also Burnout Paradise hat sehr viele schöne Musikstücke drin. Ja. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, es damals zu spielen. Und es ist nichts im Vergleich rangekommen. Es gab ein Need for Speed-Teil, der wurde von den Burnout Paradise-Machern gemacht. Und man merkt es ihm sofort an. Und das ist das, was ich bei Need for Speed zum Beispiel nicht haben wollte. Ich sag, was ist das denn? Das ist wie, Das ist wie Burnout, nur nicht so gut. War ein gutes Spiel damals. Ich hätte mir gerne ein neues von denen gewünscht. Das wäre schön. Mit Kreuzungen. In Grafik. Oh. Aber nicht das, was du jetzt meinst. Nicht das Takedown. Das ist was anderes schon. Ja, mal. Aber so die Crash-Kreuzung. Das war früher das Geilste, was du gemacht hast mit Leuten. Vor ein paar Monaten habe ich das gespielt auf der PlayStation. Oh, das macht so viel Bock. Und dann, also nicht auf PC, ist ja egal wo, aber dass man dann halt gemeinsam da sitzt und, na, wer macht hier den geileren Crash? Und du musst eigentlich nichts machen, außer Gas geben. Und dann hast du mehr, yeah! Ja. Und ich hab das letztens gerade mit jemandem zusammengespielt, mit Dazen. Und wir saßen hier und ich habe mir das halt so angeguckt und der mir so, Es ist schön, aber nach dem 10. Mal ganzen Roses habe ich mir dann auch gedacht, okay, reicht jetzt wieder. Oh, die haben eine große Songauswahl. Also, Party-Modus ist halt mega cool. Es gibt einen Party-Modus, da kannst du Multiplayer spielen und dann hast du mehr verschiedene Aufgaben. Und dann, ach so. Dann kannst du das, glaube ich, bis zu 8 Leute spielen. Das ist halt richtig cool. 7 oder 8, trefft euch alle im Stadion unten, eine Trophäe. Ugh. Nee, du hast dann halt so, wer als erstes durch 2 Tore fährt oder wer am meisten in der Luft ist und so ein Quatsch. Und das macht echt viel Bock. Da würde ich mir wirklich wünschen, also das wäre schön, wenn es da was Neues geben würde. Also der heutigen Zeit entsprechend. Das wäre mega cool. Wisst ihr, was Neues rauskommen müsste? Neues Ridge Racer. Oh, wow. Eins von diesen Spielen, wo man wirklich die ganze Zeit nur Gas drückt und wer bremst, verliert. Und Banden einen eigentlich noch beschleunigen oder so. Bei Ridge Racer konnte man noch so schön sliden. Ja, genau. Und dann bist du doch schneller geworden, ne? Genau. Und das war aber mega schwer. Damals hatten wir davon eine Demo auf der PlayStation 1, glaube ich. Ja, richtig. Und da haben wir das dann immer geübt. So. Oh, oder Destruction Derby. Das gibt's ja Breakfast halt, ne? Ja, aber das ist von den Flatout-Machern. So nach war Flatout nie so der 2. Racing Games-Mensch. Das Einzige, was ich wirklich immer gespielt habe, war Gran Turismo. Und andere Racing Games fand ich irgendwie immer. Na gut. Destruction Derby war geil. Ja. Schön mit den Dreieckchen noch dran, was wo kaputt ist. Und dann konnte man ohne Vorderrad fahren oder ohne Hinterrad oder ohne beides. Und ist dann aber so hin. Das war schon geil. Ja. Das war schon geil. So ein paar Fun-Racer müssen sie mal wieder rausbringen. Hm. Nicht mal nur. Ich glaube, Wreckfest geht so in die Richtung. Aber Wreckfest ist, glaube ich, auch so mit Rundkurs und so. Und nicht mit nicht so richtig alles in einem Fleck. Warte mal, ich muss das gerade mal gucken. Bei Wreckfest, ja. Aber was ich bei Wreckfest gesehen habe, man kann Server aufmachen. Das ist schon wieder so ein richtig großer Pluspunkt. Ey, du lachst! Ja, du lachst. Für mich ist das ein absoluter Pluspunkt, dass man Server aufmacht. Ich habe mitbekommen bei Siege, die Probleme. Wreckfest ist halt immer noch im Early Access.
Ja, aber da kannst du, glaube ich, auch richtig schön reinholzen. Ja. Ich habe es damals gespielt vor 2 Jahren, glaube ich, als sie ein paar Updates rausgehauen haben, aber das Fahrverhalten war so kacke. Damals, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile verbessert haben. Das einzig Coole an Wreckfest war diese Arena, wo du mit der Physik spielen konntest. Und dann Loopings machen konntest und sowas. Von wem ist Wreckfest? Von den Flatout-Machern. Bug 4 oder wie die heißt. Okay. Bugbear, genau. Driver damals. Unten. Die erste Nummer im Keller. Könnt ihr euch da noch erinnern? Die erste Prüfung, die schon so bockschwer war, dass man. Ja. Ich kann mich daran erinnern, wir haben es so ein paar, 4, 5 Mal probiert und dann habe ich gesagt, scheiß Spiel. Geht ja nicht mal los hier. So was ist, fehlt auch noch. Driver war irgendwie bockschwer, ja, das stimmt. Da habe ich auch nie durchgespielt. Auch nicht. Bin nicht über die Garage rausgekommen. Letztens habe ich es probiert, irgendwo und habe es easy hingekriegt. Ja. Skill 3,8, sage ich nur. Das Souls-like der Spiele. Oh Mann. Gut, dass es damals noch kein Dark Souls gab. Doch, alle Spiele waren wie Dark Souls. Ja, damals schon. Haben wir damals schon das gesagt. Nächste das nächste vielleicht das auch. Werde ich mir angucken. Neues Futter für die Switch. Ja, es kommt auch ein Souls-like. Ja, yeah, kommt am 16.03. Ja, ist quasi wie Souls. Kirby ja. Star Allies. Das letzte Kirby war bei mir auf dem Game Boy irgendwann und Game dann hatte ich mit Kirby nie wieder was zu tun. Ob das was kann im Vergleich zu den anderen, bin ich da falsch, ich bin kein Nintendo-Mensch. Aber wenn es halt ein cooles Game wird, ich habe Mario Odyssey gespielt, das letzte hatte ich davor auf dem Game Boy gespielt, hat mich gut unterhalten, warum nicht auch Kirby? Wie gesagt, am 16.03. kommt es raus für die Switch. Überleg noch, weil Kirby ist so eine Sache. So, ich habe mir die 3DS-Kirbys immer mal kurz angeschaut und hatte eher das Gefühl, dass es eher tatsächlich Kinderspiele sind. Also das, was man bei Nintendo halt häufig hört. Die Grafik ist voll für die Kinder. Das spiele ich nicht, ich bin erwachsen. Das habe ich bei Kirby tatsächlich das Gefühl, dass es halt eher... Jetzt Fortnite! Ja, genau. Entschuldigung. Ja, aber das Schöne dabei ist, dass Nintendo wirklich auch Spieler wie mich, die halt noch ewig schon kein Mario mehr gespielt hat, zumindest jetzt in Odyssey halt an die Hand nehmen und so Leute wie ich, die Jump'n'Run nicht spielen können, da gut durchkommen. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Klar, vielleicht werden es dann die Profis sagen, ja gut, ist ein bisschen zu leicht und ist halt nicht Celeste genug oder so. Aber da ist die Frage, für welche Zielgruppe das halt eben gedacht ist. Mhm. Guck's mir mal an. Bin gespannt. Ich fand Kirby, mein letztes Kirby war tatsächlich auf dem Game Boy und das hat mir damals Spaß gemacht, aber da war ich halt jugendlich, sagen wir es mal so. Also ich war 11 oder 12 auf irgendeiner Freizeit, hab's mal ausgeliehen bekommen und hab's dann gespielt den ganzen Tag, weil ich keinen Bock auf diese Aktivitäten mit anderen Menschen hatte draußen. Und das war witzig, weil du halt jedes Mal, wenn du irgendwas eingesaugt hast, hast du halt deren Fähigkeiten übernommen. Hm. Und an sich eine coole Idee, nur die Idee ist halt jetzt schon 20 Jahre alt. Also die muss heute immer noch funktionieren irgendwie. Ja, jetzt hast du es hier irgendwie mit den, also du kannst es halt Koop spielen und wenn es nicht Koop spielst, hast du halt bis zu 3 CPU-Begleiter, die du halt selbst rekrutieren kannst, die dann halt eben mit Fähigkeiten an deiner Seite halt mitkämpfen, wie das Ganze genau funktionieren soll. Demo ist verfügbar für die Leute, die es halt eventuell spielen wollen oder antesten wollen, gibt es halt eben Demo, ich habe es nicht gespielt, da kann man dann schon mal reinschnuppern, wie das Ganze halt eben funktionieren soll. Ja. Ich bin die Einzige, die keine Switch hat, ne? Offenbar. Offiziell habe ich auch keine. Hä? Offiziell habe ich auch keine. Wieso hast du was? Seit wann? Ich habe keine Switch. Klar hast du eine. Nein, ich verleugne dieses Ding. Achso. Er wird doch nie sagen, dass er Nintendo-Aktien gekauft hat. Hey, ich kaufe meine eigenen Aktien. Mit dir. Oh, steil im Kurs, Magga. Hat sie diese AG. Das Fortsetzungsspiel, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich spielen will. 20.03. Attack on Titan 2, die Fortsetzung, nachdem der erste Teil ja wahrscheinlich passend zur Serie, die ich nicht geguckt habe, mittendrin geendet ist, weiß ich nicht, ob ich den zweiten Teil von Attack on Titan spielen will, weil ich noch mehr vom gleichen Gameplay, nur weil die Story dann in der zweiten Season halt weitergeht,
Bin ich unschlüssig. Wird bei mir, wenn überhaupt, vielleicht ein Sale-Titel, was ich irgendwann dann mal nachholen werde. Ja, der erste war lustig. Mehr für mich aber auch nicht. Als Nicht-Anime-Kenner, sage ich dazu. Klar, die Fans des Animes werden jetzt wahrscheinlich Instant kaufen und spielen, aber da gehöre ich halt eben nicht dazu. Ja, also für mich jetzt, den Anime kenne ich nicht und ich fand die Streams, die ich dazu gesehen habe, war so. Aha. Aha. Okay. Ja, das Gameplay war lustig. Du fliegst halt durch die Gegend und slicest und dicest irgendwelche Moped-Männer. Also es war halt schon. Aber irgendwann hatte ich es gesehen. Ich fand, es war. Also für mich, als Außenstehender, der immer nur kurz irgendwo in Streams reingeschaut hat, für mich sah das alles sehr ähnlich aus. Ich hatte immer das Gefühl, es ist der gleiche Punkt, an dem die kämpfen. Es sind die gleichen Farben. Es war für mich so, mich hat's nicht angesprochen. Ich weiß, gleich steht es wieder im Chat, der Anime ist so gut. Ja, ich weiß, habe ich aber nicht gesehen. Also für mich ist das Spiel so, ja, nö. Also wenn ich mir ein Anime angucke, muss er halt gute Waifus haben und Attack on Titan hat keine guten Waifus, also mag ich auch das Spiel nicht. Nicht mal die Titans haben Geschlechtsorgane. Ja, also ich hab gestern bei Chirno Girls und Panzer geguckt. Das war sehr witzig, weil halt absolut total Weeaboos sind, aber ja. Attack on Titan mag ich nicht. Bitte, auch nicht mein Universum. Mir fällt immer auf, ich bin eigentlich immer der Arsch vom Dienst bei allem. Ich habe letztens mit Mokka und Kubi zusammen gespielt. Guck sehr der Ringe. Harry Potter. Mm-mm. Game of Thrones. Mm-mm. Mario. Mm-mm. Zelda. Mm-mm. Eigentlich bin ich, ich frage mich, was ich hier mache. Ja. Sollte, glaube ich, gehen. Gut. Damit jetzt wir noch ein Spiel halten für können, dich. Bleibt ja, das nächste Spiel go. Für dich. Am 20.03. kommt jetzt mit super englischen, nicht gönnenden TH, Sea of Thieves. Sea of Thieves. Ja. Habe ich sehr viel geguckt. Mittlerweile ja die, was weiß ich, wie Beta, die gerade läuft, Scale Beta im Moment. Es ist ein Spiel, was ich gerne mögen würde. Weil es sieht fantastisch aus, aber das, was ich bis jetzt in den Betas gesehen habe, was den Gameplay-Loop angeht, ich weiß nicht, wie viel sie für die Beta deaktiviert haben, was nachher im fertigen Spiel drin sein wird. Es sieht für mich im Moment, das, was ich in den Betas gesehen habe, ein bisschen aus wie No Man's Sky auf Wasser. Sieht schön aus, aber bitte nicht anfassen, weil drin ist nicht so ganz viel. Ich hoffe, dass es halt eine ganze Portion halt eben noch dazukommt, wenn das Spiel halt freigeschaltet wird, was man machen kann, weil aussehen tut's fantastisch. Und ich warte ab, was halt eben dann tatsächlich noch an Umfang halt reinkommt, weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, das wäre mir zu wenig, einfach nur rumfahren und gucken. Sag ich ganz ehrlich. Ich habe gehört, dass sie in der Beta keine 25% vom Game zeigen, also von den Gameplay-Elementen enthalten sind. Ja, gut. Sagen kann man viel, hat Sean Murray auch, was dann nachher drin ist und nicht drin war, ne? Wow! Ey! Jetzt, mein Freund, lehnst du dich aber bitte mal nicht so weit vors Fenster. Du vergleichst gerade Microsoft Studios mit einem Menschen, der durchaus noch nichts vorher abgeliefert hat, okay? Und jetzt mach mal ganz vorsichtig. Ja, da stand aber auch Sony dahinter. Tatsächlich, genau wie Microsoft Studios jetzt hinter dem Indie-Projekt von denen steht. Nee, einfach nee. Microsoft Studios hat sich die ganzen Jahre über schon bewiesen mit allen möglichen Forza-Teilen, mit Gears of War und hat immer abgeliefert. Also schön vorsichtig mit diesen belanglosen Dingen, die du gerade über die Lippe gehauen hast. Also es hat einen Multiplayer, der funktioniert. Just saying. Die Frage ist ja nur, was du da drin halt machst. Ja, ich sag ja, ich würde das Spiel gerne lieben. Wenn es dann halt gut wird, gerne. Ich bin nur skeptisch. Ich bin auch sehr, sehr, sehr skeptisch, tatsächlich. Weil bis jetzt habe ich nicht viel gesehen. Es war immer witzig. So, ich habe mir die Streams von Nils und Stay angeguckt und wurde immer sehr gut unterhalten. Besser als bei all dem anderen Zeug, halt, die gemeinsam spielen. Aber mehr zu tun als das, was ihr da gemacht habt, gab es jetzt nicht. Immer wieder irgendeinem Dreimaster hinterher zu fahren und den abzuschießen versuchen, aber die laufen die ganze Zeit unter Deck und schöpfen ab und flicken die Löcher. War jetzt nicht so viel los. Leute, das ist ein scheiß Multiplayer-Spiel, kein Singleplayer.
You know what I mean? Ja, es muss ja trotzdem. Ihr wisst, was da Inhalt. Ist, Seeschlachten, ja? Ja. Das ist der Sinn des Spiels und ist der Sinn eines Piraten, Schiffe kapern. Ja, und natürlich, aber die Frage ist, wie das Ganze halt eben umgesetzt wird. Wenn er nachher genau irgendwie... so, wie du es gesehen hast. Ja, was habe ich gesehen? Zwei Leute sind auf dem Schiff und plötzlich sind vier Leute und die vier Leute ganken die zwei Leute zu Tode, dass sie irgendwann Rage quitten und ausloggen. Weil sie natürlich da respawnen und die anderen warten direkt, dass sie wiederkommen und sie ganken und ganken und ganken. Ist das ein cooles Spielkonzept? Ja, vielleicht für die Leute, die ganken schon. Für die zwei Leute, die gegankt werden, sicherlich nicht. Da ist die Frage, wie setzen sie das nachher um, dass das halt eben funktioniert und nicht irgendwie der Spielspaß für Leute ruiniert wird, die in der Unterzahl sind oder nicht so gut organisiert sind. Und ich rede gerade verdammt schnell. Uff. Ist ganken campen? Ja, quasi. Ja, mehr oder okay. weniger. Leute bekämpfen. Ja, ich kann nur campen. Was aber auch übrigens Quatsch ist, weil du mit einer Zwei-Mann-Kutte auch einen großen auseinandernehmen kannst. Ja, natürlich, aber das halt eben einfach mal Leute, die halt vielleicht mehr sind und besser organisiert sind. Willkommen im Multiplayer übrigens. Ja, natürlich. Da ist aber die Frage, wie sie das halt eben machen, dass der Spielspaß für sage ich mal, Leute, die es halt eher casual spielen wollen, nicht ruiniert wird, weil halt eben die Leute wissen, dass du genau da respawnst, wo du respawnst. Du respawnst ja immer auf irgendeiner anderen Insel. Ja, oder auf also Schiff du respawnst, ja, du, dein Respawn hört ja auch irgendwann auf. Also, das ist doch schon die Protection dagegen, dass dein Respawn aufhört. Sobald dein Schiff untergeht, bist du weg von dort und wieder auf deinem Schiff. Das heißt, die können dich nicht unendlich ganken. Naja, die Konstellation war halt, das war eine Insel, das Schiff lag halt quasi vor Anker und die sind halt eben gegankt worden und sind immer wieder auf dem eigenen Schiff halt gespawnt. Und die anderen waren halt einfach nur auf dem Schiff und haben gewartet. Ja, das Schiff ist nicht gesunken, wir waren halt einfach nur auf dem Schiff und haben dann halt da lustig rumgekämmt. Das macht es dann halt eben schwierig, da sind halt eben Klamotten drin, plus halt eben, was ist der eigentliche Gameplay-Loop? Ist es wirklich nur andere Leute jagen oder auf den Sack gehen? Ist es Kisten sammeln, was im Moment viel in der Beta gemacht wurde? Was machst du mit den Kisten? Kannst du eigene Geld, Schiffe kannst bauen? Ja, deine Upgrades ist es, bauen. Genau, ist es dann einfach nur, ich klicke einen Knopf, wenn ich so und so viel habe und instant? Oder bin ich am Hämmern mit Nägel? Ja, da würde ich gerne erstmal mehr von sehen. Spiels, hast du gesehen? Ja, eben. Und die 75, die, genau, würde ich die auch möchte ich erstmal sehen. Ey, dann müsstest du es halt nicht kaufen. So, das Grundprinzip, meinetwegen müssen sie nicht mal irgendwas reinmachen. Das reicht schon. Also in meinen Augen reicht das schon. Wenn du deine Goodies nachher für das Schiff kaufen kannst, das ist mir eigentlich schon scheißegal. Das Einzige, was ich gerne hätte, ist, dass die Server rammelvoll sind. Dass da nur Alarm ist auf See. Da muss richtig Remi-Demi sein. Und dann reicht das Spiel schon völlig zu. In meinen Augen. Das ist nämlich der Multiplayer-Aspekt. Battle Royale nicht... mit Schiffen quasi. Wieso Battle Royale? Das Ding ist halt, so ein Fight zum Beispiel, der geht manchmal über eine halbe Stunde. Und das ist doch schon das Geile an dem Spiel, dass du, wenn du einen am Jagen bist, musst du den Wind einberechnen, wenn du mit vier Mann unterwegs bist, musst du halt alle kommandieren. Und das ist doch schon einfach grundprinzipiell schon das, was du gesehen hast, mit ein bisschen volleren Servern, ist das Spiel schon 60€ wert. Weil die Mechaniken haben in der Beta, an allen Betas bis jetzt alle funktionieren. Sei es Wind, sei es Segel, sei es Flicken, sei es Wasser rausholen, sei es Essen, Schätze finden, du hast schon genug zu tun. Ob du das nachher, das Einzige, was sie aufmachen, dass du was mit deinem Gold anfangen kannst. So. Und dann ist sowieso, das, den meisten wird es wahrscheinlich nicht gefallen, aber das wird es nachher sein. Es wird halt Multiplayer, let's go. Richtig schön in den Arsch rein. Und das wird das Spiel werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das wird mega geil, weil dann hast du nämlich vier Leute und mit denen kannst du Gas geben. Und das macht richtig Bock. Und schon im jetzigen, also ne, im jetzigen Zustand macht es schon Bock. Also meinetwegen müssen sie da nicht mehr reinmachen. Ich freue mich wirklich über alles, was da noch extra kommt. Ob man nachher vielleicht eigene Inseln bauen kann und so ein Scheiß alles. Mal gucken. Bin auch gespannt. Kraken. Also ich denke, also das ist meine realistische Einschätzung. Es wird nichts für Casual-Leute sein. So, ich setze mich auf mein Boot und fahre alleine los. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Hm. Also ich werde jetzt nicht mal alleine auf ein Schiff mich darauf setzen, außer ich habe wirklich gar nichts zu tun. Ja, warten wir ab. Prinzipiell würde ich es gerne spielen wollen. Mal schauen, was halt eben kommt. Ich glaube, ich lasse es aus. Ja, plus halt Windows Store, ne? Also Xbox oder Windows Store, also ich kein Steam-Titel. Das ist jetzt nicht. Wir haben vorne eine. Aber
Es kommt, ich muss zugeben, in der Zeit kommen zu viele andere Titel, auf die ich mehr Bock habe. Über die wir noch nicht gesprochen haben. Aber da sind zu viele Sachen, wo ich, ja, mehr Lust drauf habe. Nächstes? Ja, ich lese gerade nochmal den Chat. Also der Chat sagt halt eben prinzipiell, dass es PvP-lastig ist. Ja, ja, wobei, es sah für mich halt eben nicht nach einem PvP-Spiel aus. Gut, ich hab nur zugeguckt, ich habe es nicht selbst gespielt, weil da waren halt eben auch so viele Flaws drin, gerade im Kloppen, was halt so super wonky war, wo ich mir denke, wenn das der Sinn des Spiels wirklich PvP sein soll. Was war denn da? Was meinst du denn? Was ist denn da wonky? Ja, weiß ich dann, nicht. Was sind das halt, für Wörter? Ich verstehe die Wörter das nicht. Das Ganze, ja, schlabberlich, halt komisch. Sah halt eben komisch aus, dass du halt eben dann ein bisschen mit deinem Säbel halt eben rumklopfst, ab und zu nachladen kannst mit deiner Knarre. Die Leute hüpfen halt eben vom Schiff ins Wasser, vom Wasser wieder aufs Boot, schießen sich selbst mit einer Kanonenkugel nach oben, fliegen 500 Kilometer, landen großartigen Fallschaden. Wenn das halt eben PvP sein soll, weiß ich nicht. Das sieht dann für mich aber irgendwie komisch aus. Du sprichst gerade von Sachen, die eigentlich völlig irrelevant sind in dem Spiel. Der Fight, der gute... Also du meinst wirklich nur Schiff gegen Schiff? Das ja. Auf dem Dings ist doch scheißegal, was da passiert. Das ist doch völlig Ritze. Das ist, also die Sachen, also die Instrumente, die hast du sowieso nur, damit du Skelette wegmachen kannst. Alles andere... Ey, schon allein, wenn du den Sniper in der Hand hast und siehst du ja eh nichts. Das ist Schiff gegen Schiff. Ja, eben. Das ist das, worum es geht. Und ja, gut, das habe ich tatsächlich halt wenig gesehen, weil es irgendwie da immer geendet ist, dass die Leute irgendwie, dass die versucht haben, sneaky irgendwie an Bord zu kommen und die Leute per Melee-Combat, also im Nahkampf, umzuhauen. Keine Ahnung. Das war halt irgendwie sehr merkwürdig. Das ist, die haben keine Ahnung, was du geguckt hast. So, das ist mir zum Beispiel nicht ein einziges Mal passiert. Und ich habe das schon 50 Stunden gespielt. Mich hat einmal jemand gekillt, hat mich auf dem Boot gekillt, dann bin ich woanders hingegangen. Dann hat er irgendwann keinen Bock mehr gehabt, dann haben sie unser Boot versenkt und dann waren wir wieder bei unserem Boot. Ich wurde nicht ein einziges Mal auf irgendeiner Insel gekillt und schon gar nicht von nicht einem Boot. Okay. Nicht ein einziges Mal. Ich habe keine Ahnung, was Leute da machen. Wahrscheinlich, wenn du 5 Stunden... Das Einzige, was mir passiert ist, wir hatten 8 Schatztruhen an einem Schiff. Das haben sie uns geklaut, weil wir halt auf der Insel drauf waren. Aber ich habe noch nie auf einer Insel mit einem Säbel oder geschweige denn irgendwas anderem gefightet als eine Kanone. Und sich mit einer Kanone rumschießen, das ist das beste Gimmick. EU. Sich da reinzusetzen, scheiß mal auf den Fallschaden so. Den kriegst du übrigens auch, wenn du richtig klar beschissen landest. Aber das ist doch das Geilste ever. Wenn du irgendwie ein Schiff raiden willst, Mann, und du schießt eine mit der Kanone darüber und du musst nicht dahin gehen, come on, seid mal ein bisschen kreativ. Das ist doch schon mega geil. Deswegen sage ich ja, das, was du da gesehen hast, mit einem vollen Server, da geht die Luzi ab. Da kannst du den ganzen Tag nur Alarm machen. Da brauchst du diesen ganzen anderen Philippans nicht mit. Oh, ich baue mir ein schönes Häuschen und ich muss dran Nägel reinkloppen. Habt ihr die Scheiße funktioniert, sieht gut aus und man kann sich Köpfe einkloppen. Mit 4 Mann. Wenn es geht, sogar noch mit 8. Das wäre noch viel geiler. Oder noch mehr. So 10 Mann auf dem Schiff und dann schön 3 Stockwerke und dann unten Feuer frei. Und dann gib ihm. Das ist geil. Und schon allein, dass das Meer in diesem Spiel ist der absolute Hit. Ja, wenn du in einen Sturm reinfährst und das ganze Meer wild wird. Und du quasi so 10 Meter Wellen hochfährst und dein ganzes Schiff ist oben und du kannst eigentlich gar nicht schießen. Also wer sich dann darüber beschwert, dass das Gameplay nicht funktioniert, I don't know. Darauf könnte ich mir 100 Stunden einen runterholen, wie gut das geworden ist. Ohne Scheiß, das ist habe ich noch nie gesehen. Finde ich mega gut. Und das ist für mich jetzt, der jetzt gespielt hat, ist es genau das, warum dieses Spiel einfach jetzt schon in dem Stadion, wie es ist, der absolute Oberhammer ist. Und jeden Penny wert ist. Auch wenn es nach einer Woche langweilig ist. Aber die 70 Euro können sie gerne haben, weil es gut ist. Ich habe schon 50 gespielt, so. Oder so, glaube ich. Weniger. 20.03. Kommt's raus. Oh. Für die Leute, die dann rein gucken wollen, selber kaufen wollen. Xbox, Play Anywhere, damit dann auch Windows 10 PC. Ja. Wisst ihr, welches Spiel auch schöne Bootschlachten hatte. Ja. Assassin's Creed Black Flag.
Kommt dieses Jahr auch noch. Und in dem Sinne kommt das nächste Spiel auf unserer Liste, ist ein Assassin's Creed. Nicht Black Flag. Ich mir tatsächlich sogar vielleicht dann angucken möchte, weil ich habe es damals Tito. Nicht gespielt. Es kam für PC und PlayStation 3. Yep. Assassin's Creed Rogue kommt jetzt remastered für die PlayStation 4. Ich weiß nicht, ob auch für PC, weil da wäre es aber weniger sinnvoll. War ja mehr oder minder so ein böser Ableger von Black Flag und enthält auch die Seeschlachten. Ist ein Assassin's Creed. Ja, wenn man nichts zu tun hat, kann man sich das, denke ich, mal angucken. Kostet keinen Vollpreis, ist irgendwie so ein Mid-Price-Range, glaube ich. Und da ich es halt noch nicht gespielt habe, einfach mal für die Trophies vielleicht, warum nicht? Das war das, wo man als Frau spielt? Nein. Nee, das war Liberation. Und den gibt's für die Vita, ist der ursprünglich erschienen. Genau. Habe ich gespielt, braucht man nicht spielen. Der ist mir auch damals durch die Lappen gegangen, weil der ist erschienen, da kam gerade der Switch so auf die PlayStation 4. Genau. Und dann kamen so coole Sachen raus und es ist irgendwie total hinten abgefallen. Ich so, hey, warte mal, da gibt's ja noch einen Teil, den kenne ich ja gar nicht. Der ist mir auch damals durch die Finger geflutscht und mal gucken. Ja, genau dasselbe bei mir. Ich hatte halt die PlayStation 3 damals eben dann schon abgestöpselt und wollte die nicht wieder anbauen, weil gerade PS4 und alles war halt eben dann so schön Full HD und nicht mehr 720 und so. Da habe ich gedacht, nee, dann spielst du das nicht. Und ja, jetzt kommt's halt eben nochmal raus. Dass ich mir das eventuell nochmal irgendwann angucke. Weil die Seeschlachten, muss ich sagen, in Black Flag fand ich halt eben schon spaßig. Die waren super. Die haben doch dieses Jahr auch noch was von Ubisoft, ne? Skull and Bones heißt das Ding, glaube ich. Soll quasi, ich vermute mal, sowas ähnliches wie Sea of Thieves werden, nur halt nicht mit dieser, ich nenne es mal Comic-Grafik, sondern eher in realistischer Grafik, wie halt eben Black Flag. Ich glaube ja, das ist so Copy-Paste aus Black Flag raus. Wobei Black Flag war schon cool. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das wird so ein Copy-Paste-Ding. Ja, wenn sie da halt eben noch, sage ich mal, PvE und PvP drumherum bauen, why not? Mal schauen, keine Ahnung. Und ein paar Türme, die man dann noch einnehmen kann oder so. Die brauchen wir auch. Ohne Türme geht nicht, Leuchttürme. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das noch dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall hat es noch kein konkretes Datum, also TBD. Oder TBA, whatever. Ja, aber AC Rogue kommt am 20. Genau. Ja, und dann kommt am, ich sehe das Datum nicht, 22. Eine Fortsetzung, kein Remaster, eine Fortsetzung. Und vielleicht tatsächlich sogar eine Fortsetzung, die manche wollten, weil das Original habe ich damals gespielt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf dem Amiga 500 oder auf dem 486er schon war, Pizza Connection, Pizza backen. Eine eigene Laden aufmachen und eine Pizza belegen. Kommt jetzt Teil Nummer 3 von Pizza Connection. So sieht's aus. Kann man wieder kreativ kochen. Oder backen. Kocht man Pizza? Backt man Pizza? Backen. Okay, dann backt man Pizza. Da habe ich Bock drauf. Da bin ich auch so zwei gespalten, muss ich sagen. Weil das ist, glaube ich, dieser Hype ist da, weil es früher cool war. Mal sehen, ob dieser Hype gehalten werden kann. Ob es dem Ganzen gerecht wird. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Ich werde spielen, weil ich habe damals kein Pizza Connection gespielt. Und die Idee, mir eine eigene Pizza zu bauen mit Äpfeln drauf und Ananas. Gut, mal gucken. Ja, und musikalisch gibt's auf die Ohren von Kai. Der hat den Soundtrack dazu gemacht. Welcher Kai denn? Ja, welcher Kai denn? Meinst du etwa Kai Rosenkranz? Genau der. Badums. Genau der. Pizza Connection 3. Wie gesagt, eben aus dieser Kai Rosenkranz? Ja, genau dieser. Dieser eine. Dieser eine, ob der mal Lust hat, im Plankenschnack zu kommen? Ich hab da Sachen gehört. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, weil wir hatten noch nie jemanden da, der Soundtracks macht. Und dann kommt auch noch Pizza Connection Ende des Monats raus. Oh. Hat jemand zufällig die Möglichkeit, ihn zu erreichen? Nein. Oh, Sali, vielleicht magst du ja mal fragen. Mag ich vielleicht mal machen? Das wäre nett. Vielleicht haben wir da so
Pizzabäcker-mäßig schon was vorbereitet. Genau. Nun. Next, würde ich sagen, oder? Ja. Freut euch auf in 2 Wochen. Denn da kommt am 22.03. nicht nur Pizza Connection, sondern wieder was von Ark. Und zwar Ark Park. Welchen Namen spielt? Oh! Ist ein VR-Only-Game, sowohl für PC, also das heißt wahrscheinlich für Oculus und Vive, sowie für PlayStation VR, wobei da ist noch nicht genau sicher, wann es kommt. Es soll ein bisschen später kommen für die PlayStation. Das Ganze spielt in einem, naja, nennen wir es mal Jurassic Park-Ding und soll halt ein VR-Erlebnis sein, wie man halt durch den Park gehen kann, sich die Dinos angucken kann, plus die Dinos, die dann ausbrechen, die man mit irgendwelchen Knarren abschießen muss. Ark Park. Ladies and Gentlemen, ach für so. PlayStation VR. Ich habe gedacht, das ist das ist sowas wie Zoo Tycoon, nur mit Park aufbauen und. Nee, das soll noch kommen. Das hat jetzt nichts mit dem Aufbaustrategiespiel zu tun, was auch noch von Jurassic Park, Jurassic World oder so heißt es dann. Das kommt noch irgendwann anders. Das hat damit nichts zu tun. Das ist jetzt hier halt ein VR-Ding im Ark-Universum mit Dinos schießen und gucken. Also ist halt nicht bau dein eigenes Jurassic Park-Ding, das kommt noch. Ach so. Ich hab mir das Video extra noch angeguckt. So vorhin so, oh geil, kannst Biome vielleicht machen. Jurassic Park dann, World Evolution, so heißt das Ding. Mhm. Genau, das ist halt, wo du dann halt eben deinen Park baust, das ist halt nicht, nein. Ja, okay. Da freue ich mich am meisten drauf. Auf Zoo Tycoon? Was? Nein, auf Jurassic World Evolution. So, ja, also, beides. Ich werde mir ein VR-Moped angucken, weil einfach VR kann ich mir das lustig vorstellen, wenn da so ein Dino vor dir steht. Aber auch dieses Aufbauding, allein schon wegen dem Soundtrack von Jurassic Park. Ja, da habe ich extrem auch dann Bock drauf, da mal so einen Park zu bauen mit Dinos. Oh, wenn der T-Rex ausbricht und einfach erstmal die ganzen Besucher snackt, wird bestimmt episch. So gut. Ja, eben. Gab's bei Zoo Tycoon damals auch. Ich glaube, Zoo Tycoon 2 habe ich so extrem gesuchtet. Kam dann später auch ein Dino-Paket mit dazu. Das war cool. Wollen wir eigentlich mal kurz in die Pause gehen? Weil wir haben ja noch 1-2 Spiele und ich habe nichts mehr zu trinken und ich will unhöflicherweise nicht einfach aufstehen. Okay. So 2-3 Minuten Pause? Oh, gut. Okay. Auf. Gerne. Dann, ich sprinte aufs Klo. Ihr da draußen. Ihr da. Falls ihr gerne mit uns reden wollt oder vielleicht noch eine Frage habt oder vielleicht auch mal ein Spiel in die Runde schmeißen wollt, was wir eventuell übersehen haben, könnt ihr uns gerne im Discord erreichen. Oder auch auf Twitter. @Plankenschnack. Und auch Discord findet ihr unten drunter. Einfach draufdrücken und reden, schreiben, interagieren. Wir würden uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Du. Klo? Jetzt? Mir ist das Ende nicht eingefallen. So. Wie halt alle warten so. Klo, jetzt. Okay, lass uns gehen jetzt. Tschüss.
Hallo. Hallo. Oh, hi. Wieder. Zurück aus der Pause. Hallo. Hallo, hey. Oh. Es ist gerade ein bisschen Bergluft durchgezogen. Ja, ich suche einen Weg raus. Moment. Ich wollte noch zu Ark Park übrigens sagen. Das Spiel sollte eigentlich schon im Juni 2017 rauskommen. Wie du mir das komplett kaputt gemacht hast. Es tut mir leid, aber wenn wir jetzt zum nächsten Spiel springen. Ich wollte nur sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Fehlt jetzt noch, dass ein DLC rauskommt, bevor das Spiel überhaupt schon rausgekommen ist. Naja, die Geschichte von Ark ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Natürlich. Missverständnisse. Ja. Ja, nun. A Way Out. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe noch keinen gefunden, mit dem ich das spielen werde. Ja, genau. So wollte ich eigentlich jetzt anfangen. Jetzt hat er mir meinen Teaser. 23.03. A Way Out. Ich habe keine Freunde. Kann ich nicht spielen. Koop. Ein Koop-Game von dem lustigen, was ist der Typ? Spanier? Mexikaner? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Portugiese? Don't know. Auf jeden Fall. Pack die Oscars. Genau, der Typ. Interessantes Konzept. Das Spiel, ja, sieht halt schon eher Richtung Indie aus. Ist auch eher so in dieser 30-Euro-Schiene, ne? Also kein Vollpreis-Game. Kommt für Konsolen, kommt für PC, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ja, doch, PC auch, klar. Wir haben die Steam-Page, also PC auch. Und ja, zwei Brüder, glaube ich, sind, oder zwei Kumpels, die aus dem Knast halt ausbrechen wollen und das Ganze eben als Koop-Game, dass halt eben beide Seiten beleuchtet werden können. Die Idee ist ganz nett. Wie gesagt, das Ganze, ja, ich brauche Freunde. Was Neues, finde ich. In der Form. Ja, muss mal gucken. Ich finde auch sehr freundlos. Ja, und tatsächlich wurde das gesagt, da bin ich gespannt, wie das gehen soll. Das hat eben der besagte Portugiesen-Mexikaner-Mann gesagt, also der Macher. Angeblich braucht nur einer von denen, die spielen, das Spiel. Ja, genau. Ja, in Couch-Koop verstehe ich das, aber wie soll das funktionieren bei Nicht-Couch-Koop? Da bin ich gespannt drauf. Ja, klar. Du kriegst dann wahrscheinlich noch eine Kopie dazu. Das hat er nicht gesagt. Also, wenn ich halt mit 5 verschiedenen Leuten spielen will, gibt's 5 Kopien? Also, ich gehe davon eher aus, das ist damals wie bei Ubisoft hat es gemacht, bei Far Cry irgendeinem Teil, dass du ja irgendwie eine Stunde mit online spielen konntest, ohne das Spiel zu besitzen, mit den Friend Keys. Ich gehe davon aus, dass es dir dann auch irgendwie runterladen kannst. So stelle ich es mir vor. Also, genaueres weiß ich da leider nicht, wie das funktionieren soll. Aber ja, das hat er gesagt, dass eben nur einer eine Kopie braucht, also das Spiel kaufen muss und der andere mitspielen kann, ohne es zu besitzen. Da bin ich gespannt, wie sie es halt lösen. Ist übrigens Schwede. Was? Er ist Schwede. Also, ja, geboren im Libanon, aber ist Schwede. Huch. Alter Schwede. Voll daneben. Alter, nee, ist noch ein relativ junger Schwede. Ja, ist 40. Ja. Wobei interessant ist, wo ich das Bild gerade hier sehe, dass die Hauptperson fast so aussieht wie der Typ, ne? Ich glaube, das ist kein Zufall. Vielleicht hat er das ja erlebt. Weil er die Oscars beleidigt hat. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er das erlebt und er versucht jetzt zu entkommen. Und jetzt lebt er unter einer anderen Identität und macht in Spiele. Also im Chat steht, es wird einen kostenlosen Friendpass geben und der zweite kann sich dann einfach runterladen. Also ähnlich wie bei den Far Cry-Klamotten. Ja, ist eine nette Idee auf jeden Fall, weil es halt ja eben wirklich auch nur Koop funktioniert. Ich weiß noch nicht, wann, wie und mit wem vor allem ich das Spiel halt spielen will. Prinzipiell an sich ist es halt eben mal eine nette Idee, wie es letztendlich dann eben komplett ablaufen wird von und ob es von Beginn an vom, sage ich mal, Prison Break bis hin, es soll ja noch nicht nur mit diesem Gefängnisausbruch enden, es soll ja auch noch weitergehen. Da ist die Frage, wie es dann halt eben funktioniert, um jetzt halt eben, ist jetzt kein Spoiler, sondern die Serie Prison Break hat für mich auch nur funktioniert, als sie wirklich ausbrechen wollten. Alles, was danach kam, saß ich dann auch in der Serie nachher so und dachte mir nur so. Da soll ich dich jetzt kurz enttäuschen? Der Prison Break ist der kleinste Teil. Ja. Und das bin ich halt gespannt, wie es halt eben funktionieren soll. Ja, da halt eben werde ich halt abwarten, mal gucken, vielleicht Reviews durchsehen oder mal im Stream halt reinlinsen, ob es halt eben komplett was für mich ist oder vielleicht halt eben nicht. 23.03. kommt es halt eben raus. Weil.
machen wir die Überleitung. Am gleichen Tag kommt ein Spiel raus, was ich mich mehr interessiert. Hallo, 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 was? Hallo, hallo. Du willst auch noch was wir zu sagen? Vielleicht hallo, auch noch ja. Was zu sagen? Oh, Piano, Entschuldigung. Piano. Wow. Ja, ihr habt Freunde. Was wollt ihr jetzt dazu sagen? Dass ich zum Beispiel Brothers A Tale of Two Sons sehr, sehr toll fand und deswegen relativ hohes Vertrauen noch in ihn habe, dass das auch wenn man ihn jetzt so erlebt bei den Game-Shows, Game Awards, habe ich jetzt nicht gedacht, dass der halt vernünftige Spiele rausbringt, aber in meinem Brothers war schon ziemlich gut. Jetzt läuft die Katze amok offensichtlich. Von daher, das wär für mich schon mal so ein Vertrauen, dass ich in ihn reinstecke. Also deswegen habe ich da relativ hohes Vertrauen, dass auch das Spiel wieder eine sehr, sehr gute Story erzählen wird. Außerdem habe ich Sally. Das heißt, das ist schon alles safe. Ich werde das mit Sally spielen und Ich muss mir glücklicherweise keine Freunde mehr suchen. Ich mache das wie damals in der Schule. Ich kläre schon vorher ab, mit wem ich die Partnerarbeit mache. Und dann muss ich da nicht blöd rumstehen, wenn dann alle sich zusammentun müssen. Genau. Wir spielen das zusammen. Freue mich drauf. Ich spiele das mit Gronkh. Ich call das jetzt einfach mal. Ja. Les, du kannst ja dann mit Pandoria spielen. Gronkh, Falls dich das erreicht, vielleicht hast du ja Bock und wir spielen das zusammen oder was? Ja. Ich frage jetzt mal Kacken 30, ich habe keine Freunde, warum sucht man sich denn nicht gleich den Größen raus, oder? Ich rasiere mich auch, mach mich so glatt wie du. Easy. Aber nur, wenn du Lust hast. Natürlich ohne Druck, ja. Ja, und zu der Erwartungshaltung mit, er hat ja mal, BioWare macht auch nur gute Spiele. Ist man ja auch nicht enttäuscht worden, niemals. War ja immer alles völlig hohes Niveau. Also, ja gut, aber Alter! Hör mir jetzt auf, please. Nein, tatsächlich. Microsoft, ohne Scheiß, Microsoft Studios, jetzt mal wirklich Butter bei den Fische. Die haben schon über 10 Spiele rausgebracht und zwar richtig fette Dinger und die waren immer abgeliefert, immer. BioWare hat auch schon Unfälle drin gehabt. Ich sag nur Mass Effect 1, okay, Fahrstuhlsimulator. So. Stell das jetzt mal so in den Raum. Halo? Ja, und was mit Halo? Halo war auch gut. Ah, Microsoft. Ja. Ah, Halo 5. Ja, und Halo war doch auch top. Ja? Also mein Chat, wenn du da nach Halo 5 fragst, kommt sehr viel löschert am besten und fang's nicht nochmal an. Ich selbst hab's noch nicht gespielt, obwohl ich hier diese schicke Limited Edition von Herrn Halo besitze. Also die meisten waren von Halo 5 wohl nicht so ganz begeistert. Also vor allen Dingen, die auch die vorigen Titel der Master Chief Collection halt gespielt haben. Ja, ich selbst kann's nicht beurteilen, aber ich glaube, dass da eher Halo nicht ganz so mehr in Gnade gefallen war. Aber ich gebe doch mein Vertrauen an einen Menschen und nicht an ein Studio. Bei BioWare gut, kann ich das verstehen. Da sind ja die Menschen, die für die guten BioWare-Sachen zuständig waren, sind schon längst über Berg und Tal. So, die sind weit weg. Die machen irgendwo anders vielleicht noch gute Spiele oder haben sich, weiß ich nicht, anderen Professionen nachgegeben, weil sie einfach mit Microsoft zu tun bekommen haben. Aber der Typ ist ja der Typ, der das Brothers gemacht hat und nicht einfach nur die Firma, die mittlerweile nichts mehr mit den Leuten zu tun hat. Von daher. Ja, nur das Problem ist, sobald du halt eben größer wirst, im Sinne von, du hast einen Publisher dahinter, selbe Problem hatten sehr viele andere Studios, die vorher gut waren, dann von einem Publisher mehr oder minder gefördert wurden oder aufgekauft wurden, wo es dann halt eben bergab ging. Deswegen ist mein Vertrauen mittlerweile komplett halt in allem halt sehr, sehr skeptisch geworden, dass ich halt keine Vorschusslorbeeren mehr gebe, nur weil noch irgendwie ein Publisher irgendwie draufsteht, der mal irgendwann gute Games gemacht hat. Weil nach 5 guten Games immer ein Game kommt, wo du dir denkst, warum? Wow. Aber ich kriege hier kein 60-Euro-Spiel, das mir 40 Stunden Spielspaß verspricht, sondern ich kriege hier ein 20-Euro, glaube ich, oder ein 30-Euro-Spiel, das mir 4-5 Stunden Spielspaß verspricht. Und da ist weiß ich nicht. Also meine Erwartungen sind sowieso schon relativ gering, weil es ist halt so ein Tag. In der Preisklasse kriegst du auch ein remastertes Chrono Trigger, ein remastertes Secret of Mana, wo du dir auch denkst, ja, steht Square Enix drauf. Also okay. Square Enix ist für mich schon seit 5 Jahren kein Versprechen mehr.
Ja, mein Reden, genau. Phoenix. Und deswegen erstmal abwarten, was dann eben am Ende rauskommt. Also ich möchte kurz mal anmerken, ich habe von Microsoft Studios über 10 Spiele gespielt, selber gespielt, mehrere Stunden. Möchte ich hier ganz kurz nochmal anmerken, ja? Und genau deswegen beharre ich auf diesem Punkt, weil ich habe sie alle gespielt und sie waren alle gut. Ich habe die komplette Halo-Reihe durchgeknattert. Ich habe Forza Horizon habe ich auch gespielt. Ich habe jetzt Sea of Thieves dann, Gears of War. Also das ist wirklich noch eins der wenigen Studios, wo ich sagen würde, okay, die kriegen auf jeden Fall einen Vorschuss. Zum Beispiel an der Stelle. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn du mal so Square Enix oder so an der Hand nimmst oder EA oder Ubisoft. Okay, kann ich alles verstehen. Aber das sind so, es gibt zwei Studios und das ist einmal Naughty Dog und einmal Microsoft. Und auf die verlasse ich mich. Wenn das da draufsteht, dann weiß ich, okay, cool, brauche ich mir keine Gedanken machen, da ist Qualitätskontrolle, steht da noch ein bisschen weiter oben. Wenn das irgendwann aufhört, okay, kann ich das verstehen? Dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Aber jetzt gerade sind das zwei Studios in meinen Augen oder auch Publisher, wo du sagst, okay, da ist wirklich Qualitätskontrolle, die verschieben, wenn sie verschieben müssen, damit das gut ist. Und ich wurde bis jetzt noch nicht einmal enttäuscht. Um da mal die Kurve zu kriegen. Und ja, ich kann das auch verstehen. Also bei anderen würde ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Du verwechselst übrigens schon wieder Publisher mit Entwickler. Nein, ich meine Publisher, nicht Entwickler. Ja, genau. Ja, aber trotzdem. Ich gucke da eher auf Entwickler als. Ja, bei Publisher trotzdem immer noch ein bisschen Qualitätskontrolle etc. pp. Und deswegen kann man das schon, weil der Geldgeber ist und die wollen wissen, was mit ihrem Geld los ist. Und zwar gar nicht mal so wenig, glaube ich. Okay, fertig. Nächstes Spiel. Da freue ich mich drauf. Oh, stimmt, CD Projekt Red, Entschuldigung, und Rockstar, Verzeihung. Entschuldigung. Jetzt habt ihr meine Überleitung ruiniert. CD Projekt, wenn wir von Publishern reden, CD Projekt Red ist ein Entwickler. Entschuldigung. Verzeihung, Internet, dankeschön, dafür seid ihr da, genau. Pardon. Denn, jetzt darf ich überleiten, am gleichen Gerne. Tag, ja. 23.03., kommt ein Spiel, was ich ohne Freunde spielen kann. Ni No Kuni 2, JRPG. Tatsächlich, den Vorgänger habe ich gespielt, fand ich sehr, sehr geil. Ich melde mich mal ab eine halbe Stunde, ne? Gezeichnet von Studio Ghibli. Und ich weiß nicht, ob mir der zweite Teil so gut gefallen wird wie der erste, weil halt das Kampfsystem komplett überarbeitet wurde. Der erste Teil war mehr oder minder noch so ein, ich nenne es mal Pokémon-System, dass du halt eben ganz, ganz viele kleine Begleiter sammeln konntest, die evolutionieren konntest, die füttern konntest und mit denen mehr oder minder gekämpft hast und jedes dieser Tiere eine unterschiedliche Funktion hatte von Tank, Damage, Dealer oder Heiler. Das haben sie jetzt komplett alles über Bord geworfen im zweiten Teil und das Ganze geht mehr oder minder eher, würde ich sagen, in so ein Tales-of-Kampf-System, was halt eben actionreicher ist ohne Begleiter. Ob das Ganze dann halt eben funktioniert, steht und fällt wahrscheinlich mit den Charakteren und der Story. Da hat man noch nicht so viel von gesehen. Die waren im ersten Teil für mich ziemlich süß. Deswegen fand ich das ganz annehmbar. Wie der zweite Teil dann halt sein wird, abwarten. Er kommt nicht nur für PlayStation raus. Der erste Teil war ja noch PlayStation 3 Exclusive. Der zweite kommt für PlayStation 4 und PC. Und das Ganze am 23.03. werde ich mir anschauen und hoffentlich wird es gut sein. Ein paar Korrekturen, wenn ich dürfte. Ghibli ist bei Ni No Kuni 2 überhaupt nicht mehr mit drin. Mhm. Das ist das Erste. Und das, beim ersten habe ich meinte ich das. Beim Ach so, zweiten okay. war ich mir nicht sicher. Genau. Aber gut, okay. Dann aber beim ersten hat Ghibli eigentlich auch nur ein paar Videos gemacht, die da zwischendrin waren. Genau. Also von denen sowieso viel zu wenig drin waren, wie ich fand. Also finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn es im zweiten gar keine mehr gibt. Es war trotzdem ein schönes Spiel. So. Ist halt von Level 5. Und, ja, richtig. Die können das. Ich habe da relativ. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich eher, dass das Kampfsystem überarbeitet wurde, weil ich dieses System nicht so cool fand im ersten. Das hat mich eher getriggert, weil es wirklich störend war. Es wird vermutlich trotzdem immer noch diese klassischen Japan-JRPG-Momente geben, wo ich am liebsten den Controller gegen die Wand pfeffern möchte, weil ich einfach die Design-Choices nicht, die Design- Entscheidungen nicht nachvollziehen kann, die es teilweise gibt. Also im ersten Teil
war ich sehr, sehr häufig getriggert. Das war aber auch bei Xenoblade Chronicles 2 so. Es gibt einfach diese typischen JRPG-Momente, wo man nicht verstehen kann, wie ein Entwickler das noch als Spaß durchgehen lassen kann. Ja, was waren das für Momente? War das was mit Bikini? Mit was? In der Seestadt? Ich muss gerade an den ersten Teil denken, mit den. Da war irgendwas mit dem Bikini, eine Nebenquest. Nee, nee, nee. Da musstest du ein Bikini haben, damit du überhaupt durch die Stadt Ich weiß laufen es gerade konntest. gar nicht mehr. Das Aber. ging. Weil es gab, glaube ich, am ersten Teil nur eine Sache, die mich getriggert hat. Und in Xenoblade hatte mich eigentlich gar nichts getriggert. Und beim ersten Teil war es nur, als dieser Kack-Horatio mich jedes Mal zwingen wollte, diese Kacksprache zu übersetzen mit seinen Schriftzeichen. Und ich hatte halt nicht die Collector's Edition. Ich musste halt jedes Mal in diesem im Gamebuch nachschlagen, was diese Zeichen sind. Da war halt die Collector's Edition Besitzer halt klar im Vorteil, weil die halt in diesem Buch halt nachgucken konnten, wo diese Symbole sind. Und ich saß da und musste diese Symbole übersetzen, um dieses Rätsel und die Quest zu lösen. Ey, ich bin fast ausgerastet. Das war Also das Einzige, was mich getriggert hat. in Xenoblade Chronicles X und 2 werde ich jetzt nicht darstellen, was mich getriggert hat, weil es halt meistens erst zum Ende hin passiert und dann würde ich Ach so, Leuten das ja, das habe ich, den spoilern. Rage Quit habe ich bei dir sogar gesehen, stimmt. Ja, genau. Den hatte ich tatsächlich nicht, weil ich habe es Hatten, dann, ja. ja, ein bisschen umgestellt und es ging ganz gut. Ja, genau. Ich hatte nicht umgestellt und mich hat es einfach unfassbar getriggert. Ja, einfach schon allein die Tatsache, dass ich gezwungen bin, manchmal einfach so stumpf zu grinden. Was ja bei dem ersten, also bei Ni no Kuni 1 relativ einfach war, wenn du wusstest, wo du grinden sollst und wie du grinden sollst. Wenn du es aber nicht wusstest, war es halt doof. Das stört. Aber ich freue mich trotzdem natürlich auf den zweiten Teil. Ich freue mich jetzt schon, auch wieder rumzuschreien und mich zu ärgern, weil rumschreien und ärgern gehört bei JRPGs halt irgendwie auch schon wieder dazu. Aber ich freue mich auf den Freue mich zweiten auch. Teil. Das ist einfach ein Sehr. schönes Spiel. Hoffe ich, dass der zweite Teil. Also ich weiß nicht, wie wichtig sind für euch die Charaktere? Weil die habe ich halt im ersten Teil halt geliebt. Sie waren halt alle wirklich sympathisch. Also angefangen von Olli oder über Tröpfchen. Tröpfchen. Da habe ich schon die Befürchtung, dass sie das halt nicht so gut hinbekommen. Weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, ich dachte immer, der Hauptcharakter sei ein Mädchen, aber angeblich ist das ein Typ, der mit den Katzenohren. Ich habe mir gar nichts angeschaut, muss ich zugeben. Für mich war klar, Ich Ni no Kuni bin 2 gespannt. erscheint und der erste Teil war für mich grandios. Habe ich sehr, sehr viele Stunden gespielt und ja, hättet ihr nicht erwähnt, dass das Pokémon-System da gar nicht mehr drin ist, habe ich alles nicht gewusst. Ich will das nur spielen. Ich will Okay. das nur spielen und ich bin gespannt drauf. Ich lasse mich da, ohne mir vorher den Kopf zu zerbrechen. Ich mache das an und dann lasse ich mich verzaubern. Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Also, Ja. weil der erste Teil war halt mega und ich hoffe, der zweite floppt nicht. Können wir auch vom fünften Teil, vom nächsten Spiel sagen? Nachdem die ersten vier solche Hits waren 27 ist der und dritte, werte endlich Freunde wieder da draußen. Ihr hörbar könnt wieder auf findet. Türme klettern und Radio Tower aktivieren, um Übersicht für Maps zu bekommen. Far Cry 5 kommt raus. 27.3. von Herrn Ubisoft. Diesmal geht's gegen irgendwie religiöse Fanatiker-Rednecks. Hillbillies. Ja. Ich werde Ja, übrigens Ni komm. no Kuni nicht spielen. Warum nicht? Danke, dass Sie gefragt Aber haben. das ist doch ein Spiel, Braucht das man doch nicht perfekt in nachfragen. dein Beuteschema passt. Ich kann das nicht verstehen. Türme. Der Vollständigkeit halber. Türme. Wie sieht's denn da Türme. aus, Dizzy? Gibt es da überhaupt Türme noch? Vielleicht. Ja. Bestimmt. Chat Far Cry schreibt 5? man, es gibt keine Türme mehr. Verdammt, keine Türme? Dann darf Far ich ja nicht Cry spielen. 5 ist jetzt Jetzt übernehmen sie die Tech-Demo von Wildlands, die eine Tech-Demo war für Far Cry 5 und machen das da. Das ist nichts anderes. Das ist quasi Wildlands 2 oder wie auch immer du das bezeichnen willst. Frag mich, welche Mission sie aus 4 kopiert haben oder aus Primal und in 5 gepackt haben. Aber sagen wir mal fairerweise, Watch Dogs 2 und Assassin's Creed Origins waren mitunter gute Fortsetzungen, nachdem die Teile davor, na gut, bei Watch Dogs war es der erste, der schon nicht ganz so toll war, also das Initialding, aber auch die Assassin's Creed, die davor waren, nicht ganz so geil waren, ging es wieder in eine bessere Richtung. Wenn sie das mit Far Cry 5 schaffen, kann es ein unterhaltsames Spiel halt werden, die halt Open-World-Spiele mögen, die halt gerne rumfahren, Missionen machen, ein bisschen ballern, ein bisschen Quatsch machen, weil das kannst du in Far Cry halt machen und wenn es dementsprechend in die Richtung geht, wie halt eben besagte Spiele, wäre ich schon zufrieden.
ob es so wird oder ob es wirklich nur ein Wildlands 2 wird. Daran habe ich nämlich auch gedacht. Das sehen wir dann am 27. März. Also ich denke, ich werde irgendwann mal reinschauen, wenn es halt kein Totalflop werden sollte, weil man kann halt lustig in diesen Spielen halt rumdörmen. Also sowohl jetzt im dritten als auch im vierten. Und wenn es halt eben nochmal wieder ein bisschen besser wird als die Vorgänger, ja, warum nicht? Ich enthalte mich am heutigen Abend dieser Diskussion. Ich mich auch. Ich will niemanden im Chat triggern. Ich will gar nicht erst anfangen damit. Ich werde es nicht spielen. Ja, Sally. Ach, vielleicht, also mal gucken. Ja, ich hab Far Cry 4 nicht gespielt. Muss ich zugeben. Echt nicht? Nee, Far Cry 4 habe ich nicht gespielt. Ich habe es 3er gespielt und das 3er war wirklich toll. Und, ich habe Spaß an solchen Spielen, muss ich zugeben. Das ist, ich habe da richtig Spaß dran an diesen Open-World-Sachen. Ich habe Spaß daran. Mal gucken. Aber wenn es keine Türme mehr gibt. Ja, dann gehst du halt irgendwelche scheiß Bunker aktivieren oder irgendeinen anderen Scheiß. Oder springst in den Heuhaufen rein. Vielleicht kriegen sie das ja endlich mal hin, von Assassin's Creed irgendwas mit rüberzunehmen. Oder vielleicht nach diesem beknackten Scheißlang aus Watch Dogs 2, wo du denkst, dass du degenerierten 14-Jährigen zuguckst. Oder so. Das könnte, also Watch Dogs hat mich nie toll angesprochen, aber Assassin's Origins war gut. Eins wird es auf jeden Fall geben, und das kann ich euch jetzt schon versprechen, eine unglaublich vollgeschissene Open-World-Welt mit allem möglichen Dünnschiss, den kein Mensch braucht. Yes. Mal gucken. Hey. Irgendwas war mit Coop und das löscht mir schon wieder ab, weil da habe ich irgendwie keine Lust zu. Ja, es ist halt, also Far Cry 5 ist einfach nur, Wildlands war die Tech-Demo für Far Cry 5, mehr nicht. Jetzt hast du alles das, was du in Wildlands hast, hast du dort auch. Du hast irgendeinen, der Flugzeug fliegt, einer kann, weiß ich, Helikopter fliegen, also du spielst jetzt quasi das A-Team aus Wildlands. Yay! Wobei ich sagen muss, und das gebe ich ehrlich zu, der Trailer sieht schon sehr geil aus. Ja, der Trailer ist richtig gut. Aber den Trailer guckst du und dann machst du einmal das Spiel auf. Und dann hast du so ungefähr 20 Minuten Ständer, weil Ubisoft dir das gut verkauft. Und danach machst du die Karte auf und denkst du, oh, come the fuck on, verpisst euch. Das ist doch schon wieder genau dieselbe Scheiße wie vorher. Alles vollgepackt mit Dünnschiss. Nee. Den man aber nicht machen muss. Du kannst es ja selektieren. Also come ich habe auch nicht in Assassin's Creed Origins alles Mögliche, was du da optional machen kannst. Du das kommst auch so durchs Spiel. Wenn Leute zum Beispiel das Argument bringen, du musst es ja nicht kaufen. Natürlich muss ich es nicht kaufen. Ich sagte nicht kaufen, ich sagte nicht machen. Ja, aber das ist dasselbe Argument, du musst es nicht machen. Am Ende des Tages, Markus, ist die Karte so voll, dass du über die Scheiße so oder so rüberstolperst. Das war bei Assassin's Creed war das genauso. Du wolltest nur durch die Stadt gehen und schwupp warst du von irgendwas getriggert. Ja, aber warum? Es ist alles voll. Dizzy, warum machen die Leute das denn? Weil die mittlerweile, dann hast du die andere Fraktion, wenn sie das alles weglassen würden und wirklich nur die Main Story machen würden in dieser Open World, ja? Es geht ja nicht darum, dass sie nur die Main Story reinpacken. Es ist halt von Far Cry 3 an dieselbe Scheiße bis Far Cry Primal durch. Ja, weil das halt das MMO, sage ich schon, das Open-World-Konzept von Ubisoft ist. Die Leute wollen halt mehr Spielzeit, meckern sonst, ja, das Spiel geht nur 8 Stunden. Ich möchte eher was in Richtung MMO geht und am besten niemals endet für meine 70 Euro, sonst gebe ich die nicht aus. Ergo klatschen sie den ganzen Kram rein, dass die Leute, die halt länger spielen wollen, länger spielen können. Du musst es nicht machen. Klar, wenn es dir grundsätzlich nicht gefällt, ist die Open-World-Formel von Ubisoft nicht deins und dann lass die Spiele aus. Es ist halt eben Spagat vom Publisher, es vielen Leuten recht zu machen, sage ich mal, den Leuten, die halt unendlich lange Spielzeit für ihre 70 Euro haben wollen. Die Leute, die die Story, sage ich mal, in Minimalzeit durchprügeln wollen, kommen genauso gut durch. Es ist halt mittlerweile, du kannst es keiner Fraktion halt recht machen, wenn du ein großer Publisher willst und eine breite Masse ansprechen willst, weil es super viele Extreme gibt zwischen, ich will kurz spielen und knackig, komprimiert, ich will super lange spielen, ich bin Hardcore-Gamer, ich bin Casual und ein AAA-Publisher, der will es halt allen recht machen und das ist halt das Resultat, was rauskommt. Hatten wir ja schon ja, super oft, dass du dann dementsprechend halt in der Nische halt suchen musst, wenn er halt Spiele für dich halt haben willst, die genau deinem Spielgeschmack halt zutreffen. Wie viele Spiele sind da jetzt gleich nur mit einem anderen Setting? Watch Dogs? Far Cry? Assassin's Creed? Was ist noch?
Ja, aber sie verkaufen sich doch. Ich meine, wenn sie sich nicht verkaufen würden, dann würden sie ja vielleicht auch aufhören, solche Spiele zu machen. Aber die Leute feiern die Spiele. Also haben sie ja auch ihre Daseinsberechtigung. Okay, vielleicht nicht für dich, was ja auch okay ist. Aber sie wären ja nicht sonst wochenlang, monatelang an den Topcharts irgendwelcher Klamotten, wenn halt wieder neues Assassin's Creed rauskommt und Switch wäre nicht die ersten Monate voll davon. Nun. Ich sehe mich nicht als Zielgruppe von Far Cry, von daher werde ich da nichts zu sagen. Ich sehe mich da auch nicht so als Zielgruppe. Ich bin halt Core-Gamer. Kein Casual. Hat er... Nee, Digga. Ich will gar nicht loslegen. Next! Was? Schon wieder? Ja, Fortsetzung. Wie lange willst du denn über Far Cry reden? Fortsetzung. Schon wieder eine, wo ich den Vorgänger leider nicht gespielt habe, weil er tatsächlich, ich will nicht sagen gebasht, aber nicht so gut abgeschnitten hatte in den Kritiken. The Witch and the Hundred Knight. Am 27.03. JRPG, was ursprünglich, glaube ich, auf der PlayStation 3 rausgekommen ist, geht in die Fortsetzung, in die zweite Runde. Wundert mich ehrlich gesagt nach den Kritiken vom ersten Teil, dass sie nochmal eine Fortsetzung machen. Ich habe ihn nicht gespielt, wollte ihn aber spielen, weil das Ganze halt um eine Hexe geht, die relativ, naja, obszön, offen, whatever ist, so Bayonetta-mäßig. Und das Ganze halt als JRPG. Es wurde halt ein bisschen über das Kampfsystem halt gemoppert und die allgemeine, die Geschichtenerzählung, Storytelling, war vom ersten Teil nicht, weiß ich nicht, 11 von 10 oder so. Deswegen war es nur so ein Mittelfeld-RPG. Und jetzt geht's, wie gesagt, am 27.03. in die zweite Runde für PlayStation und PC. Ist interessant, kommt im Backkatalog, werde ich mir irgendwann anschauen. Vielleicht fange ich dann aber auch erst mit dem ersten Teil von der PlayStation 3 nochmal an, weil den habe ich, wie gesagt, noch nicht gespielt. Und Sally ist gemutet oder ich höre sie nicht? Ich habe den ersten Teil, glaube ich, schon ein, zwei Jahre hier rumliegen und ich kam nie dazu, es zu spielen. Weiß ich nicht. Ist irgendwie immer hinten runtergefallen. Dabei wollte ich es unbedingt spielen. Schon zu Release, als es erschienen ist, fand ich das so, oh, das... Ja, also bevor ich mir den zweiten Teil anschaue, spiele ich erstmal das, was ich jetzt zu Hause rumliegen habe. Ja, wie gesagt, ich, wenn dann Zeit ist, irgendwann vielleicht beide Teile, den ersten, den zweiten. Prinzipiell mag ich solche Spiele, gerade wenn sie halt eben in diese ein bisschen abstrusere Geschichte halt gehen, wie halt Bayonetta. Das reizt mich dann halt eben auch. Und für, also als Info für alle, die eventuell das Spiel nicht haben, auch keine PlayStation haben für den ersten Teil, ich weiß sie gar nicht... Google mal, gibt es den ersten Teil nur für die PlayStation? Weil tatsächlich, da kann ich zumindest sagen, wenn es so ist, für in PlayStation Now ist der erste Teil mit drin. Das heißt, wenn ihr den Streaming-Abo-Service abschließt und keine PlayStation 3 habt, ihr könnt PlayStation Now halt auch auf dem PC halt spielen, aka streamen. Da ist das Spiel mit in diesem Paket mit drin und könnt es dann darüber halt spielen, zum Beispiel. Ist das technisch mittlerweile eigentlich empfehlenswert? Ist PlayStation Now? Ist okay. Now? Also, es ist... Ich sage, es ist latenzfrei, ich bin kein Pro-Gamer. Mag sein, dass vielleicht jemand, der mit 144 Hertz spielt und Pro-Gamer ist, das vielleicht merkt. Ich habe God of War probiert, ich habe Last of Us probiert, ich habe, was war das andere, was ich noch probiert habe, Sly Cooper. Es war latenzfrei. Das Einzige, was halt ist, es sieht aus, als ob du einen Stream, den du so auf Twitch guckst, spielst. Das okay. Heißt, es kann halt manchmal in schnellen Passagen sein, dass das Bild ein bisschen unscharf wird oder artefaktiert, je nach deiner Internetanbindung. Ich würde es beschreiben, du spielst einen Stream. Also nicht, dass ich jetzt den Spiel dann im Stream spiele für euch, ihr spielt den Stream halt selber, so würde ich es halt visuell beschreiben. Ist okay. Ja, kostet, sie haben es runtergesetzt, ist preislich 1-2 Euro billiger geworden im Monat und du brauchst halt eben keine PlayStation 3 oder Konsole. Du kannst es eben als App für Windows runterladen und auf dem PC halt spielen. Nimmst einfach deinen Xbox 360 Pad oder Xbox One Pad, kannst damit halt spielen. Klar, die Buttonbelegung passt nicht, aber wenn er weiß, wo die Tasten sind, drückst du sie halt eben intuitiv und kannst damit dann halt eben am PC halt spielen. Und das Ganze für roundabout 15, 16 Euro im Monat. Und wenn man es nur mal einen Monat abschließt, um halt ein Spiel durchzuzocken, ist immer noch billiger, als sich eine PlayStation 3 irgendwie zu kaufen oder das Game noch dazu. Okay. Und du kannst halt auf dem PC spielen. Genau. Schöner Vorteil. Und da ist das halt eben mit drin. Dieses The Witch and the Hundred Knight 1 zumindest. Und wie hat die Fortsetzung kommt dann jetzt, ja? Obwohl ich ein bisschen abgeturnt bin, wenn du sagst, es sieht aus wie tatsächlich ein Stream zu gucken, weil ich finde, man sieht schon sehr, sehr stark den Unterschied zwischen, wenn ich einen
Stream eines Spiels sehe und wenn ich es dann selber anmache. So, die Qualität ist schon, das ist schon ein Unterschied. Ja, wie gesagt, es ist halt 720p, 30 FPS. Mehr geht halt nicht. Also das heißt, selbst wenn das Spiel ursprünglich 60 hatte, wie zum Beispiel God of War, auf der PlayStation 3 hat es im Stream, also im PlayStation Now, nur 30 FPS. Ja. Wie gesagt, es ist halt eben ein 720p 30 Stream. Also, das heißt, ich würde God of War lieber auf der PlayStation 3, aka vielleicht auch das Remastered auf der 4 spielen, weil eben 60 FPS, aber ich sag mal, ein JRPG, ob ich das jetzt in 30 oder 60 spiele, das ist mir prinzipiell dann egal. Ja. Okay. Ja, mal gucken. Also, ganz so tief drin in JRPGs bin ich dann nicht, dass ich dieses Witch in the Hundred Night spielen muss, würde ich persönlich sagen. Das sieht mir dann doch sehr wie so ein richtiges JRPG aus. Also, so richtig hart JRPG. Richtiges Hartes. Ja. Verstehe. Ja. Das nächste. Wobei, das, woran es mich erinnert, steht sogar schon im Titel. Am 29.03. kommt nochmal was für die Echtzeitstrategie, Leute. Empires Apart. Und ich muss sagen, es hat mich auch direkt an Age of Empires erinnert. Weswegen ich mochte Age of Empires, sei es jetzt 1 oder 2. Plus die ganzen Add-ons, die es dann dazu gab. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass Empires Apart genau in diese Schiene halt schlagen möchte. Plus halt eben noch einen für mich ansprechenden Grafikstil, weil es halt eben nicht in super hyperrealistisch, fotorealistisch geht, sondern eher in diese Comic-Grafik. Mhm. Kommt, wie gesagt, am 29. muss man mal abwarten, wie tief das Gameplay letztendlich halt eben ist, was man halt eben genau machen kann. Gibt halt eben verschiedene Völker oder Clans, die man halt eben steuern kann. Und sah ganz interessant aus. Deswegen habe ich es nochmal für die Liste halt mit rausgesucht, für alle Echtzeitstrategen oder solche, die es werden wollen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von diesem, ich weiß nicht, Polygon-Grafikstil. Ja. Es kommen in letzter Zeit viele Spiele in dieser Optik und es turnt mich so ein bisschen ab, weil es ich so finde den halt relativ zeitlos. Während du halt bei vielen anderen Spielen halt siehst, dass sie in die Jahre kommen, ja. Ich sag mal, die Spiele kannst du wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren spielen und die sehen immer noch gleich gut aus. Aber dadurch sehen sie jetzt schon wieder ein bisschen halt aus, als würden sie in 10 Jahren immer noch. Es ist einfach, klar, es ist halt nicht sehr, sehr, sehr viel Oberflächentexturen und so, klar. Wobei, die Spiele sind super zum Stream, weil da brauchst du nicht viel Bitrate für und es sieht das trotzdem stimmt. Halt dann auch relativ scharf im Stream halt aus. Ja. Während halt eben andere Spiele, die halt sehr, sehr hochauflösend sind, gerade mit Gräsern oder Lava, das ist ja im Stream die Katastrophe. Ja, sieht aber schön aus. Muss jetzt aber nichts zu sagen. Age of Empires. Empire ja. Earth. Izzy, du vielleicht? Habe ich mir schon auf Wishlist gehauen, ja. Perfekt, können wir da mal reinschauen. Gucken. Das nächste Spiel, bin ich gespannt. Weil ich das Setting mag und es kommt von Dedelic. Am 30.03. Das ganze Ding heißt State of Mind. Ich weiß nicht, ob jemand davon schon mal vorher was gehört hat, dass Dedelic das macht. Nicht nur als Publisher, sondern auch als Entwickler. Und das Ganze geht in einer Blade Runner Geschichte mit so ein bisschen Minority Report Mischung. Halt sehr dystopisch. Es geht halt eben darum, um Überwachung, um Roboter, whatever. Ihr habt halt ein Adventure, mehr oder minder, von Dedelic. Also nicht wirklich ein Adventure im Sinne von Point and Click, sondern eher so Third-Person-Adventure. Also eine ganz andere Art, was Dedelic halt sonst macht. Und da mich halt das Setting interessiert, beziehungsweise die Thematik, würde ich mir das ganz gerne irgendwann vielleicht auch angucken wollen. Ja, sieht schön aus. Tatsächlich. Aber derselbe Grafikstil, ne? Ja, ja, genau. Ist halt auch wieder dieser Polygon-Grafikstil, ganz genau. Aber es sieht trotzdem... Sieht aber trotzdem detaillierter aus, als jetzt das gerade, muss ich persönlich sagen. Es sieht metallischer aus. Was ich meine ist, manche benutzen diesen Polygon-Stil und es sieht so matt aus und detailarm. Hier siehst du ja wenigstens Details. Also, du hast hier so ein paar mehr Ecken halt schon, als jetzt in dem Empire. Ja, es sind halt ein paar mehr Filter drüber gelegt, würde ich sagen. Genau. Hier steht aber das State of Mind verfügbar. Ja, never mind. Ich war gerade schon wieder im falschen Jahr im Kopf. Ja, wenn du runterscrollst, ist, glaube ich, als eine der letzten Postings vom Developer genannt, dass das Datum bestätigt wurde. Also ich meine zumindest, dass ich das da gelesen hätte.
Also, dass sie halt einen Release-Termin gecallt haben. Nun! Ja, und am quasi letzten oder zum Schluss geht's in die Hölle. 30.03. Agony. Kann ich mir noch gar nichts drunter vorstellen. Sieht interessant aus, erinnert mich so ein bisschen an Dantes Inferno in durchgeknallt. Habe ich voll Bock drauf. Auf sowas habe ich voll Bock. PC only, ne? Also das nächster kommt PlayStation. Jetzt. Was? PlayStation 4. Sicher? Sicher. Weil ich hatte extra da geguckt und hab's nicht gesehen und war voll enttäuscht. Ganz sicher. Okay. Sonst würde ich mich da nicht so drauf freuen. Laut Google auch sogar Xbox One. Echt? Okay. Gut. Das habe ich nicht gesehen. Da war ich nämlich schon ein bisschen. Also gut, dann PlayStation. Hashtag Trophies läuft. Freue mich mega drauf. Da bin ich erst durch Slappy bin ich drauf gekommen. Also, das wird bei mir ins Discord gepostet. So, meins. Ne, inspiriert an die christliche Bibel. Also wie die sich die Hölle vorstellen. Oder eben an Dante. Und jetzt, warte, den Nachnamen richtig aussprechen. Alighieri. Geris Hölle. Daran soll es bildlich inspiriert sein. Und da, ist genau meins. Freue mich mega drauf. Sieht halt so abgefuckt aus. Ja. Ja. Mag ich. Ich auch. Abwarten, ob wir es auf Twitch überhaupt streamen dürfen, weil es schon sehr viel Nacktheit zeigt, also. Echt? Okay. Naja gut, in Dantes Inferno steigst du auch einen riesigen Phallus nach oben, ne? Und aus ihren Nippeln kommen Wesen raus und... Ja, solange es halt nicht Main-Content ist und sich darum zentriert, ja, mal abwarten. Aber... Oh. Ich mag diese Mischung. Ich mag sowas unglaublich gerne. Finde ich großartig. Habe ich richtig Bock drauf. Ja. Sieht gut aus. Wobei, ja. wenn ihr euch schon näher informiert habt, was ist das Gameplay? Weil letztendlich aus den Screenshots erkennt man nichts, außer dass es halt nach What the fuck aussieht. Also du landest in der Hölle als gequälte Seele und hast keine Erinnerung. Und versuchst eben aus der Hölle zu entkommen. Du musst Rätsel lösen und... Sieht ein bisschen halt so aus wie so ein klassisches atmosphärisches Horror-Game halt. Okay. So ein bisschen in Richtung Layers of Fear. Für mich ist das gar nicht Horror, ne? So atmosphärisch. So. Ja. Es könnte die ganze Zeit was passieren, aber du wirst halt nicht... Also ich hoffe, dass es nicht einfach nur vollgepackt ist mit Jumpscares, sondern... Nee, das wäre blöd. Ja. Das wäre blöd. Aber also ich bin einfach... Ich habe da Bock drauf. Endlich mal ab in die Hölle. Oh, schön. Ja. Und dann als letztes Spiel auf unserer Liste. Eigentlich ist es... Wie du halt konsequent übersehen wirst, außer bei den Trigger-Themen, ja? Aber ich spiele es auch nicht. Wer wird übersehen? Ist, halt so, ist so krass. Bei den Trigger-Themen, da fragt ihr mich. Weißt du, so, na, und Dizzy, Far Cry 5, wo du ganz genau weißt, was passiert. Ja, aber so bei, na, vielleicht Agony, ist das was so? Ach, scheiße. Mach. Gut. Frag ja, mich nur zu den Trigger-Themen. Sagst nichts, sage ich davon aus, dass du da nichts dazu sagen willst. Ja, ihr seid so schön am Reden. Ich hör's. Ja, okay. Wir sind jetzt auch beim letzten Spiel auf der Liste. Released ist eigentlich Quartal 1, aber das Quartal 1 endet ja jetzt mit März. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass es noch im März erscheint irgendwann. Ich habe es schon gespielt. House Flipper nennt sich das. Sieht sehr interessant aus vom Spielprinzip. Es ist halt so... Ein Hausdelfin. Nein. Danke. So. Ein House Flipper übersetzt sind Leute, die Häuser kaufen, renovieren, einrichten und sie für teuer Geld wieder verkaufen. Das ist ein Hausflipper. Und den spielt man eben in dem Spiel. Du verdienst da quasi dein Geld am Anfang, indem du einfach so billige Quests annimmst, also aufräumst nach irgendwelchen Partys oder Leute irgendwie ein Haus gekauft haben und das gerne eingerichtet haben möchten, etc. pp.
Und wenn du genug Geld hast, kaufst du dir dann halt ein Haus und flippst es. Boah, hab ich auch Bock drauf. Das ist ganz witzig, weil ich glaube, es kommt aus Polen, wenn ich mich nicht täusche. Und man merkt halt, die hatten noch niemanden, der wirklich der englischen Sprache mächtig ist. Und die Texte dahin sind ziemlich trashig. Es ist halt ein sehr trashiges Spiel, aber ich mag trashige Spiele. Ich sag nur My Summer Car. Ich hab's 4, 5, 6 Stunden gespielt und hatte schon meinen Spaß. Aber bis es rauskommt, sollte es dann doch schon noch ein paar Sachen reinbekommen, finde ich. Aber mal abwarten. My Summer Car hat am Anfang, glaube ich, auch noch nicht so viel drin. Deswegen. Das wird so gut. Die Playlist ist schon bereit. Warte nur auf meinen Schlüssel. Ja. Ich habe noch nie so was gespielt, aber vielleicht gucke ich mir das immer auch mal an. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Kommt übrigens erst im Early Access. Also. Ja, das ist egal. Kann man da Bier trinken? Nee. Was? Nein. Scheiße, ich muss mal mit den Polen reden. Die sollen Bier einbauen, Mann. Hessenweise. Das wäre geil. Schön mit dem Vorschlag einmal durch die Wohnung laufen, wenn du Hacke bist. Ich muss denen unbedingt mal eine Feedback-Mail schreiben, ob die da vielleicht was machen können. Oh Mann. War nicht so eine schlechte Idee. Okay. Bevor wir zu den Twitch-News kommen, eine allgemeine News habe ich. Und zwar die PS Plus-Spiele im März wurden bekannt gegeben. Und die sind tatsächlich ziemlich interessant. Da ist einmal Ratchet & Clank dabei, das ich noch nicht gespielt habe. Also gucke ich mir das mal an. Ich glaube, ab dem 8., 9. Kommenden März, Dienstag. Genau. Kann man sich die laden. Und Bloodborne. Bloodborne? Das Bloodborne. Grundspiel ohne DLC. Also wer es noch nicht gespielt hat, hat jetzt keine Argumente mehr, es dann nicht zu spielen. Und PS Plus hat natürlich. Ja, genau. Natürlich. PS Plus hat auch noch. Ja, kann sind so wahrscheinlich die erfolgreichsten Games, die jemals da drin waren, wahrscheinlich, oder? Ja, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. In welchem... Also Markus, du denkst doch nicht wirklich, dass Bloodborne das Beste, das Erfolgreichste war. Von allen, die in PS Plus drin waren? Until Dawn? Meinst du, Until Dawn war erfolgreicher als Bloodborne? Nein, glaube ich nicht. Bloodborne war einfach mal ein System-Seller. Ja, so. Eben. Nee, das glaube ich nicht. Doch, das war Bloodborne, ja. Also ich kenne genug Leute, die sagen, sie haben sich eine PlayStation geholt wegen Bloodborne. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich habe mir eine PlayStation geholt, um Until Dawn zu spielen. Chat, was sagt ihr? Sondern, okay, habe ich gespielt, war witzig, habe gelacht, war, ne? Aber nee, hätte ich jetzt nicht gedacht oder gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, sowas wie hatten wir nicht letzte Woche auch so ein richtig krasses Ding drin? Das war ein letztes Mal drin, da war doch auch was richtig krasses. Also wir hatten, da waren wirklich schon ein paar richtig krasse Dinger dabei. Ja, aber nichts von dem Kaliber wie ein Exclusive. Das sagst du ja nur, weil du Fanboy bist. Ich kann das verstehen, Bloodborne ist großartig. Ich hätte dasselbe gesagt, wenn es irgendwas von Naughty Dog gewesen wäre. Uncharted war drin. Uncharted war nicht. War doch. Uncharted war drin? Wann war Uncharted denn drin? Das war auch drin? Nein. Mit Lost Legacy? Nein. 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 Lost Legacy gab es nicht umsonst. Aber jetzt mal kurz, wo wir von Bloodborne reden, ne? Also ich habe das letztes Mal probiert. Das ist nicht schön. Oh. Jetzt, na, jetzt kommt schön? Wieder. Ja, pass auf, jetzt kommt's wieder. Ich hab's gestern noch gespielt. 30, 60. Mach weiter. Ich hab's noch nicht oft genug gehört. Na, lustig sie. Hallo, ich wollte nur kurz meine Erfahrung teilen, weil ich habe das letztens auf der Couch gespielt und ich habe es wieder ausgemacht. Ich hatte es schöner in Erinnerung. Also nicht schöner im Sinne von schöner, sondern schön flüssiger. Das hakt hier und da mal, aber es ist halt ein Souls-Spiel, Soulsborne. Weiß nicht, vielleicht ist man so verwöhnt von Dings hier. Es geht gar nicht rein prinzipiell um die... Ey, ihr könnt eure Dia-Show könnt ihr gerne spielen, ne? Ich spiele auch ab und zu eine Dia-Show. Aber falls jemand in den Genuss kommt, auf den PC kommt und ihr könnt das da einstellen, dann willst du irgendwann davon nicht mehr zurückgehen und dann ist das sehr unangenehm.
Es tut mir wirklich leid. Ich bin auch einer dieser Menschen, der sagt, dass das unangenehm ist. Und es ist unangenehm. Ich kann das verstehen bei einem Shooter, wo ich wirklich die 144 Hertz brauche, um Leute zu sehen, wenn ich mich umdrehe und so. Und ich finde es auch schöner, wenn ich 60 FPS habe, während ich halt in einem Spiel mich ständig umgucke und halt aber auch beim Umgucken Dinge erkennen möchte. Das geht halt mit 30 nicht. Aber es ist halt ein Adventure, ein Third-Person-Adventure. Das spiele ich auch mit 30. Wenn es unter 30 droppt, und das habe ich gestern auch ein paar Mal gehabt, auch auf der PS4 Pro in Bloodborne, ja, dann stört mich das schon. Richtig. Aber es hat die meiste Zeit die 30. Und bei Bosskämpfen hatte ich bis jetzt auch die 30. Was mich bei Bloodborne eher triggert, das ist die Kamera, weil die halt teilweise echt sehr, sehr belastend ist bei jedem Boss. Und mir... Ich meine das in keiner Weise, ich will gar nicht das Fass aufmachen. Ich hatte es nur schöner in Erinnerung, als ich es damals gespielt habe. Ja. Und ich fand es wirklich unangenehm. Und das hat mich sehr geärgert. Entschuldigung. Verzeihung. Es ist mir gestern auch ein paar Mal aufgefallen. Dafür habe ich keine PS4 Pro, okay? Vielleicht möchtet ihr mir erzählen, dass die PS4 Pro das besser macht. Und dann kaufe ich sie mir. Ich habe sie nämlich noch nicht. Ich habe noch eine alte. Wobei dazu gesagt ist, dass das Spiel halt ja auch nicht für die Pro optimiert wurde. Das läuft ja mittlerweile, glaube ich. Das läuft nur vom Boost-Modus, sofern ich weiß. Echt? Ja. Es hat keinen Pro-Patch bekommen. Okay. Ich dachte, es hat mittlerweile. Also zumindest mein Wissen. Vielleicht ist er jetzt gekommen, aber es wurde erst besser mit dem Boost-Modus, mit der Firmware, die vor 2, 3 Updates halt rausgekommen ist. Weil die hat dann davon halt eben profitiert. Was okay, dann vielleicht ein bisschen sloppy ist, dass sie es halt eben nicht noch nachträglich gemacht haben, den Pro-Support, gerade eben als System-Seller-Game. Aber man darf halt nicht vergessen, das Spiel ist mittlerweile 4 Jahre alt, auch schon. Es kam ja quasi im ersten Jahr der PlayStation 4 halt raus. 3. Was? 3 Jahre. Okay. 3 Jahre. Ist irgendwann im Februar, 15. Weiß ich noch, habe ich das gespielt. Genau, 15. Ja, ich bin da raus aus der Diskussion. Ich spiele gute Games, wo ich die spiele und wie ich die spiele, ist mir egal, solange ich halt Spaß dabei habe. Ja. Grundprinzipiell hast du da schon recht. Ist gut. Ist okay. Ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht wissen. Weil ihr es nicht gesehen habt, wie es ist, wenn es nicht so ist. Wenn es nicht auf Apro läuft. Nee, wenn es einfach nicht so ist, wie es da gerade ist. Wenn du mal auf einem PC den Dark Souls spielst und danach dir ein Bloodborne anmachst. Dann ich habe auf PC Dark Souls 3 gespielt. Ja, aber hintereinander weg. Ich finde es auch schöner. Also wirklich immediately. Ja. Das eine ausmachen und dann das andere anmachen. Doch, ich habe das gemacht. Ich weiß, okay, was du meinst. Ich höre mich halt trotzdem nicht an 30 FPS, solange es 30 sind. Da wisst ihr, warum mich das ärgert? Weil ich Bloodborne sehr, 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 sehr geil finde. Ja. Deswegen habe ich es kurz angesprochen. Ja. Und ich bin traurig. Okay? Ja. Aber mein erstes Souls-Spiel war halt Dark Souls 1 und ich bin damals noch durch Bloodborne mit 10 FPS durchgestorben. Also, Patch 1.0. Ja, sehr glücklich über 30. Und PC Master Race sagen nur Affen. Ganz im Ernst. Hört auf, so kacke zu sein. Ihr seid vor keine 12 halt Jahre alt, wenn ihr zuguckt. Vor allem darf man halt nicht vergessen, ich meine, der PC, der das Spiel in 2 oder 4K mit 144 FPS abspielt, samt dem Monitor, der wächst auch nicht auf dem Baum. Also ich meine, der kostet auch eine entsprechende Stange Geld. Pass auf. Erstmal 144 Hertz und 144 FPS kannst du in Fortnite haben. Kannst du Counter-Strike haben, kannst du PUBG haben. Braucht kein Kickerlitzchen für einen Bloodborne. Das ist absoluter Bullcrap. Absolut. Es war jetzt einfach eine Zahl in den Raum geworfen. Ja, aber das ist schon mal Bullshit. So. Weil da schraubst du sowieso alles runter, dass du nicht einen Höllen-PC brauchst. Aber ein flüssiges Bild, ne? Das Ding. Also mit diesen 144 Krimskrams, das kannst du in Shooter machen, okay. Aber in so Games ist das nicht wichtig. Also da sage ich das auch. Aber trotzdem, ne? Egal. Lasst uns das Fass nicht aufmachen. Das ist endlos. Das ist wirklich endlos. Also ich bin fertig, Entschuldigung. Wollte ich nicht ansprechen. Doch, wollte ich, aber ich wollte verkünden, dass ich traurig bin. Ich hoffe, andere Leute sind da draußen auch traurig, die Dark Souls gespielt haben und dann Bloodborne. Ich freue mich auf den Remaster von Dark Souls 1 und hoffe auf 60 FPS. Ich möchte übrigens mal kurz anmerken, dass Dark Souls 1 ultra gut gealtert ist. Findet ihr auch? Ich sehe das ja regelmäßig durch meine nächtlichen Exkurse in Dark Souls.
Und Mann, ist das gut gealtert. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt nicht irgendwie gesagt, das braucht ein Remaster. Auf dem PC? Ja, ich meine das gerade wirklich todernst. Das, was ich im Stream sehe, muss ich wirklich sagen. Dark Souls 1 war schon scheiße, als es auf dem PC rausgekommen wurde, weil das ein Kackport war. Und du kannst es bis heute immer noch nicht ohne DS Fix spielen, ne? Ja. Red von der Grafik. Ja, so, 720p, ja. 30. Auf dem PC. Ja, ich guck's im Stream. Und da ist es gut gealtert. Also wie gesagt, ohne GD Sato Sweet FX würde ich es nicht spielen wollen. Also klar, wie gesagt, Stream ist nochmal was anderes, ist da zu sehen. Aber ja, der Port war halt damals schon lausig. Ports sind fast immer lausig. Ja, deswegen spielen wir das Remaster ja auch auf der PS4. Vielleicht. In 2 Monaten. Mhm. Man weiß es nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Nun. So viel zu Videospielen. News? Kommen wir zu neuen Dingen in der Twitch-Welt, in den Twitch. Piep, 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 piep. Endlich. Endlich, Twitch-News. Endlich. Und diesmal haben wir tatsächlich was. Soll ich loslegen? Ja. Twitch hat gepostet und getweetet, dass sie die Subs, die abgebrochen wurden in den vergangenen Monaten, das hält sich ja schon lange, war vor allen Dingen, glaube ich, bei US-Streamern der Fall, also bei wirklich Streamern, die lange schon dabei sind. Gibt ja natürlich auch ein paar Deutsche, bei denen Subs einfach mutwillig abgebrochen wurden. Da haben sich Leute sehr, sehr lange beschwert, weil manchen Leuten das nicht aufgefallen ist und denen eben der Substreak abgebrochen wurde und dadurch ihre Sub-Badges halt verloren gegangen sind. Und manche Leute mögen es halt resubben und dann steht da vor 43 Months oder 63 Monate hat derjenige gerade geresubbt oder so. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du halt 4 Jahre lang bei jemandem Sub bist und der dann einfach abgebrochen wird. Das haben sie mittlerweile offensichtlich gelöst, zumindest in 75% der Fälle, dass die Subs wieder erneuert wurden. Und dazu gab es noch einen Gratis-Monat obendrauf, quasi als Wiedergutmachung. Was ich ganz nett finde, dass sie sich drum gekümmert haben. Bei 25% ging es wohl nicht. Da konnte einfach die Bezahlmethode nicht geupdatet werden. Deswegen da, die Leute haben zumindest halt eine E-Mail bekommen, dass sie das quasi selber reparieren können. Das haben sie geschafft. Am nächsten Tag hat man dann auf Twitter gelesen, dass bei ein paar Leuten sehr, sehr viele Subs weggefallen sind. offensichtlich. Also es scheint momentan, vor allen Dingen habe ich von deutschen Streamern und Streamerinnen gelesen, dass viele, viele neue Subs weggefallen sind. Ich weiß nicht, ob dieses Problem jetzt einfach von USA nach Deutschland rübergeschwappt ist und wir dann in 6 Monaten alle Subs wieder erneuert haben oder so, keine Ahnung. Finde ich interessant. Checkt mal eure Longtime-Subs, ob bei euch die abgebrochen worden sind. Viele berichten aktuell darüber, dass eben von vorgestern auf gestern sehr, sehr viele Subs weggefallen sind. Also ich hatte einen höheren Drop von vorgestern auf gestern als eine Woche weg sein auf der Gamescom. Das soll schon was heißen. Und ich würde jetzt nicht meinen, dass mein Content von jetzt auf gleich scheiße geworden ist. Ja, dass so viele Leute, okay, du hast recht, Entschuldigung. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich spiele ab nächste Woche wieder Far Cry. GTA RP. Oh. Danke, Slappy, dass du mich dazu ermutigst, wieder meinen Stream vorwärts zu bringen. Gerne. Aber führe fort mit deinen News. Dann, was vielleicht die Streamer interessiert, gibt es eine neue Extension, ein Overlay, das man aktivieren kann, das Leute daran erinnert, dass ihr ein Prime-Sub frei ist und sie das vielleicht reindrücken könnten. Was ich ganz nett finde, weil bis jetzt wurde man quasi bei Prime-Subs nicht daran erinnert, dass der halt frei ist. Offensichtlich hat Twitch dann Go bekommen von Amazon, dass sie die Leute jetzt tatsächlich daran erinnern können, dass sie ihren Prime-Sub erneuern können. Kann man aktivieren, muss man nicht. Das ist nervig as fuck. Findest du? Ja, weil es nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Okay. Wenn es das machen sollte, wofür es gedacht ist, also jemanden zu erinnern, ey, ich blinke auf, dein Prime ist frei,
klick doch drauf und vergib's doch bitte. Ja. Wäre das total in Ordnung. Ja. Das Ding ist, es ploppt auf, wenn du kein Prime hast. Mhm. Ja, also was soll es mich erinnern, wenn ich nicht mal Prime besitze? Ja. Es ploppt auf, wenn ich alles vergeben habe. Sobald ich mit der Maus über den Player hover, kommt immer wieder. Selbst wenn ich mein Prime vergeben habe, kommt immer wieder, dass ich Loot habe. Was ich aber geclaimed habe, er kapiert es nicht, dass ich es geclaimed habe. Sprich, du hast diese Krone gefühlt immer im Bild. Okay. Ich hatte es einen Abend drin, Feedback war vernichtend, ich habe es wieder ausgemacht. Okay. Ich hab's drin gehabt, ich habe kein negatives Feedback dazu bekommen. Aber wenn du jetzt sagst, dass es tatsächlich nervt, dann sollte ich das, dann ist es offensichtlich noch in der Beta. Ja, und du kannst halt leider nichts einstellen. Wie gesagt, könntest du es eben einstellen nach dem Motto, ich will nicht wissen, was es an Prime-Loot gibt, sondern nur den Prime-Sub oder so. Hm. Aber wie gesagt, es erinnert halt jeden, der nicht mal Prime hat. Und wie gesagt, ja, die Idee, die dahinter steckt, Leute irgendwas zu erinnern, ist nett. Aber die Umsetzung ist im Moment, finde ich, noch Katastrophe. Okay. Weil laut der Seite, auf der sie es anpreisen, soll es wohl eigentlich so funktionieren, dass man einmal kurz daran erinnert wird und es danach verschwindet. Ja, plus was noch kommt, dass beim allerersten Mal es ja noch gar nicht funktioniert, du beim allerersten Mal ja sogar noch zustimmen musst, dass das Ding checken darf. Das heißt, Leute, die davon halt keine Ahnung haben, werden vielleicht gar nichts machen und das Ding permanent dann da haben, weil sie halt nicht unten sagen ja oder nein. Weil du musst ja erst sagen, ja, ich stimme zu oder nicht. Und das finde ich auch super komisch gelöst. Klar, Datenschutz in allen Ehren, aber trotzdem ist es halt nervig, dass man erst was machen muss, damit das Ding irgendwas anzeigt. Hm. Okay, soll ich mir mal angucken. Dann gibt es die, ach ja, genau, haben wir bei vor 2 Wochen drüber geredet, die Top-Cheerer, die Liste, die wir angekündigt haben oder die Twitch angekündigt hatte, die im März kommen sollte, ist jetzt tatsächlich da. Kann man auch ausmachen. Also ich habe schon erstes Mimi auf Twitter gelesen, dass sich Leute beschweren, dass man es nicht, dass man haben muss. Man kann es aus Streamer ausschalten, aus seinem eigenen Stream. Habe ich gerade probiert, funktioniert ganz gut. Hast du ausgemacht? Ja, hier ist es aus. Perfekt. Die zeigt im Prinzip nur über dem Chat quasi an, die 3 Leute, die am meisten gecheert haben, entweder in der Woche oder eben seit Einführung, so wie ich das gesehen habe, kann man auch einstellen. Und die Leute bekommen einzelne Cheer-Badges, also Platz 1 bis 3 hat dann eben 1, 2 und 3 Gold, Silber, Bronze neben seinem Namen stehen. Ach so, das hatte, das war das, was jemand letztens bei mir im Chat hatte. Ich habe mich gewundert, was das ist. Genau. Aber das Coole ist ja, dann braucht man ja wenigstens, kann man sich ein Overlay im Stream sparen. Und die Leute sehen, wow. Geil. Wenn man das noch für Top Donations machen würde, dann könnten ja Leute endlich mal ihren Bildschirm freimachen und man könnte was vom Gameplay sehen. Oh, geil. Twitch denkt mit, Mann. Cool. Wir schaffen richtig, Platz fürs Gameplay. Richtig gut, Mann. Endlich. Content first. Ich finde es im Chat auch besser drin als im Stream, persönlich. Hm. Und ich finde, mich stört es jetzt nicht, wenn ich irgendwo bin und da oben halt ein kleiner Streifen halt ist. Keine Ahnung. Mich stört es nicht. Aber gut. Es gibt neue Cheer-Badges. Sehr, sehr wichtig für uns vor allen Dingen hier in Deutschland. Es gibt neue Cheer-Badges. Die gehen jetzt halt auch bis 5 Millionen Bits. Wenn man sich mal überlegt hat, 5 Millionen zu cheeren, dann hat man auch Badges mittlerweile dafür. Umgerechnet, by the way, sind das $50,000. Also, falls irgendeiner von euch bin ich weg? Nö. Bitte? Okay. Nö, alles gut. Okay, nee. Okay. Appear in. Frag mich gerade, ob ich immer noch da bin. Ja, ich bin immer noch da. Ja, das ist normal, hat er vorhin auch gemacht. Oh, sorry. Okay, genau. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, 50.000 an einen Streamer zu cheeren, kriegt ihr jetzt eine schöne neue Badge, die euch von all den Plebs unterscheidet. Wow. Jetzt zum Teufel wird $50,000. Das ist also bestimmt schon irgendwo insgesamt. Ja, ja, insgesamt. Genau. Das ist bestimmt schon irgendwo passiert. Gehe ich von aus. Ja, in den USA mit Sicherheit, aber in Deutschland glaube ich, das ja. Gestern wurde die Rekordmarke von 100.000 Subscribern geknackt, also. Ja, mit komischen Mitteln. Ja, gestern hat jemand 100.000 Subs voll gemacht bei Twitch. Das erste Mal in der Geschichte. Oder ist das wohl irgendwie, keine Ahnung, da ist wohl irgendwas fishy hinten dran. Oh. Ja. Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Also momentan ist das
Also auch so, was die Zuschauerzahlen angeht. Also wenn man einen Streamer 75.000 Viewer hat, ist das schon ganz schön hart, muss ich sagen. Und da, so als alter Hase muss ich schon sagen, da zweifle ich dann doch manchmal, ob das so real ist. Also gerade wenn wir jetzt so zu Hochzeiten an einem Abend 75.000, 25.000, 35.000 und dann noch einer so in der 40 unterwegs ist. Also entweder hat Twitch den übelsten Zuwachs gerade, aber das ist so, das hinterfrage ich doch ab und zu mal, was so real ist. Aber ich möchte deinen Twitch-News nicht kaputt machen, Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Das ist tatsächlich auch, da wurden halt, die 100.000, glaube ich, was ich gehört habe, wurden mit komischen, also A, Offstream voll gemacht und mit Accounts, die alle irgendwelche Zahlen dahinter stehen hatten, wohl, was ich so gehört habe und was man so liest. Also irgendwas ist da fishy. Und ich wird wahrscheinlich irgendjemand vielleicht irgendwelche Amazon-Accounts gemeint haben und die dann einfach mal fix verknüpft haben, was weiß ich, wo die vom LKW gefallen sind oder wo die Passwörter geleakt sind. Wahrscheinlich ja. Fortnite-Loot und dann wird das nachher bei eBay verkauft. Ja, ja, genau. So ungefähr. Hat auf jeden Fall was mit Fortnite-Loot und so zu tun. Das mit den Cheer-Badges. Genau, dann Sub-Badges wurden neue angekündigt. Das ist jetzt noch nicht aktiv, aber ist wird aktiv. Wohl die nächsten... Also ist schon bei aktiv. Mir. Ich habe schon hochgeladen. Ja, ist schon aktiv. Es war die beste Änderung und sofort geguckt ist... Also ich konnte es hochladen. Ja, alle Streamer, die eben schon seit mindestens 3 Jahren jetzt Partner sind, freuen sich darüber, dass sie jetzt auch Leuten, die 3, 4 oder sogar, glaube ich, 5 Jahre gesubbt sind. Bis 8. Ja, ja, bis 8, aber ich glaube, es gibt keinen Streamer, der schon 8 Jahre Partner ist, weil ich glaube, das Partnersystemprogramm ist noch nicht so alt, oder? 6, glaube ich. 6 Jahre? Ja, die höchsten Subs, die ich mal gesehen habe, waren irgendwo in den 6 Jahre. Ja. Bei Dan... Man vs. Game. Ja, Man vs. Game hat auch super viele, viele Alte noch dabei. JP und so. Ja. Genau. Also man hat jetzt Sub-Badges für 3 bis 8 Jahre. Ja, finde ich sehr geil, dass sie das endlich gemacht haben. Weil bei mir sind es dann Anfang Mai sind es bei mir dann 3 Jahre und ich habe halt eben schon vorher mal ein bisschen rumgefrötzelt, dass sie halt eben viel Stuff machen, aber genau so was halt nicht. Weil wir hat es halt, finde ich cool, dass es bei mir just in time halt kommt für die 3 Jahre. Finde ich super. 48 Monate Hype. Jupp. Die Community Guidelines, über die wir vor 2 Wochen geredet haben. Okay, Nippel, das letzte Mal. Okay. Hallo, Wots müssen dann auch... Ich wollte jetzt einmal noch Nippel zeigen. Ja, aber oh Gott, muss dann auch aus jetzt verstanden, was er will. Oh Mann. Ab morgen müssen wir uns alle geschmeidig anfassen und wie die Biber-Brüder streamen. Dann lasse ich gleich die Cam aus. Voll die eben. Treten morgen in Effekt. Also ab morgen wird sich wahrscheinlich gar nichts ändern, aber gut. Alle rennen rum mit schreiend rum mit Händen in die Luft gerissen. Die wurden nochmal verschoben, weil irgendwelche Leute offensichtlich nicht lesen können und nochmal alles für 5-Jährige erklärt werden muss. Das kann kein Arsch mehr sein. Trotzdem versteht's nicht jeder. Morgen ist Montag, oder? Morgen ist Montag. Ja, morgen kann das Internet gerne verbrennen, ist mir egal. Morgen ist Macht deine Scheiße Montag. Können sie alle so viel heulen, wie sie wollen. Ja, die gelten dann ab morgen. Ich bin schon gespannt, wie wenig passieren wird. Und dann, was mir gerade noch eingefallen ist, Subtiers wurden umbenannt. Die heißen nicht mehr $5, $10 und $25 Subs, sondern Tier 1, Tier 2 und Tier 3 Subs. Also haben wir doch eh immer genannt, oder nicht? Nein. Ich habe sie so genannt, aber sie hießen... Ja, ich auch. Subbed with a $4.99 Subscription oder so. Ich habe immer Tier gesagt, keine Ahnung. Ich habe gedacht, die hießen von Anfang an Tier. Nee, die hießen $4.99, $9.99 und $24.99. Das steht jetzt im Chat drin, jetzt steht nicht mehr die Dollarzahl dazu. Genau. Was ich übrigens scheiße finde. Da haben wir uns, glaube ich, damals, als sie eingeführt wurden, schon beschwert. Und endlich haben sie auf den Plankenschnack mal gehört. Irgendwie wird sich über alles beschwert, oder? Natürlich. Dafür sind wir doch hier. Hallo? Ja. Stimmt. Steht denn bei uns Tier oder steht wirklich Stufe 1, nee, Stufe 2? Tier. Okay. Ist ja Englisch. Bei uns steht nicht Stufe.
Also ich habe mich darüber nicht beschwert, glaube ich, oder? Doch, habe ich. Doch, habe ich. Jetzt in der Tat habe ich mich so sehr an das andere gewöhnt, dass ich das wieder zurück möchte. Ich sehe da gar nicht durch, ey. Heute hat jemand, glaube ich, einen großen reingeballert. Habe ich so gelesen. Tier. Nee. Danke, hallo. Und dann habe ich auf mein Dashboard geguckt. Oh, scheiße, das ist ja ein riesiger. Oh, da muss ich ja besonders Danke sagen. Yes, ja, ist klar, danke. Overly. Nee, Spaß beiseite. Es ist Gewohnheit irgendwie. Ja. Und das waren die Twitch. Juhu. Danke. Nun. Thema der Woche. Wollen wir schon das Thema der Woche machen? Ja, oder du möchtest noch. Ja, findet ihr das nicht ein bisschen eigenartig, dass abends so unendlich viele Zuschauer da sind seit neuestem? Hinterfragt ihr das nicht? So ein bisschen. Bei Fortnite sind es viele, aber sonst. Nee, so überall. Ja? Ein Dr. Disrespect kommt zurück und hat, wie viel waren das? 100? Ja, 350.000, aber der Junge hat auch so einen Hype mitgenommen. Der war ja vorher in der H3H3 Podcast drin, so, der ist mittlerweile über Twitch hinaus bekannt. Ja, nichtsdestotrotz, um das nochmal kurz zu bringen, dass zur gleichen Zeit Leute 40.000, also es gibt ja nur die großen Nummern. Dr. Disrespect, Ninja, Summit, Lyric, Shroud, Soda Poppen. Wenn man die alle kombiniert, dann haben die 500.000 Zuschauer am Abend. Findet ihr das nicht ein bisschen krass? Also, das kam von jetzt auf gleich mit PUBG irgendwann. A, erstmal das und B, das wird immer mehr. Und ich frage mich so, woher? Also ich meine, das Ding ist halt dadurch, dass die viele Leute über den Doc reden, also auch, ich habe gestern gelesen, dass ein NHL-Profi einen Shoutout gegeben hat so, für Dr. Disrespect. Okay, das bringt vielleicht auch noch ein paar Leute, aber so viel? Also ich finde das momentan wirklich insane. Ich stelle die Gegenfrage, glaubst du, dass Twitch mit dem Wachstum von Streamern und Zuschauern schon am Ende ist? Das glaube ich nicht, nein. Ja, also dann ist doch normal, dass es wächst und klar, wie es. Aber das ist insane, in was für einer Zeit? Ja, es ist halt quasi ein Schneeballsystem, ne? Je mehr es werden, desto mehr Propaganda hast du irgendwann und es kommen immer mehr Leute. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum im Moment meine ich das letzte halbe Jahr, Twitch technisch gesehen vielleicht ein bisschen rumpeliger läuft mit den ganzen Umstellungen, weil sie halt eben sowohl mit den Umstellungen zu kämpfen haben, als auch mit dem Wachstum. Was es halt sehr, sehr schwer macht, den Service halt einfach nur zu verwalten. Ich glaube, sicherlich wird vielleicht der eine oder andere Viewboard irgendwo vielleicht nochmal im Spiel sein, aber ich glaube nicht, dass bei 75.000 65.000 geviewboardet sind. Naja. Also ich meine, ich habe ja nur schon meine 5 Jahre so hinter mir und das scheint mir gerade echt ein bisschen krass. Also in meiner Followerliste habe ich es jetzt nicht so gemerkt, muss ich zugeben. Ja, ich habe ja nun mal alle da, ja. So die großen Häschen. Man muss sich ja was abgucken und als Kleiner kopieren, das fällt ja nicht auf, oder? Aber so ein Dance Gaming zum Beispiel wächst jetzt nicht so stark. Also die Variety. Nein, Variety immer nicht, nein. Genau. Nur halt die Fortnite, PUBG. Wobei, so. wenn ich mir überlege, was Kokanic im letzten Jahr draufgelegt hat, aber das sieht eher nach gesund aus, weil das ist auch so vom Spiel abhängig, aber da ist auch gut was passiert. Ich finde das gerade wirklich sehr, sehr krass, weil wenn ich jetzt mal aufmache, Dankeschön übrigens, Leute, wenn ich jetzt mal aufmache und meine Followerliste gehe, ja, dann sehe ich oben 273.000, 162.000, 89.000, 35.000, 32.000, 14.000. Und das hatte Twitch vor einem halben Jahr nicht mal komplett auf einer Seite. Und das waren nur 5 Streams. Vor einem halben Jahr war ja auch Sommer. Also du darfst nicht vergessen, wir haben jetzt gerade halt Februar, März gehabt. Twitch ist halt immer gut besucht. Auch im Sommer. Sommerloch gibt's nicht, das ist Quatsch. Wenn einer geht, kommen 2 neue im Sommer, die keinen Bock haben rauszugehen. Ja, plus das, was halt im Chat auch steht, dass Amazon natürlich halt eben mittlerweile geschickt halt die Dienste halt verknüpft, ne? Und teilweise Cross-Promotion halt macht und vielleicht Leute von Amazon halt auf Twitch loads, die vorher vielleicht noch nie da waren. Das kommt natürlich auch. Ich meine, wie viel Publikum gibt es auf Amazon? Also ich, keine Ahnung, ist halt mittlerweile ein Riesenkonzern, ne? Halt krass.
Ich finde es normal, muss ich zugeben. Und ich freue mich darüber, weil... Ich freue mich darüber auch, weil es sind mehr Leute, die bei uns potenziell auch mal zugucken könnten. So, also das war jetzt nicht in irgendeiner negativen Art und Weise. Es ist einfach nur der Fakt, dass ich das kurz mal hinterfrage, wow, das ist crazy. Mhm. Oder auch 100.000 Subscriber, Mann. Da sitze ich nicht und denke mir so, Alter, okay, ich gönne es ihm, aber das ist so, was? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Lyric 10.000 gemacht hat? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Und wir so gedacht haben, wow, und jetzt kommt einer, ey, was, ich hab 100.000 Subs, du! Oder als, mach mal paar Emote-Slots fertig. Shroud hat dieses Jahr, nee, letztes Jahr, Ende des Jahres, im Oktober oder November, 35.000 Subs gemacht. Und das war schon insane! Jetzt kommt jemand und hat 100.000, come on! Und das ist halt so, wo ich sage, wow, das ist echt ein bisschen schnell so. Also auch wenn der Schneeball greift, aber... Alter, das ist eine Lawine dann. Naja gut, aber nimm mal jetzt einfach mal ein paar Zahlen aus dem deutschen Raum. Ich kenne die aktuellen Abo-Zahlen von ihm auf YouTube nicht, aber wie viel hat Gronkh? 7 Millionen? Was hat ein PewDiePie als internationales Pendant? Ich meine, wenn du jetzt da runter auf 100.000 Subs runterbrichst, ist ein sehr geringer Prozentsatz, der ihn dann tatsächlich finanziell auf Twitch supportet. Klar, ich habe jetzt YouTube und Twitch miteinander vermischt. Aber die sind wahrscheinlich Leute, gut, wer das jetzt mit den 100k war, weiß ich nicht. Aber es sind halt eben Leute, die haben halt mittlerweile halt eine riesen Viewer-Base. Und mittlerweile sind die Leute halt eher bereit, eben mal zu supporten in Form von Subform. Gerade wenn du vielleicht mittlerweile mit der Giftform, also mit der Geschenkform, du brauchst ja jetzt noch nicht mal super viele Leute, die bereit sind, dir was zu donaten. Du brauchst ja nur einen, der wirklich reich ist, der spendet einfach die Subs halt an alle Zuschauer, die da sind. Und wie viele Leute haben Friendly Fire geguckt? 75.000 auf Twitch, 25.000 auf YouTube? Dann haben auch mal einfach 100.000 Leute geguckt. Und wenn du jedem Sub schenkst, weil einer das supporten möchte, ja, fertig, dann. Dazu kommt noch, dass Twitch das abregelt. Du kannst nicht nonstop Subs raushauen. Ja. Da sagt Twitch, ich weiß nicht, wie hoch ja, ich glaube, Xolla ist es vier, und es sind irgendwie 5 oder 6 Subs pro fünf? Minute. Genau. Und dann sagen die erstmal so, nö, jetzt hier ist Schluss und dann bleibt das auch, also nicht nur ein paar Minuten, sondern das bleibt ein Tag oder so, bleibt das dann erstmal closed und dann kannst du da okay, mit ja, dem gut, das Bezahlsystem, weiß ich nicht. Also was ich weiß, du da gerade halt genutzt hast. Nur eine Anzahl ist, aber ich weiß nicht, für wie lange das halt geclosed wird. Kannst du keine Sub, also da gibt es schon ne, auch Stops von Twitch. Toll. Und auch nur, glaube ich, bei PayPal. Also wenn ja, du, bei der PayPal kommt also auch die Meldung. Aber wenn du jetzt zum Beispiel per... Ja? Ja. Auch bei Kreditkarte? Ja. Ja. Bei okay. Kreditkarte oder wenn du direkt über Amazon, hat doch da auch noch was? Fällt der Name gerade nicht ein. Also ist Amazon egal Payment? Welches. Genau. Ist egal welches, es wird gestoppt. Okay. Also ja, wenn gut. Das eine gestoppt ist, kannst du das andere nutzen, machst du deine 5 und dann ist auch wieder zu. Ja, man soll es halt eben nicht übertreiben. Ich meine, Support ist ja eben. Gut und schön, aber ich meine, spätestens nach einem Monat, wenn es dann droppt, ist die Enttäuschung beim Streamer halt umso größer. Also von daher, wer halt eben 100.000 ja, Subs rausballern will, uff. Entschuldigung. Ja, ist halt, Twitch Prime hat den Mechanismus halt noch offen, ne? Du kannst dir halt deine Gratis-Accounts noch machen. Und das geht mittlerweile auch via Skripte. Also. Nun. Aber es gibt immer die Streamer, die halt mit einem Spiel halt krass durch die Decke gehen. So, Lyric ja, ja. Kam auch durch DayZ halt durch die Decke. Dr. Disrespect mit PUBG und jetzt eben halt Ninja mit Fortnite. So, es Ninja gab es ja vorher schon. Nein, es gibt, ich habe eben genau zu dem Thema auch ein paar Sachen gelesen. Es gibt halt diesen soziologischen Faktor oder halt es gibt Studien tatsächlich, die da darüber gehen, dass es immer halt eher einen trifft, als sich halt auf viele Leute verteilt. Und wenn man das weiß, dann versteht man ein bisschen besser, wie Twitch halt funktioniert. Die Masse ringt sich halt immer irgendwie um einen herum. Und momentan trifft es eben Ninja. Klar sind da ein paar Sachen momentan jetzt, die letzten 2-3 Tage passiert sind, fishy, aber vorher kam der halt legit eigentlich an die Zahlen. Und der hatte schon vorher irgendwie eine Viewer-Base, bevor er überhaupt mit Fortnite angefangen hat. Hat dann relativ früh mit Fortnite angefangen
Und ist halt dadurch, dass das Fortnite eben jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen sehr, sehr stark gewachsen ist, nachdem halt Leute von PUBG genug hatten, sehr groß nach oben gegangen. Ja, von daher. Da verstehe ich das. Macht ihr euch da wirklich so viel Gedanken drum? Also ich hinterfrage das ja. Ist ja mein Zuhause, ist meine Arbeit. Weil, falls mal was ist, ne, sollte man schon darauf vorbereitet sein. So. Und ich, also wie gesagt, ich beobachte das. Also wie gesagt, ich will niemanden, und das sage ich jetzt explizit nochmal, ich will niemanden irgendwas vorwerfen, geschweige denn irgendwem nichts gönnen. Ja, soll er seine 100k Subs haben? Holy shit, Mann. Ich freue mich, ich habe mich bei Shroud, habe ich mich gefreut. Ich freue mich beim Dog, freue ich mich. Das ist alles cool so. Alles paletti, aber ich hinterfrage das. Ja. Wenn jemand, ein einzelner Streamer da sitzt und 75.000 Zuschauer, weil das ist manchmal mehr als ein abendliches Fernsehprogramm. Und das ist richtig krass. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind, dass wir in dem Sinne dann das Fernsehen abhören. Gab es doch einen Artikel, dass Twitch insgesamt mittlerweile mehr Zuschauer hat als irgendwelche amerikanischen Fernsehsender. CNN war unter anderem einer davon und noch ein paar andere. ESPN, die genannt wurden, dass Twitch halt mittlerweile mehr Umsatz im Monat hat als, nicht Umsatz, mehr Zuschauer als die Fernsehsender. Tatsächlich war es irgendwo ein Artikel, habe ich irgendwo im Reddit gelesen. Also ja, es ist mittlerweile mehr als nur Konkurrenz für Fernsehsender. Also da kannst du halt verstehen, warum halt viele, viele da halt Warnglocken angehen sehen, dass Twitch halt eine Gefahr halt ist. Weil es halt einfach mittlerweile, Entschuldigung für die Wortwahl, fucking viele Menschen gucken. Es ist halt, wie gesagt, also nochmals, es ist einfach insane, dass 75.000 Menschen, so viel hatte damals LCS in League, in den Zeiten so. Also ich weiß, es dreht sich weiter, Twitch wird immer bekannter, aber das sind halt momentan Zahlen, die wir da sehen, die sind aus nirgendwo gekommen. Und ich beobachte das jeden Tag. Ich habe alle großen Jungs und Mädels habe ich drinne so. Und das ist von ab einem Monat. PUBG, also ich meine, mit PUBG kam jetzt der größte Schwung jeher, weil das ist wie ein Lauffeuer, hat sich das verbreitet in alle möglichen Dinge. Wenn du bei YouTube guckst, so wenn ein Casey Neistat PUBG spielt, ein Deadmau5 anfängt und so weiter und so fort, so diese Gesichter, oder du bei der NFL Leute hast, die PUBG spielen und so, das ist schon richtig insane. Und damit kamen jetzt so viele Leute, und jetzt Fortnite geht das immer weiter, so du hast Fortnite-Artikel, Zeitschriften schreiben über diese Sachen. Für mich ist das halt einfach nur, dass dieser Sprung, den wir jetzt mit PUBG gemacht haben, und das ist auch wirklich, also würde ich jetzt mal meinen, das ist PUBG, diesen Sprung, dass der so, also der ist wirklich, ich das ist richtig krass. Das habe ich jetzt wirklich in 5 Jahren Twitch, die ich miterlebt habe, noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass das von jetzt auf gleich. Ey, Twitch kommt nicht mal hinterher, seine Seite zu reparieren, so. Weil die, ich glaube, so stabilitätstechnisch sind die ganz schön am Schwitzen gerade im Hintergrund. Die sind richtig am Schwitzen. Dass die Karre nicht an Baum fährt. So. Deswegen vermute ich auch, dass viele Dinge einfach auf der Strecke bleiben, weil das ist gerade nicht easy life da. Das ist krass. Ja. Mal gucken, wo das noch hingeht. So. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, eine spannende Reise. Da kannst du halt eben mit zu erleben und auch eben Teil davon sein zu dürfen. Also ich bin halt gespannt, wo es hingeht. Nochmal so nebenbei, ja. Weil das von jemand gesagt hat, alle Leute, die da oben stehen, so, weil das, glaube ich, einige missverstanden haben, die haben das auch verdient. So, die machen ihren Job gut, ja? Also, weil irgendjemand geschrieben hat, so, Ninja, Pipapo, gönn ihm das doch. Ninja ist ein super Streamer. Ich gucke mir den auch an. Der geht ab wie ein Schnitzel, der hat das schon verdient. Alles cool. Ne? Also, versteht das bitte nicht falsch. So. Ja. Streamer der Woche? Speaking of? Thema der Woche. Wer möchte anfangen? Ich habe. Okay. So. Mein Streamer der Woche ist AnyNoobStream. Den habe ich mir. Der hat zum Beispiel Papers, Please vor ein paar Tagen gespielt gehabt. Und es war ein wunderbarer Stream. Hat mir sehr gut gefallen. Ich schaue Annie sehr gerne und ich schätze Annie sehr.
Ja, ist eine Empfehlung von mir. Bei Anima vorbeischauen. Der ist großartig. Und ist auch immer sehr hilfsbereit, was Technikfragen angeht. Da ist er auch immer vorne mit dabei. Ja, richtig auf Zack. Sehr hohen Qualitätsstandard. Und sehr viel Ahnung von tatsächlich Technik wie Kamera, Sound, Streaming im Allgemeinen. Ich habe mich letztens gewundert, warum er nicht mehr streamt. Da ist mir aufgefallen, dass ich ihn gar nicht follow. Hey, du streamst ja gar nicht Und dann mehr. bin ich halt per Zufall auf seine Seite gegangen, weil ich mich gewundert habe, hey, warum sehe ich den nie in meiner Ah, Follow-Liste? Ja, nicht schön. mal gefollowt. Also, super Typ, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Soll ich? Gerne. Gut, dann sag ich als nächstes, meine Empfehlung geht raus für Naschilein, die gar nicht Naschilein ausgesprochen werden möchte, sondern Näschilein. Den Fehler habe ich sehr, sehr lange gemacht. Ist eine, ich sag einfach mal, Variety-Streamerin, die halt WoW spielt, kreativ dazwischen ist, alles Mögliche spielt, worauf sie halt eben Bock hat und ist jetzt als Krönung quasi, glaub sogar gestern, verpartnert worden. Das heißt, sie ist quasi eine ganz frische Neupartnerin. Deswegen quasi der perfekte Zeitpunkt, um da auch nochmal zu sagen: Gratulation zur Partnerschaft, willkommen bei den Purple Hooks und ja, einfach weitermachen und mal reinschauen und vielleicht ein Follow da lassen, wenn euch da gefällt, was ihr da seht. Ich habe Happy Hop. In meinen Augen, so nach meinen Beobachtungen, einer der mit am größten unterschätzten Streamer, die es gibt. Er hatte eine Phase gehabt, wo er sehr englisch war und das auch sehr ausgelebt hat und sehr negativ eingestellt war und auch sehr diese negative Seite ausgelebt hat, währenddessen er Dark Souls gespielt hat. Aber was der jetzt gerade in seinen, der spielt nur Dark Souls 1, 2 und 3 und versucht gerade eine No-Hit-Run-Challenge zu absolvieren, dass er alle drei Teile in Dark Souls ohne einen Hit Uff. durchspielen möchte. Am Das Stück. am Am Stück. Stück. Also wenn er im dritten Stirbt, beim, komplett fängt von er beim vorne. ersten wieder an. Krass. Genau. Und er war jetzt schon so weit, dass er, glaube ich, zwei. 1, 2 durchgespielt hat und beim letzten Boss von 3 gestorben ist. Aber dieser Typ ist, also wer Fillmann kennt, Fillmann Live ist so ein Meme-Festival, aber dieser Typ ist ein purer Entertainer. Dieser Typ hat so viele Gimmicks und Features, die man so als Normalsterblicher gar nicht versteht, aber wenn man als Streamer reinguckt, denkt man sich so, wow, Alter, krass. Und ich habe mich sehr inspirieren lassen von ihm und ich gucke ihn jeden Abend vorm Schlafen gehen. Wir sind eine Stunde auf der Couch mit meiner Freundin. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also ich gucke jetzt konstant seit 3 Wochen jeden Abend Happy Hop. Eine Stunde, zwei oder drei. Weil ich einfach wissen will, was der für Gimmicks hat. Weil ich sie geil finde. Er sieht Der ein ist bisschen cool. Man vs. Game ähnlich, muss ich sagen. So ein bisschen. Was? Der sieht Man vs. Game ähnlich? Ja, nur mit Kurzhaarfrisur. Quasi. Nee. Naja, Man hat ein viel männlicheres Gesicht. Weiß ich nicht, ich hätte jetzt erstmal gedacht, was, wieso machen wir Man vs. Game da? Er hieß übrigens mal Happy Hobbit und wurde dann von Lord Rechte of the Inhaber, Rings genau. Firma kontaktiert, dass er das bitte ändern soll. Und deswegen heißt er nur noch Happy Musste Hobbit. seinen Namen ändern und einige Emotes musste er ändern. Der ist großartig, schaue ich auch schon seit Jahren. Okay, meiner. Darf ich? Ja, hau rein, los. Mein Vorschlag heißt Jesus, Here's Toast. Sehr schwierig auszusprechender Name. Ist ein Typ, den ich tatsächlich auf der AGDQ kennengelernt habe, weil er den Bloodborne Speedrun gemacht hat. Hat einen schönen Bart, hat sehr schön lange Haare. Ich dachte am Anfang, er hat einen sehr langen Bart, dabei waren es seine Haare. Ist aber ein sehr, sehr cooler Mensch. Also ich bin immer sehr unterhalten bei ihm. Spielt halt meistens tatsächlich Bloodborne, versucht die Speedruns halt, die Rekorde zu brechen. Genau. Letztens hat er allerdings auch mal Demon's Souls gespielt, einfach nur mal so aus Spaß. Ich mag den, ich guck den, ich habe den sehr häufig geguckt jetzt seit der AGDQ und kann den tatsächlich ganz gut weiterempfehlen. Tschüss. Was? Nee, Dann nee, war's. nee. Schön war's ja. War ein schönes Stream.
Ich merke immer wieder, dass ich überhaupt gar keine Ahnung von Computerspielen habe. Und so drei Viertel der ganzen Sachen gar nicht mag. Stell ich jeden Spoiler. Dafür freuen wir uns auf die ganzen Spiele doppelt, die im März kommen. Ist wieder viel zu viel, um alles in einem Monat irgendwie durchzuspielen. Das wird schon wieder kompliziert. Ich habe heute wieder festgestellt, dass da gar nichts mit bei ist. So zwei, drei maximal. Und der Rest ist irgendwie... Wobei, ich habe mir viele angeguckt, Seth, ne? Wir haben ja immer ab und zu mal so einen kleinen Disput. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Ich habe mir letztens, kannst du dich noch daran erinnern, Parse Core? Oh, ja, Cure. Es sah super gut aus. Es ist der absolute Unfall. Es ist der absolute Unfall geworden. Ich weiß. Und weißt du, ich hau mir immer super viele Spiele auf die Wish und denke mir so, ja, die sind cool, geil, sieht gut aus. Und dann denke ich mir immer so, was lässt du Arsch, ey, kannst du nicht mal Spiele rausnehmen, die am Ende auch cool sind und nicht so ein Unfall sind? Ohne Witz super enttäuscht. Bevor ich in den Urlaub gefahren bin, hatte ich eine Anfrage wegen einem Key gestellt. Im Urlaub habe ich den Key bekommen, habe mich sehr gefreut und nach dem Urlaub habe ich dann gesagt, ja, ich nehme den Key lieber wieder zurück, ich möchte das Spiel jetzt lieber doch nicht haben. Vergessen war das. Ja gut, dass das halt tatsächlich so ein Totalunfall wird bei dem Spiel, das war schon extrem krass, ja. Also... Das habe ich auch nicht erwartet. Wie gesagt, wenn man halt, für mich ist noch ein okay Spiel, sag ich mal so, wenn man mal von Ratings ausgeht, 50, 60 Bereich, damit kann ich noch super Spaß haben, aber wenn du halt im Bereich von 20 bist, da wird's dann doch schon kritisch. Nun, nicht glaube ich spielen du wollen. Du hast das Minus vergessen. Ja, das ist halt nichts Gutes in dem Spiel. Wir sollten das wirklich einführen. Für den nächsten Spoiler-Alert, dass wir einfach nochmal kurz rekapitulieren, welche Spiele denn eigentlich scheiße waren von denen, die wir ausgesucht haben. Weil viele, das Ding ist ja, einige von euch nehmen sich ja auch die Spiele vor dann und spielen die dann, oder? Mhm. Zeitnah. Wobei, ich sage dazu, ich sage ja immer dabei, guckt eben nochmal drauf, was eben mit dem Spiel ist, wenn es rauskommt, weil das wissen wir ja auch nicht. Ich sage nur, es sieht jetzt interessant aus, wie Past Cure letzten Monat, wie es dann nachher wird. Vielleicht hat es nur eine gute PR gehabt, und da ist das ganze Geld hingeflossen und nichts im Spiel. Das kann natürlich immer passieren, weil wir testen die Spiele natürlich nicht vorher. Ich bin auch dafür, dass wir Remastered endlich rausnehmen und JRPG. Mal gucken, wie viel noch übrig bleiben dann. 2, 3. Und Beat'em-ups bitte auch. Hey, in diesem Sinne, ich fange einfach an, okay? Ich bin mal so kackendreist. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, Mann. Hat mich... waren das gerade schon wieder für Ausflüchte von 18-jährigen Menschensprache hier. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank. Ich kann es nicht mehr retten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr Bock habt, und das würde uns sicherlich auch sehr freuen, könnt ihr mit uns in Kontakt treten über den Plankenschnack und über Discord. Ich denke mal, wir würden uns, glaube ich, sehr freuen über unseren kleinen, unseren Spoiler-Alert-Video. Wenn ihr dazu diesbezüglich Feedback habt, würden wir uns sicherlich sehr darüber freuen, denn da steckt eine Menge Gehirnschmalz drin, obwohl es eigentlich super einfach aussieht. Und nun, lasst euch überraschen, wir haben da noch einiges diesbezüglich geplant, aber ein bisschen Feedback wäre schön. So generell wäre auch mal ein bisschen Feedback gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt Gästewünsche, könnt ihr auch äußern, dass wir uns darum noch kümmern. Dafür haben wir auch Channel im Discord. Also grundprinzipiell könnt ihr hier an der ganzen Sache mitwirken, wenn ihr Bock habt. Denn soll ja euch auch gefallen, nicht nur uns. Na, eigentlich ist das ist eine Lüge, um euch zu schmeicheln. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke an die Regie. Danke an alle anderen. Hab euch lieb. Danke an die Regie. Danke an euch. Ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche. Schön war's. Schön war's. Achso, ich muss. Ja, ne? Da kommt nicht mehr. Und du? Und du? Jetzt mach das nicht kaputt. Und du? Okay, Scheiße, das habe ich vergessen. Ja. Oh Gott. Darf ich nochmal? Ja. Gerne. Und du? Ja. So, bin fertig. Und du? Ich auch. Mit der Welt. Von mir auch. Wollen wir eigentlich gar nicht sagen jetzt, weil wir es vorhin schon so gespoilert haben, wer in 2 Wochen Gast ist? Wollten wir das nicht machen? Habe ich nicht, warte mal, gab es nicht montags immer so ein Video seit neuestem, wo man krasse Sachen sehen kann? Stimmt. Auf Plankenschnack? Auf Twitter? Ja, dann. Ja,
Ja, aber das dauert dann ja noch. Warten wir mal ab. Ja, gut, aber die Leute können sich ja auch ein bisschen vorfreuen, oder? Hm. Noch eine Woche vorfreuen? Ja, ne. Also ich sag, okay, einen kleinen Spoiler? Nur einen kleinen. Regie rastet aus. Ich sehe, die Regie winkt. ich hätte ja echt Bock auf Pizza. Ah, jetzt eine Pizza, das wäre doch geil, oder? Okay. Ich habe leider keine Connections. Sorry, um die Uhrzeit kriegst du keine mehr. Schlecht. Ich hätte auch leider nur drei. Ist halt schon fast drei, ja. Naja, egal. Okay, von mir auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und denkt immer daran, was? Bis in zwei Wochen. Doch nicht verstanden. Okay, sorry. Ja. Und du? Dankeschön an euch, und ans du? Team. Und du? Dankeschön an euch, ans Team, an alle, die im Chat waren, zugeguckt haben, geschrieben haben, gelurkt haben. Dankeschön dafür. Ansonsten, März. Kauft euch Spiele, wo ihr Bock drauf habt. Keep on gaming, egal wo. Hauptsache ihr spielt Spiele. Wir sehen uns in einem Monat wieder mit der Vorschau. Dann schon zu April, wo ja auch gewisse kriegerische Games kommen. Schmankerl. Und so, mit ganz viel Action. Haut da rein, schlaft da fein, kommt gut in die Woche. Man sieht sich. Bis dann. Fotoshooting! Winken! Winken! Discord, Twitter, followen. Schön. Tschüss. Mein Arm wird lahm.